So. Da. Fangen wir schon mal an. Ja, fuck. Irgendeinen kleinen Stein im Socken. Den größten Schmerz, den man haben kann. Oder den nervigsten. Ich weiß nicht, wenn man sich so ein kleines Steinchen im Socken verfängt und man dann so, ich bin jetzt aber zu faul, das ist irgendwie rauszuholen und dann denkt man, ach komm, ich kurz, und dann merke ich es nicht mehr und dann kommt es die ganze Zeit wieder und irgendwann ist man dann so genervt, dass man den ganzen Socken auszieht und dann findet man das verkackte Steinchen nicht und ja, relatable Content würde ich sagen zu diesem wunderbaren Freitagnachmittag. Jeder Freitagnachmittag ist ein wunderbarer Freitagnachmittag, weil es ist Freitagnachmittag. Oh, außer natürlich, ihr habt jetzt einen anderen Wochenaufbau und keine Ahnung, ihr seid, boah, ich habe 5 Tage Wochenende, montags bis freitags. Aber samstags und sonntags, da muss ich arbeiten. Und dann ist natürlich bei euch freitags so, oh, fuck, morgen wieder arbeiten. Kann ich von der Sonntagsperspektive aus verstehen, aber für mich und wahrscheinlich auch für die meisten anderen ist Freitag also der Freitagnachmittag, Freitagabend ist es ja schon jetzt, ne? Aber es ist noch so hell draußen und dann habe ich irgendwie ein Nachmittagsgefühl. Vor allem, weil ich jetzt schon vor 18 Uhr aufhören konnte zu arbeiten, was für mich nicht mehr normal ist vom Gefühl her. Da ist es dann schon mal so ein bisschen interessant. So, jetzt hau ich aber noch einen Tweet schnell raus. So ganz, ganz, ganz fesch. So wie ich bin. Der fescheste Mann. Ja, warte, komm, machen wir mal. Resident Evil Remake. Nein, nicht. Ich möchte keine Puzzle Solution angucken, sondern ich möchte ein schönes Bild haben. Gibt es auch schöne Bilder? Sachens. Oh, ist das schön. Das ist keine Cultural Appropriation. Ich komme aus dem Gebiet. Ich bin damit aufgewachsen. Und ich danke meinen Eltern. Ich danke meinen Eltern, dass sie die Entscheidung getroffen haben, während meiner Kindheit mit mir hauptsächlich Hochdeutsch zu reden, damit ich das auch so annehme und nicht irgendwie noch zwanghaft wechseln oder mir irgendwie anderen einen hochdeutschen normalen Dialekt irgendwie angewöhnen muss. Los, jedet mit einem Casual Speedrun. Warte mal, machen wir mal mit einem sehr Casual Speedrun des Resident Evil Remakes. Geil, 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 geil. So, wer ist denn überhaupt da? Wen darf ich denn überhaupt heute Abend an meiner Seite hier begrüßen? Ein unnötig hervorgegebenes Hallo. Vielen Dank dafür. Todestoaster of Doom. Jean auch hier. Oder Jean, ich weiß es immer noch nicht genau. Oh, ich habe hohen Besuch von Benny auch da. Leergut, hi, Lord D und Lockmann. Habt ihr Bock? Ich hoffe, ihr habt Bock, mir beim Versagen zuzusehen. Ich hab's nicht mehr so komplett geschafft, das Ding nochmal vollkommen zu ver. Eigentlich wollte ich so, oh, ich mache jetzt zwei, drei Übungsruns daheim zu Hause und dann, wenn ich das streame, dann boah, World Record fast. Aber nein, ich habe es zumindest geschafft, mir nochmal reinzugehen, nochmal alles anzugucken. Es sollte hoffentlich ohne große Probleme vonstatten laufen. Gucken wir auch gleich mal, wie das mit dem Sound läuft, weil das ist noch eins dieser Menüs, die ja, wenn ich nicht irgendwie was bewege, warte. Ja, das hört sich doch super an. So. Ich muss mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier überhaupt alles noch freigeschaltet hatte. Was ist denn überhaupt auf der. Weil die Version, die ich am meisten gespielt habe, ist tatsächlich, als das rauskam, die. Was war das? Die Xbox 360-Version davon.
Und die habe ich rauf und runter gespielt, die habe ich auch 100% gemacht, also auch komplett dann, ne, mit beiden Charakteren, zwei Durchgänge, einmal gerettet alle, einmal niemanden gerettet, Hard Mode durchgemacht, no save, no heal items, knife only, Hard Mode run, true survival und dann auch noch Invisible Enemy Mode run. Also alles gemacht, ich glaube irgendwie so 7, 8 Mal nochmal hintereinander durchgespielt, war richtig drin. Und dann bin ich in die Xbox One Version übergegangen, um es da einfach nochmal zu machen. Und ich glaube, den ersten Run, den ich gemacht habe, war ein, war direkt ein No Healing, No Death, No Save Speedrun irgendwie so in 2,5 Stunden. Ich war so drin, dass einfach das erste, habe ich einem Kumpel das Spiel gezeigt und ich war so, ja, alles klar, hier komm, ich zeig dir mal kurz in 2,5 Stunden das Spiel. So gut bin ich jetzt nicht mehr drin. Ich hoffe, also das Ziel für heute ist es, unter 3 Stunden durchzukommen. Normal Difficulty, Jill, keine extra Unlocks, weil sonst könnte ich mit dem unendlichen Raketenwerfer durchlaufen. Und ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier eins von den Cleared Data nehmen muss. Weil ich glaube, das ist eher Zeitverschwendung, denn dann habe ich nämlich die Zusatz-Items am Anfang drin. Deswegen mache ich das am besten nicht. Ich gehe gleich auf jeden Fall Evil. auf New Game drauf. Dann gucken wir uns das mal an. So. 1000 Küsse für deine Augen. Du schaffst das. Hab's letztens auch nochmal gezockt für den Pult. Danke, danke, Betty. Es ist ja. Ich bin ja momentan zumindest. Das ist der Grund, warum ich jetzt leider kein Freitags. Weil es würde jetzt nichts lieber am Stream machen. Nichts lieber, als mir ein oder mehrere kühles, kaltes Bi oder Biere reinzupfeifen, aber aufgrund der Tatsache, dass ich meine ärztlich angesehene Darmflora irgendwie aufbauen muss, habe ich gerade so eine Präparatkram, den ich nehme und darf da, also ich soll quasi meinen Intake von Weizen und Zucker reduzieren, also habe ich gesagt, ja, fuck it, dann lasse ich Weizen und Zucker komplett weg für diese 8 bis 12 Wochen, beziehungsweise so gut es irgendwie funktioniert. Und eben auch so versuchen, Alkohol wegzulassen, alles, was irgendwie so den Darm irritieren kann. Deswegen habe ich jetzt, ja, kann ich jetzt keine, obwohl ich es in der aktuellen Zeit echt gebrauchen könnte, bin ich ganz ehrlich, habe ich keine Feierabendbiere mehr. Ja, deswegen, aber das ist ganz gut, denn ich war jetzt am Dienstag, hatte ich meinen letzten Physiotermin. Und das ist jetzt, glaube ich, das erste Mal. Seit einem Jahr, seitdem ich jetzt auch diese scheiß Schiene trage. Und diese ganze Anpassung von der Darmgeschichte, das kam von meiner Physiotherapeutin aus. Die meinte so, oh, da ist aber was nicht in Ordnung, überprüfen Sie das mal. Und dann kam raus, ja, da ist aber was nicht in Ordnung, verbessern wir das mal. Und ich hatte jetzt am Dienstag das erste Mal seit einem Jahr einen Termin, wo es irgendwie so war, oh, Ihre Verspannungen sind besser geworden. So nach. Also 2 Jahre, nachdem ich die Scheiße habe, einen Jahr, nachdem ich diagnostiziert und eine Schiene dafür bekommen habe, jetzt ein Jahr danach schon, keine Ahnung, wie viel 1.000 Euro reingesteckt in die ganze Kiste. Das erste Mal eine wirkliche Verbesserung. Ich meine jetzt nur auf die Verspannung momentan gesehen, jetzt nicht auf meine Augen oder so ein Kram, aber hoffen wir da dran. Wichtige Frage, 4 zu 3 oder 16 zu 9 im Remake? Ugh. Ah, ich weiß. Das ist das. Also ich meine, an sich würde ich sagen, an sich hätte ich am liebsten das GameCube-Remake gespielt tatsächlich. Aber ich hatte jetzt nicht wieder Lust, dann die Disc zu wechseln und bababa. Und ich hatte auch gar nicht jetzt geguckt, ob die PAL-Version, die ich habe, ob die überhaupt in 60 Hertz läuft oder wieder nur 50. Weil dann hätte ich mir eh die US-Version importieren müssen. Oder ja, oder die japanische, auch egal. Und dann wäre das wieder mit dem Freeloader und deswegen habe ich gesagt, fuck it, jetzt für den Stream mache ich die HD-Version. Und in der kann ich zwar auch das Original auswählen, aber das sind immer noch nicht zu 100% der originale Look. Also die Farben sind noch ein bisschen anders, manche Assets mussten ja sowieso komplett überarbeitet werden. Und deswegen gehe ich in der HD-Fassung lieber auf den. Weil wenn es schon angepasst ist und anders ist, dann nehme ich auch lieber den 16 zu 9. Controls machen wir original, weil 10 Controls das einzig wahre sind. Ich weiß, dass gerade, also ich bin jetzt kein
wir machen hier keinen kranken Speedrun, deswegen. Weil für einen Speedrun, wenn du da, klar, dann nimmst du die Alternate Controls, gerade für das Ausweichen von Zombies, ist das unfassbar wichtig, aber ich werde die mir im Weg stehen, sowieso wegballern. Also von daher ist es überhaupt kein Problem. Und Subtitles, I guess, ich werde eh die ganzen Sequenzen überspringen, weil, who the fuck cares? Genau, Xbox One-Version ist das, Toaster of Doom. So, ich hab das... Come back anytime. Ah, Sir Katzenkacke. Vielen Dank für den Follow. Guten Abend doch übrigens. Oh hey, sie hat auch da. Und Kenshin, guten Abend. Ja, ich liebe das, die Auswahl von den Schwierigkeitsgraden. Ich meine, den ersten haben sie hier... dazu genommen. Im Original, meine ich, gäbe es nur Normal und Hard. Und das waren dann diese beiden. Und jetzt haben sie noch so einen Easy, beziehungsweise Super Easy. Oder das ist Normal. Und genau, das ist Normal, das ist Easy und das ist Very Easy. Und dann kann man ja noch Hard Mode freischalten. Deswegen, also ich meine, ich will jetzt nicht aus Versehen Hard Mode nehmen, aber ich meine, das wäre Normal. Weil ich ja eh auf einem Clean Save bin und ich glaube, Hard Mode schaltet man erst frei, nachdem man es einmal durchgespielt hat. Approved! Mittlerweile ist meine GameCube-Version angekommen, bin aber noch nicht dazu gekommen, es selbst zu spielen. Ja, ich präferiere immer noch das GameCube-Original. Ich meine, was hatten sie jetzt anderes übrig, ne? Also die Assets und die Sachen mussten angepasst werden. Und ich finde, die haben einen guten Job damit gemacht. Es ist nicht optimal und gerade auch was die Farben betrifft, ist die GameCube-Version anders. Aber im breiten Spektrum von HD-Versionen, die existieren, irgendwelche Portierungen, finde ich das schon ganz ordentlich. Das Einzige, was ich richtig zum Kotzen finde, sind die UI-Elemente. So im dieses Speichern und wenn man lädt und ja, und das Spiel speichert, das finde ich zum Kotzen. Lord D, ich habe gerade einen meiner Live-Goals abgeschlossen, habe DMC 1 alle S-Ranks in DMD freigeschaltet. Holy fuck! Gratulation! Gratulation! Wow, darauf nehme ich einen Schluck von meinem heißen Milchkaffee. Ich bin jetzt speziell mit der Absicht, über die HD-Version zu lästern reingekommen. Oh Gott. Ja, danke. Auf jeden Fall schon mal cool, dass du schon mal reinkommst. Ich glaube, ich kann mich am Anfang auch wesentlich weniger blamieren als gegen Ende. Beziehungsweise zum Mittelteil. Den Look der GC-Version in Dolphin anzustreben, das ohne diese Essence anzurühren, wäre immer besser gewesen. Ja, also ich wünschte, sie hätten zumindest irgendwie das... Das ist das, was ich bei jedem Remaster will. Packt das Original rein. Packt einfach das Original rein. Das muss auch nicht... Klar, wäre schön, wenn ihr das irgendwie anpasst, versucht durch einen, keine Ahnung, was für Prozesse, das ein Upscaling oder so drin zu machen, aber lasst es einfach nur optisch sauber aussehen, die Original-Assets, ne, macht das einfach nur, dass es in der normalen Auflösung sauber gezeigt wird, könnt auch bei der alten belassen, ist mir scheißegal, aber packt die irgendwie nur mit rein, so, dass es, dann kann ich es notfalls darauf spielen, weil klar, ich kann immer zur alten Version zurückgehen, aber ist jetzt auch nicht immer der einfachste Weg, leider. Bestes Beispiel, Odin Sphere Remaster. Stimmt, ich weiß nicht, ob das so, ist das 100% 1:1, die PS2-Version, die man dort auswählen kann? Oder wurde da auch irgendwas? Das hatte ich mir nicht angesehen, aber ich meine, also generell ist das Odin Sphere Remaster live, keine Ahnung, Lebensrasierer, was das da irgendwie steht, Life Rasier, ist, meine ich, so eines der besten Remakes auch, die es so gibt, weil es das Original mit draufpackt und dann wirklich interessante Änderungen im Hauptspiel auch vornimmt. Mir wurde letztens erst gesagt, dass PS2 Final Fantasy XII beispielsweise noch echt spielenswert gegenüber der HD-Version mit den ganzen Gameplay-Tweaks ist, aber die kann ich nicht auf der Switch spielen. Ja, toll, ja. Das ist nämlich auch immer dann die Sache. Das ist das gleiche wie bei Xenoblade, der Definitive Edition. So, ich freue mich darauf, Xenoblade jetzt auch auf der Switch nochmal spielen zu können. Und ich mag
ein paar der Anpassungen. Ich mag auch, dass sie den Soundtrack jetzt noch einen neuen drin haben und man den alten auch anwählen kann. Und ich verstehe, dass es viele Leute gibt, die die neuen Modelle besser finden. Und ich kann ja auch die Argumentation verstehen, dass es originaler an den ursprünglichen hier Character Art Designs irgendwie dran ist. Aber es ist ein anderer Look. Es ist ein anderer Look und ich hätte lieber, weil was ich schöner finde, ist wirklich das originale Xenoblade Chronicles in Dolphin, wie es da dargestellt wird. Das finde ich ist schöner und auch da wäre mein Wunsch gewesen, mir beide Sachen anzubieten. Weil klar, ich mag es, dass ich jetzt diese neue Version auch mit den zusätzlichen Inhalten am Ende spielen kann. Aber ich habe trotzdem lieber die Wahl für mich zu entscheiden, was ich dann letztendlich nehme auf der Konsole. Wie hat dir Neck 2 Masterpiece Baby. Es hat mir so gut gefallen, dass ich es live am Ende am Stream noch von meiner PS4 gelöscht habe. Du kannst auswählen, ob du ja, genau. Also ich kann es hier auswählen. Ich habe jetzt hier nur gerade den Widescreen genommen. Ich finde die Modelle, dass die hier schon diese Änderung, man sieht einfach, was sie aus Chris gemacht haben. So auch die Kopfform. Guckt euch mal unten rechts sein Bild auf dem Passport an und dann das oben links, so seine. Das sieht aus, als ob das mit so zwei verschiedenen Focal Lenses gemacht wurde, weil sein Kopf in der Version in die Breite geht. So, selbst sein Kopf ist irgendwie seine Wangenknochen sind nach außen gewachsen, weil er so viel trainiert hat. Der ganze Druck in seinen Muskeln ist in den Schädel hochgeschossen und hat dort die komplette Knochenstruktur verändert. Boah, ich. Nee. Das ist so Baby. Evil Baby Boy. Aber. Ja, bei. Ich habe jetzt leider nicht die anderen Kostüme, die man noch freischalten kann. Bei Jill kann man ja auch so ein Resident Evil 3 Kostüm freischalten. Aber ich mag sowieso am liebsten immer die originalen Kostüme und deswegen werde ich das auch in dem. Jill Valentine! Das ist eher so ein Horrorschriftzug und das Wackeln, was ich mit Silent Hill irgendwie verbinden würde. Und das ist Hess. Wer will denn so? Wer hat denn das gemacht? Welcher Praktikant hat das denn 2 Minuten vor Release noch irgendwie ins Spiel reingeladen? Schlag den Stein in die Lava. Oh mein Gott, 1998, als die Welt noch in Ordnung war. Oh. Enter the survival horror. Oh no. Ich weiß gar nicht mehr, wie jetzt die. Ich muss mal. Fuck off. Ich muss jetzt mal kurz nachgucken, wie die Tastenbelegung tatsächlich war. Ich hab zuletzt tatsächlich die Gamecube-Version immer noch mal gespielt gehabt. Oh, Barry. So. Ich dürfte jetzt auch keine. Genau, ich habe nur das Messer im Inventar, alles klar. Yay! Und es wurde. Ja, was wurde? Ich muss mal kurz. Ah, okay, alles klar, gut. Okay, gut, alles klar. Nur, dass ich auf die richtige Taste drücke fürs Draufschießen. Den ersten Zombie, das ist auch so, wenn man das einmal weiß, dass man mit Jill zurückgehen kann und den Zombie von Barry töten lässt, dann kann man es auch, glaube ich, nicht mehr normal machen. Ah, klassische Sequenz. So. Dann wieder zurück. Und das ist der stärkste Zombie im gesamten Spiel, weil er braucht, ich glaube jetzt 3 Schüsse aus der Magnum, bis Barry ihn tötet. Look out, it's a monster! Barrys fucking Magnum, dieser Zombie ist so unfassbar resistent. Zack. Und noch ein. Und jetzt ist er erst hinüber. Der stärkste Gegner im ganzen Spiel. Danke Barry, dass du ihn für mich besiegt hast. Ach stimmt, wir müssen ja erst noch in die. Wir müssen ja erst noch den Saal erkunden. So, einmal bis zur Hälfte oben gehen, dann kann ich wieder umdrehen. Ich bin auch einer von diesen Irren, die über den Analogstick die Tank Controls benutzen und nicht über die, nicht über das Steuerkreuz. Ich bin da generell so auch in Plattformer-Spielen. Ich benutze immer den Analogstick. Niemals. So, die Frage ist jetzt, klappt. Ah, okay. Das geht noch so ein. Ich müsste es ein bisschen schneller machen können. Barry. Any luck, Jill?
So ein Speedrunner ist da deutlich schneller drin noch als ich, aber das, was gemacht wird bei diesem Stair-Skipping oder Stair-Surfing, ich weiß gar nicht mehr, was der Originale davon ist, man hält den Stick nach vorne gedrückt und hämmert wie bekloppt auf die Sprintentaste. Und je schneller man drauf drückt, desto sauberer ist dieses Manöver und desto schneller geht, fliegen die Charaktere auch die Treppen hoch. Also wenn man es so perfekt macht, dann sieht man gar keine Bewegung mehr in Jill, sondern sie schwebt nur noch die Treppe nach oben. Deswegen so. Am Anfang der Menschen, das hatte ich ja auch mal in dem Video dazu betrachtet, ich glaube, bis ich das Video gemacht habe, ist mir das auch nie aufgefallen, dass man am Anfang vom Spiel gar nichts anderes machen kann, als hier lang zu gehen. Ich werde jetzt ein bisschen safer spielen und ein paar von den Heilkräutern aufnehmen. Das würde ich normalerweise in einem Speedrun nicht machen, aber bei unter 3 Stunden zu kommen, ist es jetzt nicht so schwer. Warte, lag nicht hier noch ein bisschen Munition? Genau. Sarkatzenkacker, machst du eigentlich eine Retrospektive zu allen relevanten Resi-Spielen, wie du die Spiele beleuchtest, finde ich sehr gut. Danke sehr auf jeden Fall für das Kompliment. Eine Resident Evil Retrospektive ist meine absolute Lieblingsserie, Resident Evil. Also von daher, eine Retrospektive in irgendeiner Form war schon immer geplant, aber ich wusste jetzt auch nie genau, wann oder in welchen. Alter. Komm schon. Geht zu Boden. Ich glaube, ich hätte vorher mal die Steuerung anpassen sollen, aber weil hier ist es noch so eine komische Shooter-Steuerung jetzt drauf. Ich weiß noch nicht, wie genau ich es angehen möchte, und weil am liebsten, also man könnte jetzt einfach sagen, okay, ich mach die relevanten oder ich mach die ganze Serie durch. Alter, willst du mich verarschen? Alles klar. Das ist so. Das ist mit der schwerste Zombie, wenn man es tatsächlich speedrunnen will. Also ordentlich. So, warte mal, was ist denn. Okay, combine. So. Wenn man es tatsächlich speedrunnen will, ist es mit der schwerste Raum, um durchzukommen. Weil diesem Zombie auszuweichen ist unfassbar schwer. Ich habe das damals ein paar Mal versucht und es dann irgendwann aufgegeben. Und gemerkt, also die Zeit, um unter die 3 Stunden zu kommen, ist so lenient, dass man das problemlos schaffen kann. Ja, aber ich würde es gerne machen, eine Retrospektive. Ich weiß noch nicht, ob ich dann sage, okay, ich würde auf jeden Fall chronologisch durchgehen. Das heißt, dass erst die PS1-Trilogie, dann Code Veronica, dann Resident Evil 4, 5, Code Veronica, dann Resident Evil Remake, Zero, 4, 5, 6, 7. Und dann wahrscheinlich wäre zu dem Zeitpunkt sowieso schon 8 draußen. Und dann die Spin-Offs durchzugehen. Das wäre nochmal so eine alternative Möglichkeit. Man kann hier so ein bisschen rechts versuchen zu bleiben, dass dann der linke nicht aktiviert wird, der da steht. Dass man nur mit dieser einen Nase was zu tun hat. Ja, ja, alles klar. Das Ding einmal kurz untersuchen. Yes. Ja. Nein. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich den Text skippen kann. Nein, du sollst komplett zurückgehen. Danke sehr. Nein. So. Sollte schon klappen. Hey, Iwadi Pear. Guten Abend. Selbst der Tyrant braucht nur 6 Schuss mit der Magnum. Ja, deswegen, also der Zombie ist so ein halber Tyrant. Ich weiß auch nicht, was den komplett geritten hat. Oh, ich liebe diesen Raum. Also ich meine, ich liebe gefühlt optisch alle Räume. Aber das ist mit einer der besten Zusätze, die es im Remake gab. Also die da noch mit eingeführt wurden. Ach, im Ernst muss ich so. Ja, alles klar. Alles klar, The Mansion Key. Der Mansionsschlüssel. Das ist, glaube ich, der Sword Key. Na, also man kann sie untersuchen, dann steht das dann drauf und dann kann man das auch den Türen zuordnen, wenn man sie untersucht, aber. Okay.
Haha! Bastard. Ach scheiße, jetzt habe ich den anderen aktiviert. Das könnte mir später, wenn ich hier zurückkomme, um den Crimson Head Boss zu machen, könnte mir das ein bisschen in den Arsch beißen. Mein nächster Stream nach Mario Odyssey wird MGR-Vernichtung, dann in Defense of Resident Evil 5. Ich müsste Resident Evil 5 auch tatsächlich nochmal spielen. Das ist so lange her, dass ich das letzte Mal gemacht habe. Ich glaube, kurz nachdem dieses Remaster davon eben rauskam. Da links kann man noch ein Defensive-Item holen. Das ist... An sich ist das quasi ein Tutorial der Defensive-Items, weil man geht in so einen langen Gang rein, man findet dann das Messer, dreht sich um und ein Zombie kommt in der Sequenz. Und der ist so eng dran gemacht an einem, dass es... Also an sich soll er einen attackieren und Jill rammt dann automatisch dieses Messer rein, dieses Defensive-Item. Chris hat ja noch die Granaten, oh, ich liebe das. Weil hier im Original kam ja der Hund sofort raus und... im Remake haben sie es so angepasst, dass erstmal... Ah, nee, das war hier, ne? Weil ich meine, hier wäre noch Munition gewesen, unter einem. Oder auch nicht. Dann war das doch der, oder in die andere Richtung. Ich glaube, dann war es noch hier hin, genau. Da ist noch ein bisschen Munition. Und im Remake ist es dann angepasst, dass es... So, man denkt, die Hunde kommen, es passiert nichts. Aber wenn man diesen Gang nochmal zurückgeht, dann kommen sie. Mit dem richtigen Routing, was ich auch benutze, wird man aber niemals auf den treffen. Also das ist, man geht hier nie wieder zurück lang und ist auch eine so von diesen Entscheidungen, die man dann ganz gut treffen kann. Mit Jill sind auch die Sachen, also Jill ist der einfachere Schwierigkeitsgrad. Sie hat zwar nicht so viel Lebensenergie wie Chris, also gerade so Knife-Runs sind mit Chris einfacher. Aber, so, ich nehme auch noch ein bisschen von den Herbs auf, die ich auch gleich dann hier kombinieren werde. Beziehungsweise eines werde ich sofort benutzen. Die werde ich kombinieren, weil ich sowieso gleich am Raum vorbeikomme. Am Safe Room. Und dann kann ich die da auch direkt abgeben. Ich werde jetzt keine Zeit opfern, irgendwelche Zombies zu verbrennen. Selbst die ich besiege, sollten kaum zu Crimson Heads werden. Oh, ich hasse die Hunde. Hunde in Resident Evil, in Oldschool Resident Evil, sind eine Katastrophe für Speedruns, jedes Mal. Ich glaube, ich habe selber auch seit der Gold Edition nicht mehr komplett durchgespielt, aber in dem Game gibt es immer noch richtig, richtig viel gutes Leveldesign. Also, die Szenarien, die da noch drin sind, sind auch immer noch hervorragend. Ich weiß nicht, soll ich mir hier die Shotgun holen? Ich kann sie auch spät... Ach, fuck, falscher Raum. Warum bin ich... Ich bin gerade irgendwie ein bisschen... Doch, nee, ich war gerade kurz verrückt. Ich könnte hier mit Jill gratis die Shotgun holen, aber ich warte, bis ich sie mit bei der Schlange im Bosskampf bekommen kann. Da muss man dann nur ein bisschen ausweichen, solange bis dann Richard, ist es glaube ich, gefressen wird. Kotzt du nur. Alles klar. Ah ne, okay, hier sind auf den einfachen Schwierigkeitsgraden. Das ist auch eine der interessantesten Türen, weil man nur eine bestimmt in dem ersten Mansion-Besuch in die Rausrichtung nur zweimal, ne, ich glaube dreimal da durchgehen kann. Bevor der Knauf kaputt geht. Und erst wenn, ich glaube hier lag echt gar nichts, ne? Überhaupt nichts Sinnvolles auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Ink Ribbons. Wir packen die Sachen mal. Warte. So, okay. Und dann kann ich nämlich das Messer und die Munition packe ich sowieso weg. Die brauche ich dann erst für später. Und ich gehe einfach mal... So, normalerweise würde ich jetzt nicht speichern, aber... Why not, ne? Ich glaube, die drei Ink Ribbons sollten... Also alles, was an den Sachen rumliegt, ich sollte da normal keine aufnehmen. Aber gucken wir einfach mal gerade, weil jetzt
oben durch den Raum durchzukommen. Ich weiß nicht, ob ich da versuche, an den Zombies vorbeizulaufen. Und spätestens bei den Hunden ist immer so ein bisschen... wie läuft's denn? Aber Zeit sollte ich da genug haben. Ja, aber nochmal, um zurückzukommen. Also Resident Evil 5 hat echt ein paar geile Momente. Ich glaube, für mich war immer so das Hauptproblem, dass sie die Mechaniken von 4 übernommen und nicht wirklich ausgearbeitet haben. Ich meine, es gibt diese Koop-Kills, die man machen kann, diese Schläge, was aber auch ehrlich gesagt nur im Koop wirklich funktioniert und nicht mit einem KI-Partner. Und dann aber die Anzahl der Gegner so erhöht haben. Hier, nimm das Messer. Eins habe ich ja noch. Und die Gegneranzahl so erhöht haben, dass ich es ein bisschen übertrieben fand für die angepasste Zeit. Sandwich-Zeit. Nein, Benny, wir machen heute keinen... Oh, perfekt, Headshot. Oh mein Gott, das hat mit der Pistole eine 10%ige Chance. Im Gegensatz zu anderen Resident Evil-Teilen, wo zum Beispiel die Shotgun, wenn man sie nach oben, aus einer bestimmten Distanz nach oben abfeuert, immer trifft, ist es mit dem... ist es hier in dem Spiel so, dass es komplett RNG ist, ob man mit einer Waffe einen Headshot macht oder nicht. Es ist aber von Waffe zu Waffe unterschiedlich. Also eine Pistole ist, glaube ich, 10%. Die Shotgun hat so 30 ungefähr. Ich weiß es nicht mehr. Also jetzt nimm noch den... Ich wollte gerade sagen, nimm noch den scheiß Leiter noch auf. Du dumme Nuss. So, das sollte alles gewesen sein. Ich muss gerade mal nachdenken, für was habe ich das Feuerzeug überhaupt nochmal benutzt? Das Brett brauche ich nicht, das ist nur da, um die Karte zu holen. Dem sollte ich ausweichen können. Alles klar, sehr gut. Da kommen wir gleich erst rein. So, jetzt geht es ja erstmal darum, zu den Hunden zu gehen. Obwohl, nee, genau, das Feuerzeug braucht man, um vor der Schlange, ich weiß gar nicht mehr, welchen Namen die hatte, vor der Schlange die Kerze anzuzünden, damit man sehen kann, dass man das Regal wenn man das Regal wegschiebt, dahinter die Noten aufsammeln kann für das Piano. Genau, stimmt, das war's. Deswegen, ich laufe gerade so noch ein bisschen halb auf Autopilot und hoffe, dass ich mich nicht in der Umgebung verhassle. Ich habe auch die Platin allein geholt und Shiva hat mir ehrlich gesagt nie Probleme bereitet. Also Platin habe ich damals mit einem Kumpel gemacht, also den Professional Difficulty Run, weil ich glaube, ich bin zudem, die Turret-Sequenz fand ich alleine war schon ziemlich Pain. Und dann noch die Sequenz, ich glaube, die danach kam, wo man auf den Booten am Anfang steht und fährt. Und Shiva wurde alle 2 Sekunden von irgendeinem Pfeil abgeschossen und ich war nur damit beschäftigt, sie zu retten. Ja, geil, das liebe ich. Oh, nichts. Es gibt nichts Besseres, als wenn die Hunde. Okay, komm schon. Ja, natürlich nachladen. Okay, das soll es aber gewesen sein. Sehr gut. Immerhin kann ich mich ja hier um die Ecke, ich heil mich mal, weil ich glaube, man kann sich 3-mal oder so komplett hier an den Dingern komplett heilen. Also von daher ist es überhaupt kein Problem. So, jetzt haben wir nämlich hier den Collar gekriegt. Das war auch etwas ein Rätsel, was es im Original nicht gab, was hier im Remake hinzugefügt wurde. Und wo man dann auch dieses Bild lesen muss, um dann zu verstehen, ah, okay, hier, die Hunde sind hier draußen und man muss dort das Ding aktivieren, damit sie dann eben auch kommen. Also generell, was die Puzzle angeht, das habe ich gemerkt, als ich letztes Jahr nochmal das Original auf der PS1 gespielt habe, finde ich das Remake so eine Verbesserung, was das Backtracking und das Mansion-Layout und die interessanten Sachen, die man da machen kann, betrifft. Ich habe dich vergessen. Geh bitte weg, lass mich in Ruhe. Oh mein Gott, das Glück werde ich nicht beibehalten. Das zahlt mir das Spiel gleich richtig, richtig heim. Wurstwasser Elmo übrigens, guten Abend, sehe ich jetzt gerade erst. Oh Leute, ihr schreibt mir hier Texte, wie soll ich das denn beim Spielen alles lesen? Das ist Mandatory Crimson Head. Das ist der
Also neben dem Bosskampf, der einzige Crimson Head im Spiel, der immer auftaucht, genau an dieser Stelle, aber auch zum Glück nur in dem Raum gefangen hält. Also der kann nicht durch weitere Sachen oder so irgendwie wie durchgehen. Und ich weiß auch nicht bis heute, ob die Regeln der Crimson Heads nicht doch ein bisschen anders sind, als es die meiste Zeit immer benannt wird, weil nicht jeder Zombie, glaube ich, zum Crimson Head werden kann. Oder es, wenn nur eine begrenzte Anzahl gibt, die irgendwie gleichzeitig Crimson Head sein können, weil ich in meinen normalen Durchläufen, selbst bei denen ich mir richtig viel Zeit lasse und auch so auf True Survival oder Hard Difficulty, relativ schmerzfrei durchkomme und vielleicht nur ein oder zwei sehe, auch wenn ich keinen Körper verbrenne. Deswegen, also ich, das müsste ich, glaube ich, mal richtig genau irgendwie austesten. Kann deine Punkte bezüglich Resident Evil 5 auf jeden Fall nachvollziehen. Ja. Also ich mag's immer noch sehr gerne. Also so ist es nicht. Deswegen, okay, jetzt hier wieder. Oh, fuck you. Naja, okay. Besser von dir gegriffen zu werden, als von dem Crimson Head gebatscht zu werden. Gut, dass ich den hier auch voll umgebracht habe. Ich dachte eigentlich, dass ich den dicken Zombie umgenietet habe beim letzten Mal. Aber ich werde mir jetzt auch nicht hier den Edelstein unten holen, weil der auch nicht mandatory für irgendwas ist. Ich überlege noch, ob ich den anderen Edelstein hole von der MO-Disc, um Chris zu retten. Weil bringen tut's mir auch nichts mehr, habe ich auf dem Durchgang sowieso gemacht. Ich glaube, ich gehe gerade mal den Granatwerfer holen. Ich bin nicht so pro, dass ich das nur mit der Shotgun von Richard irgendwie mache, die Bosse. Dass die Shotgun keine consistent Headshots erzielt in Remake, ist auch eine der Änderungen, die mir nie so gefallen haben. Ich verstehe aber, warum es nötig war, weil Crimson Heads sonst trivial wären. Ja, genau. Das ist glaube ich, so ein Übel, was sie eingehen mussten. Also es hat immer noch eine hohe Trefferrate, aber ja, es hätte man deutlich... ich weiß nicht... Ich glaube, man hätte es auch gar nicht anders machen können. Das ist so die Frage. Warte mal, sind hier hinten nicht noch... noch Kräuter, genau. Dann kann ich das nämlich zumindest mal kombinieren. Will you take the green herb? Yes, bitch. Alles klar. Combine. Und den sollte ich eigentlich auch noch nehmen können. Hoffentlich. Und jetzt kurz zu... Genau, jetzt zu Richard rein und dann in den... diesen Medizinraum. Und dann kann ich auch zur Pflanze gehen und die erste Maske holen. Gott. Ich weiß noch, als ich das erste Mal gespielt habe und so Stück für Stück klappert man die Sachen ab und dann lade ich nochmal Spielstände neu, nachdem ich so wirklich wusste, wo ich hinzugehen habe irgendwann. Und mit jedem Durchgang, den man macht, wirkt die Struktur so viel klarer, dass man sich dann so denkt, so eigentlich ist es ja recht simpel, wie man durch das Spiel geht. Und klar, es gibt auch immer noch es gibt genügend Variationen, die man gehen kann von den verschiedenen Routen, die es auch für Speedruns gibt. Richard! What happened? Ich lass mal kurz die Sequenz laufen, weil dann kann ich nämlich was trinken und ein paar Nachrichten lesen. Nein, das Wasserglas ist leer. Aber zum Glück habe ich noch ein zweites. ohne Spaß, das ist wie Videos, wenn das ist wie Weihnachten, wenn du Videos hochlädst. Oh, vielen Dank. Schon allein, wie du die Spiele out of the box betrachtest und aus einem anderen Winkel betrachtest, kann es gar nicht abzählen, wie oft ich deine Review zu Forbidden Siren gesehen habe. Mach weiter und bleib, wie du bist. Für mich bist du eine Videoperle des YouTube Games. Ah, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Dann sollte am Montag wieder Weihnachten für dich sein. um es mal ganz, ganz blunt auszudrücken. Ist bei mir auch zu lange her. Ich glaube generell, dass das Spiel übernimmt viel zu viel von RE4, als dass es ein Totalschaden sein könnte. Ja, das sowieso. Das ist auch da. Ich glaube. Nee, doch, richtig. Ich glaube, es.
wenn es, ne, auf der einen Seite kann man sagen, okay, vielleicht hätte es sich mehr abändern sollen. Aber dann hätten wir vielleicht auch einen Vorregen, dann hätten wir schon Resident Evil 6 da gekriegt. Ich weiß es nicht. So. Man weiß nie, was man sich irgendwie wünschen soll. Warum wurde Jill Valentine nie selber ein Zombie? Ich glaube, das ist so ein Lore-Punkt, der nie versucht wird, auch nur halbwegs zu erklären. Und der kotzt eigentlich immer, deswegen kann man an dem gut vorbeilaufen. Ich meine, hier wäre noch einer. Oder? Nee, der liegt erst am Boden, genau. Das ist, glaube ich, ein Lore-Punkt, der nie versucht wurde, irgendwie zu erklären. Zum Beispiel, warum es diese Heilkräuter in dem Spiel gibt. Das ist tatsächlich so in der Lore erklärt, dass sie hier auf... Also, dass es sie hier nur gibt, in Raccoon City. Das ist so das Besondere daran. Ah, fuck off. Habe ich... Ah, ich muss gleich mal kurz nachladen. So, den Granatwerfer kann ich erstmal wegpacken. Dich kann ich wegpacken. Dich kann ich wegpacken. Den Mansion Key brauche ich noch. Ich lade auch einmal nach und... Ich meine, sicherheitshalber speichere ich gerade nochmal ab. Das ist so... Nicht die wahre Speedrun-Fashion, aber... Es sollte immer noch hinhauen von der Zeit her, sag ich mal. A very well used bed. It's an open title writer. Ja, bla 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 bla. Used ink ribbon. Of course. So, hier dran. Also diese Kräuter gibt's nur in Raccoon City, deswegen war es immer bei 4, haben auch sich so manche Fans gewundert, warum es auf einmal die Kräuter dort gibt. Die wurden irgendwie exportiert. Also importiert dort. Ich weiß es nicht. Aber die haben diese besonderen Heilkräfte und deswegen können die sich da ein bisschen wieder hochpäppeln damit. Aber warum... So, Spiele würden keinen Sinn ergeben, wenn sie infiziert werden durch die Sachen und dann... So, egal. Am Montag kommt ein neues Video, wie geil, ja. Also ich hab's, es ist praktisch fertig. Ich wollte es nur mal endlich wieder schaffen für die Patreon-Bäcker mit $10, weil ich fast immer so ein schlechtes Gewissen habe, dass es dann... Dass ich so lange schon an den Videos hänge, dass ich es nie schaffe, die für sie rechtzeitig früher irgendwie rauszubringen. Wollte ich das eigentlich dann für Sonntag fertig machen für sie und das am Sonntag dann auf Patreon veröffentlichen für die $10-Bäcker und dann am Montag kommt die so zum Start der... Oh, das ist eine Batterie. Zum Start der Woche für die anderen Leute. Ich meine, ich habe jetzt hier hinten auch noch... Also an sich ist das Spiel auch gerade auf dem normalen Difficulty. Ich find's gut, dass die mit dem HD Remaster noch diesen Very Easy Difficulty eingebaut haben, damit auch Leute, die ja Angst davor haben oder auch das Gefühl, dass es für sie zu schwer ist, weil ich glaube nicht, dass der Normal Difficulty für irgendjemanden zu schwer ist. Wirklich nicht. Also beim ersten Durchlauf stirbt man vielleicht hier und da, aber dann weiß man danach auch, wo man hin muss und was es zu tun gibt. Red, ich glaube, das müsste... Das Ding töten. Genau. Oh, diese Animation. Ey, dieses Spiel sieht immer noch... Der ganze Artstyle wurde auch nie wieder versucht. So, das ist eine... Resident Evil 1 Remake und Zero versuchen genauso in einen Realismus reinzugehen, wie es die aktuellen Resident Evil Remakes machen. Aber auf eine ganz... Und beide haben trotzdem komplett unterschiedliche Stile. Und das finde ich immer so bemerkenswert und auch ziemlich cool, ehrlich gesagt. Deswegen finde ich es immer schade, wenn sehr viele Spiele dann so, ja, wir versuchen ja alle realistisch zu sein und deswegen sehen wir ungefähr so gleich aus. Und also, selbst wenn du einen gewissen Realismus anstrebst, kannst du da immer noch dein Art-Design reinbringen und das auf eine gewisse Art und Weise anpassen, auch wie die Umgebung aussieht, wie die Beleuchtung gehandhabt wird, wie die Farben gehandhabt werden. Also genau wie du auch Filme, die ja ein realistisches Bild abgeben, komplett unterschiedlich aussehen können. Das fehlt mir in gerade so AAA-Sachen teilweise viel zu selten. Die Kerle geben mir erst Probleme, wenn ich hier wieder zurückkomme. Aber ich müsste auch nur zurückkommen, wenn ich die MO-Disc haben will.
Deswegen ist es so die Frage. Gucken wir mal, wie es bis dahin läuft. Ansonsten kann Chris versauern. Ist jetzt nicht so, als ob der mir irgendwo bei helfen würde. Barry lasse ich am Leben. Barry ist nützlich. So, du gehst weg. Dann gucken wir mal, ob Richard immer noch lebt oder gestorben ist, dass ich nicht zu lange gebraucht habe. Mit dem Aufsammeln der Kräuter. Weil dann müsste ich nochmal einen Umweg laufen und die Shotgun holen für Jill. Weil ich jetzt damit rechne, dass Richard, dass ich ihm jetzt helfe, er in den Raum gleich reinkommt und dann vor der Schlange wegrenne und das so lange mache, bis er dann stirbt im Kampf. Und dann kann ich die aufheben und rausrennen. Weil man muss... wie heißt es? Jorn? Heißt sie so? Kann man hier eh nicht besiegen. Also es gibt so ein Damage-Limit, was das Vieh hat, und dann haut es eh ab. Und man kann problemlos ans andere Ende, was heißt problemlos, ich werde garantiert irgendwie gebissen oder so, aber man kann ans andere Ende gehen, die Maske greifen und einfach wieder rausrennen. Ah, okay, Glück gehabt. Weil das hatten, oder? Nee. Nein! Ich habe zu lange gebraucht. Ah, fuck. Oh, I did a fucky wucky, oh no. Ah, scheiße. Ah, fuck. Okay, ja, dann gehe ich mal gerade hier erst die Items holen und dann hole ich die Shotgun noch. Ich hoffe, die Jill-Sandwich-Szene kommt noch. Ansonsten müsste ich tatsächlich, runterlaufen und, die Holz-Shotgun holen. Wo ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf habe, das noch zu machen. Fuck. Weil an sich will das Spiel, dass man die Medizin holt und direkt wieder zu Richard läuft. Aber man kann es auch schaffen, noch die andere Maske dabei zu holen. So, hier brauche ich jetzt den Light. Oh, warte, lass mich gerade die Munition hier schon mal auf. Munition aufsammeln. Bitte, danke sehr. Und dann den Leiter einsetzen. Beziehungsweise hier auch einmal kurz nachladen. Das Ding benutzen. Sag mal, willst du mich verarschen? Ich bin noch hier an dem... Da, ein Unlit Candlestick. War ich so 2 Zentimeter war ich zu weit daneben. Was 2 Zentimeter manchmal ausmachen können. Am I right, guys? So. Oh, fuck. Ich glaube, ich habe noch... Ja, ich hab die... Man kann das auch schaffen, fuck. Was mache ich denn jetzt? Okay, ich glaube, nein, wir machen das 2, 2, weil die Munition ist mir, die Lebensenergie ist mir dann doch ein bisschen zu wertvoll noch gerade. Außer ich werde jetzt von dem Typen sowieso getroffen, weil ich zu lange gebraucht habe mit dem Schießen. Tank Controls, I love him. So, aber jetzt können wir die Rätselseite dann machen. Ich muss nur gucken, wie ich jetzt am besten da unten hinkomme. Ah, fuck. Naja, immerhin brauche ich die Shotgun für Jorn so oder so nicht. Aber dann kann ich auch gleich direkt rein und rausrennen, ehrlich gesagt. Ich verstehe nicht, warum du die Tentakel nicht geknuddelt hast im nächsten Spiel. Dann. Wie bist du denn hier reingekommen eigentlich? Verpiss dich! Du Sacknase. Oh, Richard, es tut mir so leid. Ich meine, du wärst eh gestorben. Warum ist jetzt nicht so... Oh, Richard ist tot. Oh, aber er hat eine Shotgun. Das wäre natürlich jetzt sehr schade, sie einfach hier so liegen zu lassen. Und wieder zurück. Weil jetzt müssen wir die Mondscheinsonate, ist das, spielen? Das Rätsel kommt jetzt? Ja? Die Frage ist, habe ich überhaupt genug... Ah, scheiße. Scheiße. Thank you. Oh, Mickey, vielen Dank für das Abo. Vielen, vielen Dank dafür. Endlich wieder das Internet, um deinen Stream sehen zu können. Ah, schönen Abend, also guten Abend und Prost auf jeden Fall. Ich habe jetzt fast noch ein bisschen was, von meinem Kaffee da. Hast du den Trailer zu The Medium gesehen, von den Bloober Studios, und Musik wird von Akira Yamaoka gemacht? Ja, Musik wird dann bestimmt cool, aber ich gebe da... Oh Gott, wo gehe ich denn jetzt am... Ah, scheiße. Ja, dann. Ja, okay, dann fresse ich das Ding jetzt trotzdem. Come back anytime. Hey, Doktor, vielen Dank für den Follow. So,
Wir machen's, ich mach's jetzt so, ich benutze das Gras und dann passt das schon. Dann kriege ich jetzt alle Items auch unter. Ich muss trotzdem jetzt nur einmal hin und her laufen. Nachdem ich jetzt die Notenblätter abgegeben habe, muss ich noch. Das könnte alles viel, viel optimierter sein, aber deswegen habe ich ja gesagt, ein Casual Speedrun gibt's heute. Denn ich brauche diese Plakette da oben, aber ich habe nicht mehr genug Platz, weil ich brauche das eine Item jetzt, um die Notenblätter noch zu holen. Beziehungsweise dieses Notentablett oder was auch immer. Genau, ich habe Trailer zu Medium gesehen. Ich hatte das schon bei Twitter geschrieben. Es sieht aus wieder so ein. Das war die falsche Tür. Ich muss noch eine weitergehen. Es sieht wieder aus nach so einem 0815 Horrorspiel. Ich meine, Bloober, das waren doch die. Wie hieß das? Layers of Fear gemacht haben? 1 und 2? Das war so, möchte gern Psychological Horror irgendwie. Also das hat mir so gar nicht gefallen. Und als dann in diesem Interview, was bei dem Xbox-Event gestern kam, mit einem der Entwickler, als dann wieder so kam und so, ja, unsere größte Inspiration ist Silent Hill 2 und das ist auch unser Lieblingsteil und wir lieben Silent Hill, aber wir lieben irgendwie eigentlich nur Silent Hill 2. Und das ist für mich, das ist direkt rote Karte. Das ist, wenn Leute anfangen, in ihrer Inspiration Silent Hill 2 zu nennen, das ist without fail, ist das immer so, okay, das Spiel wird nicht so gut. Selbst die Silent Hill Spiele, bei denen die westlichen Entwickler das immer gesagt haben, waren dann so, ja, wir versuchen immer Silent Hill 2 zu machen. Und dann so, weil das ist das Spiel, wo man die eigene Guild bearbeiten muss und bla 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 und meine Taten kommen wieder zurück, um mich irgendwie zu umnebeln, keine Ahnung. Und das ist jedes Mal ja gleich. Ich lasse die Sequenz kurz laufen. Das ist auch so eine ganz coole Änderung bei den Routen zwischen Jill und Chris, dass Chris dann so mit seinen Man-Hands irgendwie nur so da draufhauen kann und keine Ahnung, was ein Klavier ist, und dann Rebecca um Hilfe beten muss, aber man muss eine bestimmte Zeit, ich weiß nicht, ob es eine Zeit ist oder eine bestimmte Anzahl von Aktionen oder Räumen durchlaufen werden müssen, damit sie dann genug Zeit hatte, das zu lernen, um dann für Chris hier die Tür zu öffnen. Das ist in der Novel ganz interessant gelöst, auch die Sachen. Ich hatte ja schon mal drüber gesprochen. Ich gehöre zu diesen Irren, die Resident Evil Bücher gelesen haben von S.D. Perry. Und im ersten wird dann wirklich versucht, alle Geschichten zusammen zu verbinden, weil es ergibt ja keinen Sinn. So ist die Jill- und Chris-Stories können nicht gleichzeitig ablaufen, weil allein schon der eine beim anderen gekidnappt wird und im Labor unten festhängt. So. Und das Buch versucht aber beides zu kombinieren, dass dann auch bestimmte Charaktere nur an bestimmte Orte rangehen, Chris und Rebecca gleichzeitig rumlaufen, während Jill rumläuft und dann auch Barrys und sogar Weskers Perspektive gezeigt werden. Und man, das finde ich am interessantesten, die Momente sieht, wo Barry zwischendurch auf Wesker trifft, der ja seine Familie benutzt und sagt, hey Barry, mach jetzt, was ich sage, ansonsten deine Frau und Töchter, denen geht's da nicht so gut. Und das wird im Buch beschrieben. Ich glaube, die treffen sich dann zum Beispiel irgendwo mal in dem Keller, wo das der Director's Cut diese und der ganze Trevor-Plot, dieser Side-Plot, finde ich, ist auch so cool. Das sollte ursprünglich sogar im Original drin sein, hatten die aber keine Zeit mehr, das da reinzumachen und haben dann das Remake auch genutzt, um die Vision fertig zu bringen. Also nicht nur ist Lisa Trevor das beste Horrorelement im Spiel, sondern so die ganze Geschichte davon, und das auch zu auszuarbeiten, hey, wir waren so paranoid, der Architekt, der das Haus hier gebaut hat, den durften wir nicht alleine lassen. Das heißt, er musste mit seiner gesamten Familie hier im Anwesen wohnen und dann haben wir ihn einfach in das Gebäude eingebaut. ich muss die Plakette ja abgeben. So. Und Resident Evil hat jetzt auch nicht die
die Rätsel auf dem Level von Silent Hill, also Silent Hill, gerade diese Texträtsel sind schon eine ordentliche Nummer. Versucht mal Silent Hill 2 und gerade 3 auf dem Hard Difficulty zu spielen. Versucht mal Silent Hill 3, das allererste Rätsel auf dem Hard Difficulty zu schaffen. Diese Shakespeare-Poems. Okay, ich muss den kleinen... Ich glaube, ich muss einfach nur zweimal in dieselbe Richtung. Hä? Ich wollte auch den... Hab ich aus Versehen den, Small? Oder muss ich das Große... Okay, ich muss das Große um den Kleinen... Ach so, oh, Ich bin so ein Honk, ich rede... Weißt du, ich falle auf das Puzzle wieder rein, natürlich, das... Nein, nicht den... Ich weiß, was ich machen muss, danke. Ich drück zu schnell. Genau, weil groß ist ja für die große Stunde und das kleine ist für die kleine Minute. Ich war gerade nur so, hä? Und nochmal right, alles klar, das ist es. Ich finde, das ist schon ein ganz, also es ist ein einfaches Rätsel, aber ein sehr cooles, dass man links oben das Bild dann sieht. Man hat den einen mit dem großen Schwert, dann das andere mit dem kleinen. Der große geht durch den Kopf durch, das kleine durch die Brust. Und das muss man dann hier auf der Uhr danach machen. Und es gibt auch noch ein paar andere coole Rätsel in dem Spiel, die dann deutlich weniger wurden. Also bei Resident Evil 4 kann ich es verstehen, weil der Fokus eben auf dem Pacing und der Action dann eben war. Aber ja, das sollte dann... Hätte trotzdem besser gemacht werden können, deutlich. So. Und jetzt müsste ich eigentlich... Das müsste der Schlüssel gewesen sein, um bei Jorn reinzukommen. Und ich habe jetzt die... Ich habe die erste Maske. Bei Jorn kriege ich die zweite Maske. Dann in dem Zimmer neben Jorn ist die dritte Maske. Und wenn ich den Weg zum Friedhof durch die Galerie nehme, ist am Ende davon die vierte Maske. Das heißt, man leistet so ein bisschen die Vorarbeit. Es gibt noch optionale Räume, in denen man bestimmte Items holen kann. Es gibt ja auch noch diesen Bereich, wo diese Insekten drin sind, mit der Biene und dem Kram. Oh, du lebst noch? Du Bastard. Oh, Kopf explodiert. Das hast du davon. Also jetzt nehme ich mir mal so ein Medikament hier. Einmal den Eukalyptus hier gerne. Kurz mal Jill dran mümmeln lassen. Ja, danke sehr. Jetzt bin ich auch wieder fein. Jill is always fine. Boah, der Yakuza 7 Trailer, das war das Beste. Also, ich habe das Spiel schon gespielt und dieser Trailer hat mich dann wieder... Oh, du kannst zum Crimson Head werden. Okay. I didn't know that. Wieder was gelernt. Genau, also ich kämpfe jetzt auch gar nicht gegen Jorn, sondern ich versuche durchzurennen. Ich werde wahrscheinlich 6-mal gebissen. Die Hitbox von dem Vieh ist so wonky, dass wenn man hier so bestimmte Speedrun-Sachen auch machen will. Oh, fuck you. Fuck you, Jorn. Guck erst mal an, was das Vieh für einen Schaden macht. Jetzt hoffe ich, dass ich vom Crimson Head nicht gebatzt werde, ganz ehrlich. Okay, was habe ich denn an... Ja, ich bin poisoned, geil! Ah, jetzt muss ich nochmal den Rückweg extra zu dem Zimmer machen, wo ich das... hier, genau, da bin ich jetzt, alles klar. Ich wurde gerettet von einer mysteriösen Figur. Gut, aber dann muss ich, glaube ich, noch die... So, wir holen das mal kurz. Dann kombinieren wir das damit. Und dann speichere ich noch. Das wird jetzt das letzte Mal sein, für die Mansion zu speichern. Weil ich dann jetzt in einem Rutsch zu die restlichen Sachen dann eben durchmache. Ja, use the ink ribbon. Yes, please. Es ist auch super interessant, falls ihr das noch nicht gemacht habt, mal einen Durchgang auf True Survival Difficulty zu machen. Das ist, finde ich, der schwerste, weil man da auch keine unlockable Items benutzen kann. Wegschulden.
Hey, Don Stylo. Guten Abend. Vielen Dank dafür. Ja, wir hatten so eine kleine Wette am Laufen. Dass Don Stylo meinte, dass bis zur E3 oder auf der E3, auf jeden Fall definitiv bis zur E3, Vanquish 2 angekündigt wird. Und da habe ich dann gesagt, never. Never ever ever, my man. So, was brauche ich denn davon noch? Ich brauche die beiden hier unten dann für den Kampf und die Shotgun. Das heißt, ich lege jetzt mal die Herbs dann ab und sollte auch die Waffe ablegen. Ich lasse sie mal kurz dabei. Das sollte glaube ich, noch reichen. Also der Yakuza 7 Trailer, der war super gut geschnitten. Da war ich dann auch, da habe ich, glaube ich, bei Twitter auch direkt geschrieben, okay, die Person, die das Ding da geschnitten hat, die verdient sofort eine Beförderung. Ich gehe auch immer noch viel zu nah an die Zombies dran mit der Pistole tatsächlich. Man sollte da viel eher umdrehen. Ich gehe jetzt kurz die Shotgun dann gleich nochmal holen. So, und hier ist noch eine Batterie drin. Hier ist auch noch, hier sind auch noch die, wo ist die? Hier müsste die sein, ne? Genau da. Im Regal ist auch definitiv noch, just some old furniture. Ich dachte, das wäre die Tür gewesen. So, wo gehe ich denn jetzt am besten lang? In dem Raum sind die Zombies, aber ich glaube, wenn ich hier oben lang gehe, sind die da auch wieder, ne? Ah, fuck. Dilemma. Okay, jetzt habe ich mich schon entschieden. Jetzt bin ich an dem ersten Zombie schon vorbei. Gucken wir einfach mal, ob es funktioniert. Okay, komm du mal auf die Treppe. Yes! It worked. Und dann kann ich nämlich hier an dir vorbei. und da lang, ja. Ich hätte noch überlegt, ob ich den anderen Weg über die Terrasse nehmen könnte. Aber ich brauche mich ja auch gerade nicht heilen. Nee, du, ich mach die lange Runde. Kein Ding. Genau, hier ist ein Diamant, dafür kann man diese Statue runterschubsen. Gibt's auch es gibt eine Referenz in Beautiful Joe, wo man auch eine Statue kaputt machen muss, um da so einen Diamanten rauszukriegen. Vanquish 2 wird noch kommen, aber ich war, das ein Zeitpunkt angeht, etwas zu cocky, beziehungsweise Scarlet Nexus hat mich schon sehr interessiert. Ich war am Anfang, also es sieht wieder so aus wie dieses typische so Bamco-Spiel, so Code Vein, God Eater-mäßig, aber dass dann alte Tales-Entwickler daran arbeiten, deren Spiele schon recht gute Kampfsysteme haben. Wow, das war natürlich kein Glück, das war vollkommen das Können, was ich da bewiesen habe. War ich da schon ein bisschen mehr drauf gespannt jetzt. Aber ich guck's mir mal an. Der Song war definitiv das Highlight von diesem fucking Trailer. Der Song war so pumped nur. Okay, warte. Die richtige Reihenfolge ist, meine ich, oben rechts, unten links und dann. Ach komm. Junge, ernsthaft? So. Tank Controls, I love them. Ich liebe sie, selbst wenn ich es nicht immer perfekt hinbekomme. Genau, der und dann umdrehen. Einfach mal die Kehrtwende machen, da drauf. Weil wenn man es versucht, so zu greifen, das Item. Ah genau, und der letzte fügt sich automatisch. Wenn man es nämlich ansonsten versucht zu aktivieren, dann kommt hier so Giftgas rein und man stirbt instant. Auch wieder so ein kleines Ding, was ganz interessant ist. Aber ja, das, also auch diese Abwechslung von Puzzlen und den anderen Herausforderungen vom Spiel ist, also das Pacing von Remake ist absurd. Also wirklich eine absolute Meisterleistung. So, den Typen hatten wir ja geheadshottet. Vor dem sollte ich noch keine Angst haben. Hier war noch oben einer. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also an sich sind oben zwei. Der eine sollte hoffentlich weiter weg sein. Yes! Oh, hervorragend. Und wenn wir beim nächsten Mal da sind, dann sind die nämlich auch schon weg.
Alles klar, okay. Das passt, das passt. Das ist eh das letzte Mal. Und wenn wir zurückkommen in der Mansion, hat Barry die auch repariert. So. Und jetzt, bevor ich nämlich da lang gehe, gehe ich die Shotgun holen. Weil ohne die Shotgun kriege ich den Crimson Head nicht besiegt. den mache ich nicht mit der Pistole. Ganz im Ernst nicht. Aber ich weiß jetzt nicht, ob zu dem Zeitpunkt Barry überhaupt noch kommen kann, um einen zu retten. Deswegen hatte ich jetzt sicherheitshalber, weil ich eh schon unten war, die Fake Shotgun geholt, um sie hier einzusetzen. Ich finde es eigentlich so simpel, wie die Rätsel sind, fast schon lustig, sie als Rätsel zu bereichen. Mit einigen Personen aus Team Silent Spielen kann man es gar nicht vergleichen. Ja, also es gibt schon, also es sind so interessante Kniffe, also wie dieses Uhrenrätsel. Nee, warum bin ich überhaupt drangegangen? Das sind so interessante Ideen, die ich richtig cool finde, so wie das Rätsel aufgebaut ist und die Mechanik dahinter. Deswegen meinte ich auch so mit diesen krassen, also selbst Silent Hill 1 schon, das Klavierrätsel ist hervorragend und steht über allem, was dieses Spiel macht. Aber dafür hat es so ganz viele kleinere Mechaniken, manche, wo man Inhalte suchen muss, manche, wo man auf der Stelle kurz was lösen muss, manche sind auch so Reaktionsdinge. Also da gibt's eine Bandbreite von unterschiedlichen Rätseln, die so hier und da eben eingestreut sind, die ich wirklich mag. Das Monster-Design von Scarlet Nexus war aber auch interessant. Das erinnert mich ein wenig an das von Resonance of Fate. Jetzt muss ich an Resonance of Fate denken. Ich habe jetzt letztens im Sale den PS4 Remaster geholt. Okay, das warst du. Ich glaube, der wird jetzt rot. Genau, oder orange, Entschuldigung. Und dann direkt die nächsten beiden auf der Seite. Ich glaube, der wird grün und der andere wird dann purple. Ja. Und du wirst purple. Whatever it was purple. So, und das sollte jetzt das Rätsel gewesen sein. Wenn nicht, kommen die Krähen und fisten mich. Aber das müssen die richtigen Farben sein. Ist auch nochmal angepasst im Gegensatz zum Original. Da war es auch deutlich, deutlich anders. So, jetzt haben wir den. Examine. Und das war hier. Yes. Und. Nein, da ist doch die. Der ist der Switch, okay. Ja. Man muss die beiden Seiten, damit das dann leuchtet. Und dann ist hier die letzte Maske. Auch eine komplette Neuzuführung, die gemacht wurde, um mehr Backtracking in der Mansion zu erzeugen. Das fand ich auch sehr überraschend generell, als ich das Original nochmal gespielt habe. Man kann sich im ersten Durchgang alle Gegner vom Leib halten. Ganz einfach. So, ich weiß nicht, wie viel Schuss habe ich in der? 6 Stück, das sollten reichen für den Crimson Head. Ich meine, ich könnte jetzt auch nochmal rausgehen und die Munition holen, aber das würde ich lieber gesagt ehrlich beim Rückgang machen. Ich werde jetzt auch garantiert die falsche Reihenfolge hier hinkriegen. Ich glaube, das war der mit der Nase. Genau. Oh, die Soundkulisse hier drin. Oh, wie das aussieht. Das ist hervorragend. Ich glaube, das warst du. Nee, dann war es der. Das sind auch so die Kleinigkeiten, die man sich irgendwie behalten muss. Warum lässt du dich nicht von Barry retten? Ich meine, das spart doch Zeit, anstatt den Effekt des Schrott einzusammeln. Ja, weil ich nicht mehr weiß, ob es zu diesem Zeitpunkt noch, ich wollte gerade sagen, das ist doch die Nase. Ich stand wieder so paar Zentimeter dann da irgendwie falsch dran. Das finde ich manchmal ein bisschen ärgerlich, dass so die, ich weiß nicht, Triggerboxen dafür, oder wie man das dann, man das nennt. Ja. Alles klar. Da! Baba, ich bin's. So. Jetzt die Shotgun. Und dann gucken wir mal. Ich habe jetzt natürlich keine Lebensenergie mit dabei. Da hinten ist auf jeden Fall noch Shotgun-Muni, falls man die haben will. Ist auch eine der Sequenzen, die man nicht überspringen kann jetzt gerade hier. Aber eigentlich sollte der nur so 3, 4. So, hier kurz wegrennen.
dann ist vorbei. Yay, we did it. Was ist denn hier noch? Ja, Shotgun-Munition. Geilon. So, und hier ist das Emblem drin. Was ich auch cool finde, dass man das jetzt einmal braucht, um aus der Mansion rauszukommen. Und dann auch dasselbe Emblem braucht, um nachher zu Lisa Trevor runterzugehen, wo es dann auch zum Labor rübergeht, dass man das dann wieder rausnehmen muss. Im Original waren es ja so 3 von diesen Symbolen, die man finden musste, um dann aus der Mansion rauszukommen. Und das wurde jetzt gegen diese 4 Masken getauscht, damit es eben mehr Backtracking gibt, mehr Sachen, die man machen muss. Und dafür wurde dann aber auch dieser Shortcut eingebaut, der das ganze Spiel nochmal, diese eine Abkürzung hier, macht das Resident Evil von einer 9 zu einer 200 von 10. Das ermöglicht, das hat komplett andere Routen dadurch ermöglicht, durch das Spiel zu gehen, indem man das hier aufgemacht hat. Und es ist so befriedigend, wenn man diese richtige Abfolge hat, dass man nach Yawn direkt so alle 3 Masken holt, die letzten, und dann instant beim Crimson Head ist, das holen kann, das Emblem, und dann wieder, oh fuck, ich habe mich vollkommen vergessen. Aber zum Glück habe ich ja noch so eine Batterie. Die habe ich jetzt auch nur gehabt, weil ich die Shotgun geholt habe. Björn, mach später mal bitte ein Dino Crisis 1 und 2 Run. Bin mal wieder weg, Trails of Cold Steel weiterspielen. Oh, du musst ja nochmal aufholen. Viel Spaß auf jeden Fall dabei. Dino Crisis will ich auf jeden Fall auch nochmal spielen. Das ist aber, also bei Dino Crisis 1 und 2 ist es, oh fuck, der Hund. Bei Dino Crisis 1 und 2 ist es so lange her, ich weiß gar nicht, ob ich das auf dem, das wäre sehr peinlich, wenn ich das auf dem Stream machen würde. Fick dich, Hund. Fick dich hart. Fick deine ganze Familie. Oh mein Gott. Ich hoffe, dieser Hund fickt sich in alle multiplen Universen, in denen er existiert. Ganz hart einfach. So, hier sind noch ein paar Sachen. Ich meine, hier müsste auch eine Batterie noch liegen. Ich lade auch mal die Shotgun nach. Auch so ein Extra, was man sich noch hätte holen können, ist die Magnum. Dafür hätte man dann in diesen Bies-Raum gehen müssen. Aber das ist jetzt für den Speedrun echt nicht notwendig, tatsächlich. So, wir gehen das Ding jetzt hier holen. Alles klar, ich nehme das sicherheitshalber mal mit. Es gibt ja hinten eh eine Kiste, in der ich Sachen abgeben und aufnehmen kann. Von daher. Sind eigentlich die Silent Hill-Spiele wirklich gut? Die Silent Hill-Spiele sind fantastisch. Also, Silent Hill 1 und 3 sind, 1, 2 und 3 sind Meisterwerke allesamt. Teil 4 ist problematisch, aber immer noch ein sehr interessantes Spiel. Good game, sir. Here, have a buck for the hard times we have right now. Oh, vielen Dank. no. Genau, das war, ich glaube, beide nach unten eigentlich. Also die sind nicht in dieselbe Himmelsrichtung, aber ich meine, es ist die, so visuell geht das in dieselbe Linie. Also jetzt hier nach Norden. Oh, geschafft. Ne, das meinte ich mit so einem Puzzle. Also es ist kein schweres Puzzle. Es ist sehr einfach rauszufinden, was man da machen muss. Dass man, ne, die beiden müssen eben weggucken. Aber das basiert dann eben auf der Reaktionszeit. Und das finde ich sehr cool, dass es so unterschiedliche Arten davon gibt. Vor allem, wie man mit ihnen auch interagiert. Also Silent Hill 1, 2 und 3 kann ich sehr empfehlen. Silent Hill 1 definitiv die US-Version holen. Die gibt's im amerikanischen PSN-Store. Also mach dir einfach einen US-Account, hol dir so US-Guthaben und das kostet, keine Ahnung, 8 oder 10 Euro. Und spielst dann auf der PS3. Und wenn du keine PS3 hast, das Original kostet leider ein bisschen. Ich habe das selber nicht. Dann auf dem Emulator spielen. Aber die PAL-Version, also gerade die deutsche, war geschnitten und halt 50 Hertz, auch ein bisschen blöd. Silent Hill 2, wenn du die PC-Version bei eBay, ich glaube, die kriegt man immer noch so für 20, 25 Euro, die am besten holen, und es gibt so online exzessive Guides mittlerweile, mit denen man das dann super spielbar machen kann und dann auch am besten aussieht von allen Versionen. Es gibt eine Community, die gerade noch dabei dran arbeitet, so Fixes zu machen. Wo sie jetzt mittlerweile an einem Punkt dran gekommen sind, wo sie Sachen ändern, die nicht im Originalspiel so waren. So, wo es dieses, ja, wir machen jetzt das Spiel besser. Also besser, als das die Entwickler es quasi hatten.
Was ich immer ein bisschen fragwürdig finde, aber das ist definitiv die beste Art, das modern zu spielen, falls du eben keine PS2 hast und da das Original holen willst. Ich habe auch nur die PAL-Version, die leider auch nur in 50 Hertz läuft, was jetzt kein massives Problem ist. Ich habe das auch nur in der Version mein ganzes Leben lang gespielt. Ich wollte auch die US-Version mal holen, aber mit Import- und Zollkosten zahlst du da auch wieder, keine Ahnung, 50 Euro für oder so. Das finde ich immer ein bisschen schwerisch. So, das lasse ich jetzt mal drin. Die Schlüssel, meine ich, bräuchte ich jetzt erstmal nicht mehr, weil ich ja jetzt sowieso rübergehe. Das heißt, ich brauche eigentlich nur die Sachen, um jetzt weiterzugehen. Falls ich mich nicht irre. Und ich irre mich eigentlich nicht. Oh, da ist Lisa Trevor reingekommen. Warte, habe ich die? Ja, okay, ich habe das Kraut mit dabei. Weil es ist sehr schwer. Ist hier eigentlich ein Gratis-Ding? Nee. Sonst hätte ich gerade noch gespeichert. Oh, Handkantenschlag! Weil es ist sehr schwer, jetzt bei der Flucht nicht einmal von ihr getroffen zu werden. So. Das ist... Man wird meistens immer ein bisschen gebatscht. Oder du kaufst dir die HD 360 und PS3 Version. Ich hab die tatsächlich. Ich hab das, weil die war mal digital für 5 Euro oder so im Angebot bei auf der Xbox 360. Ich besitze die digital tatsächlich und fuck yeah. Ja, genau. Also es gibt die Möglichkeit, da ganz gut durchzukommen. Ah ja, guck dir erstmal an, was die Tante für einen Schaden macht. Das ist nicht mehr normal. Ich meine, hier am Haus liegt noch irgendwo ein Kraut. Oder das war auch nur, das war auf einfach, dass das hier lag. Ich meine eigentlich, dass das hier irgendwo auch so ein Kraut noch liegen sollte. Es kann sein, dass das hier lag, aber tatsächlich nur auf einfach. Okay. Das ist okay. Hier der Zombie, der batscht mich manchmal, weil ich immer vergesse, wo ich lang gehe. Weil das wirklich, das ist ein sehr straight, so der Weg ist sehr straightforward. Aber durch diese wechselnden Kamera, ne, sieht man? So, ich bin gerade im Kreis gelaufen. Durch diese wechselnden Kamerawinkel ist das viel verwirrender, als es tatsächlich ist. Was ich auch ganz gut mag, ja genau. Das ist verschwendet für dich. Aber okay. Ich bin ja gleich eh im nächsten Abschnitt. Das ist jetzt der einzige Gegner, der jetzt noch kommt. Auf dem Weg sind die Hunde. Und den ersten Hunden kann man relativ einfach ausweichen, indem man nur geradeaus läuft. Und den zweiten auch. Man kann, wenn man ganz viel Pech hat, kann man auf dem Weg zum Trainingsfacility? Residence ist es, glaube ich, ne? Residency oder so. Kann man noch von den Schlangen gebissen werden. Das ist auch so ein bisschen RNG. Der Hund hatte bestimmt einen Besitzer. Oh, fuck, diese Last of Us 2 Nachricht. Also, irgendwie so, oh, neues, so Pressemitteilung. Neues Feature. Ja, jetzt gibt es auch Hunde, die euch angreifen in The Last of Us, die von ihren Besitzern geschickt werden. So das, was fucking Call of Duty 4 schon hatte. Aber sie haben auch einen Namen und eine Identität. Und wenn ihr sie tötet, dann wird der Besitzer ganz traurig darüber. Also im Ernst. Im Ernst. Ich habe das auch dann kommentiert. Kann ich den Besitzer dann auch noch wählen, ob ich einen Harvester oder rette? Weil es ist literally einfach die gleiche Moralfrage wie bei Bioshock. So, oh mein Gott, ich habe einen Big Daddy getötet und die Little Sister sitzt dann heulend da. Oh nein, du hast mein Papa irgendwas Guardian getötet. So. Ich glaube, das ist auch nur so ein Punkt, den Sony eben aus PR-Marketing-Sicht so rausgreift, um irgendwas da draus zu machen. Ich glaube jetzt nicht, dass das Team da saß und so gedacht hat, das ist der Höhepunkt unserer Moral in Spielen. Da kommt nichts gegen an. Aber dass es überhaupt im Spiel ist, finde ich so ein bisschen lächerlich. Ich weiß nicht. Also es ist... Ich muss es jetzt noch spielen. Ich bin gerade immer noch dabei, den Einser nachzuholen, der mir immer besser gefällt, jetzt tatsächlich, als beim originalen Durchgang. Aber diese, keine Ahnung, dass so, wir müssen jetzt immer
grotesker und ich liebe ja Brutalität in Filmen und Spielen und sowas. Ich bin ja so ein richtiger Gore-Freund. Aber das so auszubreiten in so einen emotionalen Torture-Porn irgendwie, keine Ahnung. Also finde ich, gerade wenn wir irgendwie Undertale hatten, was so fucking cutesy 8 Stunden langes RPG-Maker-Level-Game ist, also so von der Optik und den Mechaniken her. Ich meine, das ist ja aus dem Game Maker jetzt gemacht, bevor irgendwelche Leute kommen. Well, actually. Und mich irgendwie Elon Musken oder so. Aber es, ne, wenn, so, Undertale hat's so perfekt geschafft, Moral in Spielen auf so viele interessante Art und Weisen, also gerade auf diesem Meta-Level zu behandeln, dass ich das, also fast schon irgendwie grotesk und lächerlich finde, wie Last of Us das macht. Und es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt so der Moralapostel dahinter bin und irgendwie sage, aber sie hätten da, also das ist mir vollkommen egal. Also mir der Gewaltgrad an sich, da habe ich nichts gegen auszusetzen. Ich fände es gut, wenn es teilweise nicht so lächerlich aussieht wie in Last of Us 1, weil gerade wenn man menschlichen Gegnern oder gerade Infizierten, die noch nicht zu Klickern geworden sind, diesen Kill macht, dass man sie auf den Boden wirft und Joel tritt auf ihren Kopf drauf. Das sieht aus, als würde er Porzellan zerdrücken. Das kann ich nicht ernst nehmen. Da fange ich an zu lachen jedes Mal. Das sieht so unfassbar dumm aus. Das heißt, wenn sie die Sachen kräftiger hingeben und dass das so wuchtig ist, von mir aus gerne. Habe ich keinen Beef mit. Aber so, weil sie machen das ja, um thematisch was auszusagen darüber. Und das, keine Ahnung, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich da etwas zu weit treiben lassen. Aber erstmal das Spiel abwarten, das Fertige. Ist ja nicht mehr so lange, kommt ja in, wann, 5 Wochen raus? 6? 19., ne? 19.06., ja, 6 Wochen so. Tarnkappentoast, guten Abend übrigens, gerade erst gesehen. Ich finde diese übertriebene Darkness und Edginess, mit der The Last of Us 2 beworben wird, komplett upturnend. Fand auch schon den ersten Gameplay-Trailer komplett geschmacklos. Ja, also ich kann das absolut verstehen. Ich fand, das war auch damals ein gutes Video von Robin auf Hooked dazu. Was ja nicht nur The Last of Us, sondern auch noch so andere Trailer mit reingenommen hat. Aber ich persönlich bin jetzt da nicht von angeekelt oder offended oder so. Was nicht bedeutet, dass ich das anderen Leuten absprechen will. Ich meine, ich spreche jetzt nur für mich. So, mich kriegt sowas auf der Ebene nicht generell. Mich lässt sowas was kalt. So, tut mir leid. Ich bin irgendwie emotional abgestorben bei sowas. Weiß ich nicht. Aber selbst ich fand's nicht ansprechend. Oh, noch ein Toast. Ach so, ein Toast und ein Toaster. Oh mein Gott, ich hoffe, das kommt jetzt nicht zu irgendwelchen Kämpfen hier in dem Chat. Erinnert ihr euch, als Naughty Dog als Speerspitze des Storytellings im Videospiel stand? Ich meine, das können sie immer noch. Ich weiß ja auch zum Beispiel, also jetzt habe ich es mittlerweile in irgendeinem Offshoot-Kommentar irgendwie so. Es gibt so ein fucking Meme-Bild, was rumgeht. Ich will nicht sagen, auf welche Art und Weise das irgendwie feindlich ist, weil es dann wieder zu viel verrät oder so. Aber ja, auf jeden Fall haben sich das die Idioten direkt irgendwie als Meme geschnappt oder so. Genau, das Buch habe ich, mehr brauchte ich nicht. Ich habe jetzt nochmal sicherheitshalber das Ding genommen. Übrigens, Spinnen wäre. Also ich habe Angst vor Spinnen im echten Leben, aber in Spielen lässt mich das kalt, komplett. Also das gibt mir, es ist so, ja okay, finde ich cool als Gegner, gib mir mehr Spinnen. Ich fand, das waren auch, Capcom sind Cowards, dass sie in den Remakes keine Spinnengegner bisher eingeführt haben. Es sind einfach alle verweichlicht. So, genau, dann so ein richtiger Speedrunner, der würde jetzt einfach den Schaden fressen und da drüber gehen, aber ich bin Safety First, Björn. Ich hoffe, das waren jetzt genug. Genau, man kann hier über den Boden laufen und wird aber, ohne dass man was dagegen machen kann, jedes Mal von einer Tentakel gebatscht. Macht nicht viel Schaden, aber macht Schaden. Und alternativ kann man einmal diese Kiste hier hinschieben und dann da drüber gehen. Ich finde, das wurde auch als Entscheidung absichtlich so gewählt. Weil man wird ja auf die Zeit gerankt. Und
dementsprechend war das schon immer ein Fokus darauf, die Spiele möglichst schnell durchzuspielen. Und das ist eine aktiv gewollte Entscheidung für diese Art von Spieler, dass man sagen will, okay, wenn du hier die maximale Zeit rausholen willst, dann musst du hier den Schaden fressen. Dann wirst du die 2-3 Mal, die du drüber gehen musst, wirst du dann getroffen. Und das finde ich eine super, super interessante Designentscheidung. Wahrscheinlich macht es deswegen auch nicht so viel Schaden. Vor allem, wenn man es beim ersten Mal nicht weiß, dass man da gegrapscht wird. Deswegen, so, ich glaube, hier müsste ich nur den Schlüssel holen. Ich meine, ich komme gleich nochmal rein, um dann in den Untergrund zu gehen, wo wir auf den Hai treffen. Das war auch so ein Video, ich glaube, von George, hier Super Bunny Hop, wo er das Video zu Resident Evil Remake gemacht hat und meinte, der einzige Fehler im Spiel für ihn ist der... Oh, fuck you. Da war ich nicht schnell genug. Ist für ihn der Hai, weil er einen one-shotten kann. Und ich wusste das nicht. In all meinen Durchgängen, wahrscheinlich passiert es jetzt heute, wenn ich da bin, in all meinen Durchgängen ist mir das noch nie passiert, dass wenn man in das Wassergebiet reingeht und diesen Tank entlang läuft, diese Seite, diese lange Kurve, dass da einen der große Hai töten kann instant. Ich weiß, dass die Kleinen einen attackieren können, das schaffen die auch meistens, aber die attackieren einen, dann ist gut. Aber der große Hai kann einen One-Hitten. Ich wusste das bis zu diesem Video nicht und war dann so überrascht, dass er das als einzigen Kritikpunkt sah, weil das so rüberkam, als ob das dann bei ihm sehr häufig passiert und bei mir ist es literally nie vorgekommen, was ich super interessant fand. Residency Evil, ja. meine... Oh ja, genau, der hat sich umgebracht und hier ist auch eine... hier ist eine Pistole. Warte mal, was lag hier nochmal für Items rum? Ich glaube, hier ist Munition, die brauche ich nicht. Ich meine hier, oder? Ne, okay, dann gehen wir gerade nur in das Ding rein. Weil da liegt irgendwo so eine kleine Pistole rum und die hat nur einen Schuss. Das ist extra so eine kleine Mini-Pistole, wo nur eine Kugel so drin ist. Und das ist aber die Kraft von einer Magnum, was ich super interessant finde. Jetzt hat man es gerade gehört, der Typ ist runtergefallen. Aber ich sollte das schnell genug schaffen, da wieder rauszukommen. Mir fällt auch immer so auf, wenn man das dann sauber spielt und dann trotzdem alle Heilgegenstände mitnimmt, wie viel Heil-Items einen das Spiel tatsächlich gibt die ganze Zeit. Und wie großzügig es doch auf eine gewisse Art und Weise irgendwie ist. So, an sich sollte ich genügend Platz haben im Inventar. Ich meine, ich kann immer noch Heil-Items verbrauchen, notfalls. Wenn ich sowieso getroffen werde. Aber ich meine, dass ich ja den Schlüssel einsetze, runtergehe und dann unten auch nur den anderen Schlüssel bekomme. An sich dreht sich die Residency nur darum, Schlüssel zu bekommen die ganze Zeit. Weil das einzige Ziel davon besteht ja auch drin, den Helmet Key? Armor Key? Nee, Helmet Key. Helmet Key müsste es sein, was man hier bekommt. Um in der Mansion weiterzukommen dafür. So. Jetzt hier ganz schwieriges Rätsel, Leute. Richtig aufpassen. So, das linke, nicht das rechte. Da müsst ihr wirklich, also das machen sehr viele falsch. Ihr müsst das linke nach hinten schieben und dann das rechte nach rechts. Und dann könnt ihr hier abtauchen nach unten. Ich weiß, also vielleicht machen wir es gleich nochmal für alle, falls das jetzt zu schnell war. Aber ja, das ist es. Und jetzt kommt Kistenschieberätsel. Geil. Habt ihr drauf gewartet, alle? Das ist der Hype. Oh, Kiste. Kiste. So, da ist so jeder. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu weit geschoben, sonst muss ich wieder zurück. Bitte lass mich das nicht zu weit geschoben haben. Warte. Oh, Glück gehabt. Ich habe es eigentlich genau perfekt gemacht. Weil wenn man es zu weit schiebt, dann muss man zurückgehen, um die Kisten zu resetten. Dann hat man nämlich leider das Kistenrätsel verkackt. Das mussten die klassischen Resident Evil irgendwie auch immer noch haben, die ganzen Kistenrätsel. Aber ich glaube, das Spiel, in dem Kistenrätsel schon ein Meme waren, war Baphomets Fluch 3. Was ein Point-and-Click-Adventure auf die Idee kam,
Kistenrätsel zu einem Theme zu machen, weil sie so auf dem Spiel vorkommen. So, der letzte, gefühlt der letzte Endgegner vom Spiel ist auch ein Kistenrätsel. Zumindest kommt direkt davor nochmal eins. Oh, Baphomets Fluch, ich will noch, also das ist auch mal so eine, ich glaube, wenn es eine Serie gibt, zu der ich unbedingt eine Retrospektive machen möchte, von der niemand von mir jemals erwarten würde, dass ich davon, ne, wenn man vor allem sich meinen Kanal anguckt und vielleicht nicht weiß, dass eins meiner absoluten Lieblingsspiele das erste Baphomets Fluch ist. Das erste Baphomets Fluch ist mein liebstes Point-and-Click-Adventure und ich würde es wahrscheinlich, also es ist nicht in meinem 3x3 drin, also in meiner Top 9, aber ich glaube, Baphomets Fluch 1 würde ich so in eine Top 20 reinpacken. Das Spiel, da habe ich so, also eine gigantische Nostalgie auch für und ich hasse es bis heute, dass man nur auf umständlichen Wegen an dieses Original drankommt und fast überall nur das Remaster verfügbar ist, was scheiße ist. Ich hasse es wie die Pest und ich hasse es noch viel mehr, dass es anscheinend niemand erkennt. Also so objektiv schlechter ist dieses Spiel, weil Dialoge fehlen. Es fehlen so Dialoge so optionale Dialoge, die man mit den Figuren haben kann. Teilweise die lustigsten Sätze im gesamten Spiel fehlen einfach. Beispiel, wenn man im Hotel ist und auf das Zimmer oben geht und dann muss man von einem Zimmer in das nächste klettern, indem man so an einem Fenstersims so entlang geht. Und dann kann man im Original auf die Straße klicken. Und dann sagt George im Deutschen, und das ist übrigens eine fantastische, ich bin ja so O-Ton-Nazi, also müsste ich eigentlich die französische präferieren, aber ich liebe die deutsche Synchro von Baphomets Fluch 1. Und dann sagt George nämlich auch im Deutschen, wenn ich wollte, dass meine Kniescheiben meinen Ohren guten Tag sagen, würde ich jetzt springen, aber Mama Stubbart hat keine Selbstmörder großgezogen. Das ist, also allein dieser Ausdruck, wenn ich wollte, dass meine Kniescheiben meinen Ohren guten Tag sagen. Okay, Valve 2, das muss ich nur gerade wissen, welche ich gleich drücken muss hier für das Rätsel. Das ist, oh. Und das ist wirklich auch eine Serie, wo ich gerne eine Retrospektive zu machen würde. Ist Baphomets Fluch. Ich liebe den ersten, ich finde den zweiten auch noch immer großartig. Der hat auch so fantastische optionale Gags. Also man kann optional ein Kohlestück aufheben am Hafengebiet, recht am Anfang vom Spiel. Und so viele fucking Zusatzgags damit rausholen, weil dieses Kohlestück wird dann nämlich nachher sein Glückskohlestück. Oh mein Gott, das ist. Und das taucht an so vielen Stellen vom Spiel, kann man das einsetzen. Oder diese Hundekracker, die man findet, die George dann allen Leuten im Spiel anbieten kann, die er dann später in den Dialogen selber anfängt zu essen. Das. Hervorragend. Und dann kam der Dreier raus, wo sie versucht haben, so Action-Sequenzen mit reinzubringen, auch so QTE-Sachen und sowas. Okay, da habe ich noch genug Platz, das aufzunehmen. Now is not the time. Fuck you. Okay, so jetzt das wieder runter. Ah ne, fuck, ich muss das hinter mir. Das hier, ja, ich bin bei 50%, genau. Und dann nochmal rechts, das dann deaktivieren, dann ist es geschafft. Das hat auch einen gewissen Timer und das finde ich dann auch, das ist wieder auch ein sehr einfaches Rätsel, so man muss da hinten gucken auf dem Tablet, welches Valve muss ich deaktivieren, hier diese Reihenfolge. Es ist nicht schwer, aber es soll so ein Panikmoment sein, so was soll ich tun, wo gehe ich hin, welche Sachen drücke ich in welcher Reihenfolge. Auch ein cooler Moment, nicht schwer, aber einfach so ein Panikding, vor allem weil man keine Zeit hat und tatsächlich nicht weiß, wie lange es irgendwie dauert, man kriegt nur diese Prozentanzeige. Genau, und der Dreier. Also immer noch ein paar coole Momente, immer noch ein paar sehr lustige, gute Dialoge. Ich glaube später, wenn man in irgendeine Festung reingeht von dem Bösewicht, sind so Wachen da. Und dann kann man auch hingehen und die mit den Wachen reden. Und die zwei sagen dann, wie sie ihre Hunde genannt haben. Und der eine ist irgendwie so, keine Ahnung, bla bla bla, der Zerstörer oder so. Also klar, für einen Wachhund ein guter Name. Und der andere ist dann einfach so Rex oder so. Oh, es ist hervorragend. Also es ist so, und vor allem, ich habe die PS2-Version damals gespielt. Und dieses Spiel hat mit, also die PS2-Version oder auch die Xbox-Version, hat mit die schlimmsten Ladezeiten, die ich jemals in einem Spiel erlebt habe. Und das ist so, wenn man das zum ersten Mal spielt und nicht weiß hier, ne?
Man ist sich so die Hose am Einscheißen. Und dann, ah, okay, alles klar. Hier ist der Generator. Dann, Nagel, du gehst nicht ins Wasser. Es gibt sogar eine Möglichkeit, dass... Warte, oder muss ich das hier erst... Ah, nee, da oben, ich muss das Ding erst anmachen, genau. Ich bin ein Vollidiot. So, komm schon. Jetzt schieb's doch ins... Ja, weiß ich. So, hab ich irgendwas? Ah, okay. Ich muss versuchen, an den Schlüssel dran zu gehen. Jetzt fällt er runter, das habe ich vergessen. Und jetzt kann ich das Ding hier reinschicken. Oh. Okay. Das Ding wieder deaktivieren. Ja. Pull the lever. So ein einfaches Ding. Weil das ist auch in den ganzen Speedruns, wird's gar nicht mehr benutzt. Weil man in der aktuellen HD-Fassung sich so schnell bewegen kann, dass man runterspringt und an dem Hai vorbeiläuft. Oh no, he dead. Na, jemand Lust auf gegrillten Hai? Und er zuckt immer noch und man muss so ganz knapp an ihm vorbeilaufen und man weiß nicht so beim ersten Mal. Oh, was passiert? Und ist so angespannt, so... Wenn man in dem Moment aus Versehen ein Kohlestück zwischen den Arschbacken hätte, nach dieser Sequenz wäre dann Diamant draus geworden, so angespannt ist man dabei. Oh, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel ohne Ende. Vielleicht hatte der Hai auch einen Besitzer. Nein, Fischi! Oder wie man seinen Hai irgendwie nennen würde. So, hier ist noch Munition. Shotgun-Shells. Auch dieses Geräusch im Menü. Nur dieses Fump, Klück, Fump, Klück. Ist so eigen. Kein anderes Spiel hat dieses Geräusch. Nicht mal in der Serie selber. Also, Zero hat's noch, weil es dieselbe Engine ist. Da ist noch Magnum-Munition, die werde ich aber nicht brauchen. Und das war der Tanker-Abschnitt. Auch deutlich besser als im Original. Also da merkt man auch, dass sie im Original wahrscheinlich viel mehr machen wollten. Aber es nicht konnten. Also gerade wenn man das Remake kennt und dann zum Original zurückgeht, auf der PS1, dann wirkt der Hai schon fast lächerlich irgendwie, wie es eingebaut ist. Und da kriegt man das Gefühl, okay, sie wollten viel mehr daraus machen, haben es aber nicht geschafft, keine Zeit, konnten es nicht, irgendwie sowas. Und das sind so dieses okay, das Remake, das hatte... So, Mikami und sein Team, die wollten das wirklich machen. Also das war, das können wir, jetzt haben wir die Möglichkeiten, jetzt können wir es richtig machen, so wie wir es eigentlich machen wollten. Wir haben dazugelernt. Ich habe noch so viele Ideen für Mechaniken, mit denen ich das irgendwie aufpäppeln könnte. Deswegen ist es auch das beste Remake. Because it has purpose. Because it's purple? No, purpose. So, die Tür auf. Ich kämpfe auch. Und das ist das eine Speedrun-Ding, was ich mir erlaube, dass ich direkt gegen, wie heißt das? Plant 69, ne? kämpfe. Und nicht erst dieses Vault-Teil hier mache. Weil da müsste ich nochmal das Rätsel, die Zahlen dafür nachgucken und die Symbole, die ich brauche. Und ich habe das auch nicht mehr im Kopf, wie die Mischung ist. Ich finde, das ist ein ganz cooles Rätsel, dass man dann so nachgucken muss, okay, in welcher Reihenfolge muss ich diese ganzen Mixturen verbinden, um das da eben draus zu machen. Danke. Ja, yeah, got... There's a hole in the wall. There was a hole here, it's gone now. Jetzt mache ich die Bienen weg. Ich hoffe, das sind Wespen, keine Bienen. Vielleicht sind es auch die japanischen Killerhornissen, wer weiß das schon. Der scheiß Hai hat mich im ersten Raum umgebracht, weil ich nicht wusste, wie man den weggrillen kann. Oh, fuck. Ah, oh, das tut mir leid. Das tut mir echt leid. In der GOG-Version steht drauf, dass das Originalspiel mitgebundelt ist. Ich muss das mal nachgucken, weil ich habe das schon öfter von solchen Sachen gehört. Also bezüglich Baphomets Fluch. Und dann war da trotzdem nicht wirklich das Original mit da drin. Aber ja. Genau, Baphomets Fluch 3. Immer noch interessantes Ding. Interessantes Setting. Ist wirklich ein Spiel seiner Zeit. Das ist zugleich
dadurch merkt man, dass es eben schlechter ist, aber auch super interessant. Weil diese ganzen Entscheidungen, die das Spiel getroffen hat, es mit reinzuführen, konnten nur damals zu dieser Zeit getroffen werden. Zu keiner anderen Zeit, wenn dieses Spiel gemacht worden wäre, wäre das so ein Spiel geworden. So nur in dem Kontext seiner Zeit war das so, ja, wir wollen hier auch Fahrenheit irgendwie draus machen. Also stellt euch einfach mal vor, eure größte Inspiration ist David fucking Cage. So. Ach ne, ich muss erst das Buch hier aufnehmen, ne? Ja. Take it. Bla 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 bla. So, und jetzt das schöne Bilderrätsel hier. Okay. Ja. Yes. Das Ding. Das hier hin. Und dann muss ich. Warte. Das dahin. Yes, das dahin. Ich glaube, das müsste schon gewesen sein, ne? Yay! Tits! Ich hoffe, Twitch bannt mich jetzt nicht deswegen. So. Ich sollte eigentlich. There's nothing unusual. Was? Willst du mich verarschen? Ich glaube, ich muss irgendwie oben drauf gucken, oder? Jetzt mach doch die scheiß Kisten auf. Sag mal. What the fuck? Ah. Of course. Jetzt. Ah, Mixed Herbs. Das ist sogar gar nicht verkehrt, die zu haben. Und jetzt den hier auch. Ich sollte an sich keine großen Probleme mit dem Boss haben, weil es gibt so einen Safe Spot, in dem man sich stellen kann. The Speed Phoenix, vielen Dank für den Follow. So. Deswegen, ich glaube nämlich, da ist auch kein Ink Ribbon. Ich sehe da nämlich nichts. Dann gehen wir mal zum Boss rein. Hoffen wir das Beste. Plant 42, genau, das war's. So, genau. Hier lang. Dann da zu diesem zweiten Stuhl. Und dann hier stehen bleiben und nach oben schießen. Und ich hab's nicht richtig gemacht. Ich Vollidiot. Okay, ich glaube, ich gehe lieber nach oben dann. Weil es kann auch sein, dass das nur in der PC-Version richtig funktioniert, wenn man das auf 60 Frames lockt. Ich wollte eigentlich die Nachladeanimation nicht haben. Oh, okay, das sollte. Aber ich sollte, glaube ich, noch genügend. Ja. Sag mal, willst du mich ver. Ich wusste gar nicht, dass das Ding mich batschen kann. What the fuck? Okay. Jetzt wird's langsam kritisch. Mit dem einen. Ah, okay. Das war jetzt der Schaden gemacht. Ich weiche jetzt mal ein bisschen. Gehe jetzt hier den Treppenmove. Hin und zurück. Okay, das Ding ist wieder auf. Ah, fuck. Das ist super schade, dass das nicht. Dass das nicht funktioniert hat. Weil damit habe ich gerechnet. Denn normalerweise mache ich den. Dieses Plant-Ding, diese Mixtur. Aber wie gesagt, das ist schon ein bisschen was her, bevor ich das gemacht habe. Okay, so, wir sind aber noch auf Fein. Einmal kombinieren. Solange ich nur von diesen kleinen Sachen getroffen werden sollte, ist das eigentlich kein Problem. Das sollte sich wieder öffnen. Oh fuck, ich bin ein bisschen zu weit am. Ich bin ein bisschen zu nah am Ding dran. So, es geht aber noch. Wir sind noch in Cautious. Hervorragend. Fuck, ich hoffe, ich habe genug Munition tatsächlich. Jetzt. Ah, Baby, here we go. Ah, und ich hätte sogar noch was zum Heilen übrig gehabt, ja. Aber das ist so die normale Strategie, wenn man das Vieh normal macht. Ich glaube, wenn man es
mit Chris macht und da reinläuft, dann wird man, dann kommt Barry, glaube ich, im Hilft ein. Oder war das irgendwie so? Ich weiß es nicht mehr. Genau, das ist der, müsste der Helmet Key sein. Der einzige Grund, das gemacht zu haben. Also man kann nämlich auch hier nicht rausrennen. Das ist so, wo man normalerweise würde man jetzt sagen, oh, ich schau mir den Schlüssel und dann hau ich jetzt ab. Obwohl, nee, Barry kommt, wenn man die Mixtur einlässt, unten, die Wurzeln vergiftet und dann wieder hochgeht. Dann kommt die Sequenz mit Barry. Aber ja, damit wäre die Residency oder was das? Oh, was ist das überhaupt? Ich gehe mal kurz in die Karte. Doch, Residence, ja. Alles klar. Wäre das Gebiet auch abgeschlossen? Läuft bisher ziemlich. Oh no! Wer war das bloß? Oh, ein böser Mann. Oh nein! Point-and-Click-Adventure interessieren mich nicht so sehr. Das tut mir leid. Also. Ich war. Point-and-Click, diese Nostalgie, die ich dafür habe, ist auch teilweise sehr seltsam, weil wenn ich heute Sachen spiele, die tatsächlich so abstrus aufgebaut sind, wie Spiele früher in der Zeit, finde ich das teilweise. Ah, warte, ich gehe sicherheitshalber nochmal, weil gleich kommen die Hunter. Ich gehe sicherheitshalber nochmal kurz speichern. Weil früher, ich bin damit aufgewachsen, weil meine Mutter mir irgendwann mal eine LucasArts Collection geschenkt hat. Also die meisten, ich bin 89 geboren, das heißt, als ich die Spiele gespielt habe, waren die kurz davor, am absteigenden Ast zu sein. Also als ich die angefangen habe zu spielen, war, glaube ich, kam, glaube ich, Monkey Island 3 raus oder so. Zu der Zeit war das. So, warte, gab es hier noch ein normales Herb? Weil die kann ich nämlich leider nicht kombinieren. So, dann machen wir die mal rein. Den Schlüssel brauche ich. Dich brauche ich gerade nicht eigentlich. Aber ich lasse dich trotzdem mal drin, glaube ich. So, was brauche ich denn tatsächlich? Den könnte ich für Yawn gebrauchen. Weil für einen anderen Boss nachher brauche ich ihn ehrlich gesagt nicht. Das heißt, das Ding könnte ich mit reinnehmen. Und ja, ich packe mal kurz Ingram rein, um abzuspeichern. Und dann nehme ich mir noch ein. Fuck, ich wünschte, ich hätte die nicht gemixt, ehrlich gesagt. Weil dann habe ich jetzt noch die ganzen roten, aber es kommen ja noch. Es kommen ja noch grün, aber ich glaube, ich nehme erstmal nichts davon mit. Ich brauche die Batterie und das Buch nachher. Okay, warte. Ich glaube, ich leg die Kurbel mal kurz ab. Weil ich brauche die erst wieder, wenn ich hierhin zurückkomme. Genau, dann nehme ich den. Dann nehme ich den Granatwerfer mal mit für Jorn gleich. Dann habe ich den nämlich da schon. Und dich lade ich mal kurz nach. Das sollte eigentlich. Ich meine, man kriegt noch genug Munition im Spiel, so ist es nicht. Yes. An den meisten Huntern sollte ich auch vorbeilaufen sollen. Also an sich gibt's keinen, den man tatsächlich töten muss überhaupt, aber. Hey, Manu Zero, guten Abend. Was haben wir jetzt? Wir haben ja schon 10 vor. Ich glaube, so langsam muss ich mich tatsächlich ein bisschen beeilen, wenn ich es noch unter 3 Stunden. Obwohl, das sollte eigentlich kein Problem sein, ne? Ich meine, ich habe jetzt noch. Ich bin ja an für sich über die Hälfte. Also die ersten beiden Gebiete sind, meine ich, so die erste Hälfte vom Spiel. Wird ja jetzt auch nach hinten raus immer so ein bisschen linearer und direkter. Oh. Mal 6 Schluck aus dem Wasser rausnehmen. Hey, Christianator. So. Ich hoffe, ihr habt eigentlich jetzt alle eine gute Woche gehabt. Bei mir war es tatsächlich mal wieder. Also ich hatte eine harte Arbeitswoche hinter mir. Und ich bin auch am Überlegen, ob ich jetzt nachher im Anschluss an den Stream noch ein, zwei Sachen für Montag vorbereiten will. Oder ob ich dann es riskiere. Und das Montag früh dann noch mache, weil ich habe jetzt ehrlich gesagt keine große Lust. Da bin ich in die falsche Richtung gelaufen und habe es direkt bereut. Geil.
keinen großen Bock, das zu machen. Ich hoffe, bei euch, ihr hattet eine angenehme Woche. Ich hoffe, ihr freut euch auf das Wochenende. Leider kein langes Wochenende. Finde auch, wir sollten langsam mal den 8. Mai zum Feiertag machen. Oh, fuck off. Fuck all the way off. Diese Schlangen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine... Shit, gut, dass ich gespeichert habe. Ist jetzt die Frage, ob ich riskiere, die Kräuter hier aufzusammeln. In dem Gebiet der Hunde. Weil wenn mich jetzt einer von denen batscht, dann wird's das garantiert gewesen sein. So, gucken wir mal kurz. Komm schon. Ja, ist mir egal. Natürlich nehme ich das... Natürlich nehme ich das auf, was schlimmer ist. Ich weiß noch bei Resident Evil Zero, weil da konnte man ja Items aufnehmen und einfach ablegen. Und während der Animation hatte man Iframes beim Ablegen und Aufheben von Items. Und es gab eine Taktik, gerade so gegen den Tyrant, die Attacken von ihm auszuweichen, indem man wirklich sich nur hinstellt und dann ein Item hinlegt und das dann wieder aufnimmt in dem Moment, wo er angreift. Das fand ich war eine sehr lustige, angenehme Taktik. Die Items wurden uns von Barry hingelegt und er hat auch, glaube ich, hier in dem Zettel schon geschrieben, dass er die Tür repariert hat. So, jetzt gucken wir uns das mal kurz an. Ich habe hier auch die Dinger dafür. Das sollte definitiv für die Bosskämpfe auch nachher helfen. Beziehungsweise werde ich vielleicht sogar den Granatwerfer nachher bei ein oder zwei Huntern einsetzen. Hier muss man nachher nochmal zurück, um das Emblem zu holen. Das kann man jetzt nicht machen, weil man es braucht, um in dem Tunnel später reinzukommen. Das ist jetzt so die Abarbeitung der letzten Sachen, dass man hier in die letzten Gebiete reinkommt mit dem Helmet Key. So. Ich muss gerade mal überlegen, wie wir das am besten... alles klar, ich muss ja in den Raum hoch. Du gehst weg und ich gehe hier rein. Oh Gott, und jetzt sind da die zwei Hunter oder drei Hunter sogar. Oh boy. Here we fucking go! Good luck! Fuck off, fuck off! Okay. Lass mich doch einfach durch. Okay, ich muss... Ach, scheiße, ey. Das ist der One-Hit-Kill. Der hat mich damals gekriegt, als ich den, als ich einen Speedrun und den, No-Save-Run kombiniert habe. Aber deswegen habe ich gespeichert. Genau deswegen habe ich eben gespeichert, weil ich weiß, dass das passieren kann. Gerade in dem Raum. Das ist richtiger Arschlochraum. Oh, fuck, ey. Man kann da auch, wenn man ein bisschen Glück hat oder beziehungsweise so Speedrunner ist und weiß, wie man die KI leicht manipulieren kann, kommt man da auch durch. Aber das ist einfach so, ich hatte volle Lebensenergie, hab mich komplett geheilt gerade eben, bevor er mich noch angegriffen hat. Und ich habe es schon gesehen, als er diesen Move ausführen wollte. Und das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, fuck off. So, ich nehme jetzt... Nein, ich habe die... ich wollte das anlegen. Wo bist du? Hier. Ich werde jetzt einfach sicherheitshalber den Granatwerfer nehmen für die Szene. Ich krieg ja von Barry die Munition an dem Punkt. Vielleicht habe ich jetzt mehr Glück mit den Schlangen und den Hunden. Dann sollte ich auch da besser vorbeikommen. Nicht wirklich gut, aber dafür ist ja das Wochenende da. Okay. Ja, ich hoffe, dass dann dein Wochenende zumindest angenehm wird. Das ist ja... Ich meine, ich habe jetzt für morgen... Das hört sich nach einem schlechteren Samstag an, als es für mich tatsächlich der Fall ist. Aber ich bin morgen mit einem Kumpel verabredet, um Gears of War Judgment durchzuspielen. Weil wir sind so die... Ich glaube, den einzigen Teil, den wir zusammen nicht gespielt haben, ist Gears of War 2. Wir haben früher mal ganz im Viererkorb den Dreier gemacht.
dann das Remaster vom 1er, als das rauskam. Und sind jetzt rückwirkend, weil die ja im Game Pass drin sind, haben uns mal gedacht, okay, gucken wir uns mal die Post-Epic-Gears-Teile an. Und sind dann aber rückwärts durchgegangen. Also haben mit 5 angefangen und dann 4 und dann 3 und dann Judgment. Und Judgment war ja immer so das Spiel, was ja schon vorher so verschrien war irgendwie als so das komische Spin-Off-Ding, bla bla bla. Und wir sind von 5, was wir überhaupt nicht mochten, zu 4, was uns schon deutlich besser gefallen hat, aber gerade so in der zweiten Hälfte richtig krasse Hänger hat, zu Judgment, wo wir jetzt am meisten Spaß mit haben. Weil es eben so ein komplett anderes Spielgefühl bietet, weil es was anderes sein möchte. Es ist aber immer noch das Problem, dass es mit den Gears-Mechaniken auskommen muss und eigentlich eher so Fick dich, Hund! Na toll, na toll, na toll, na toll. Oh Gott, okay, das Ding. Ja. Sind doch das scheiß Kraut auf Jill einfach. Bitte. Tu mir einen Gefallen. So. Das. Ne, Hunde in den Spielen sind eine Katastrophe, wenn man vor ihnen weglaufen will. Ja, deswegen, da freue ich mich morgen dann Judgment fertig zu machen. Und ich glaube, wir sind schon so 3/4 oder so das Spiel durch. Und es ist wirklich überraschend gute Ideen drin. Und deutlich abwechslungsreicher. Hat keine Hänger, weil es wirklich immer nur so, es besteht aus 48 5 bis 10 Minuten Leveln, die immer so ein Setpiece oder ein Arena-Kampf und sowas irgendwie haben. Vielleicht mal 2-3 Räume hintereinander. Und da verschiedene Sachen ausprobieren. Teilweise sich natürlich auch Sachen wiederholen oder so, aber finde ich wirklich interessant. Aber das ist so der halbe Samstag und ansonsten werde ich halt an den Videos arbeiten. Damit das dann für Sonntag fertig wird und dann ihr alle das am Sonntag eben auch bekommt, das Neue. Und ja, ich will ja auch an den anderen Sachen, an denen ich gerade arbeite, die mal fertig bringen. Ich bin ja gerade dabei, so einen kompletten Batch an Videos für Juni vorzubereiten, dass im Juni dann in den Wochen hintereinander was erscheint. Komm schon. Zeig dir eine scheiß Visage. Jetzt traut er sich nicht, ne? Ja, fuck off! Fickt euch! Gott, ey. Ihr gottverdammten Penisschwirbel. Ihr komischen Eichelkröten. Ihr, keine Ahnung. Oh, ich gehe jetzt hier rein, weil Barry da auch Sachen abgelegt hat. Ich meine auch Granaten. Dadurch, dass ich jetzt den Granatwerfer habe für den Run, hole ich die auch auf. Ja, gut. So, die nochmal mit dabei. Incendiary Grates. Ich glaube, ich muss die tatsächlich ablegen. Combine. Ja, da sind dann 8 drin. Die kann ich aufheben. Komm schon. Jill! Jiru! Nein! Oh! Heb doch das Item auf! Mann. Immer wieder Ärger mit Jill. So. Wo war's? Die Shotgun. Das Ding lege ich ab. Das Ding lege ich ab. Obwohl, nee, ich glaube, ich behalte einen davon gerade mal mit dabei, lieber. Und den Ink Ribbon. Nee, den kann ich später benutzen. Sagte er und wird jetzt gleich wieder von irgendeinem Hunter geköpft, wahrscheinlich. Ich habe Day of the Tentacle gespielt. Fand ich eigentlich ganz gut. Bloß fand ich das ganze Rätsel kombinieren hin und her zu frustrierend. Day of the Tentacle, da hatte auch damals ganz, das war noch eins der ersten Videos von Mark Brown hier, Game Maker's Toolkit, zu Day of the Tentacle, was ich auch sehr empfehlen kann, weil es anhand des Spiels zeigt, was gutes Point-and-Click-Adventure-Puzzle-Design ausmacht. Und das hatte ich eben auch bemerkt, weil ich habe das in der PS4-Version vor 2-3 Jahren nochmal gespielt gehabt. Und die meisten Rätsel hatte ich vergessen. So, ich wusste vielleicht grob nochmal, was drin vorkommt. Aber nicht mehr wirklich. Und trotzdem bin ich, ohne ein Rätsel nachzugucken, durchs Spiel gekommen. Ich glaube, am ganz gegen Ende habe ich noch mal eine Sache oder so kurz nachgesehen. Aber das Spiel gibt einem wirklich gute Hinweise
da drauf auf die Sachen. Ich glaube, das Schlimmste ist einmal das mit dem Autowaschen, weil das irgendwie so ein Ding war, dass das Team dachte, oder zumindest Tim Schäfer, davon ausgegangen ist, dass dieses so beim, ne, irgendwie, dass wenn du dein Auto nicht wäschst oder so, dann gibt's irgendwie Regen oder sonst was, keine Ahnung, irgendwie sowas Komisches. Das war so eine Redewendung und er dachte, das wäre etwas, was alle Leute kennen würden. Aber niemand kannte das und dann war das der Hinweis, für das Rätsel auf dieses Auto oder eben dieses Wash Me draufzuschreiben, damit dann in der Vergangenheit es anfängt zu regnen. So. Na, komm schon. Schnell. Yay, we did it. Und das andere ist im Büro oder so. Oder irgendwo muss man so ein... Ah, yes, Messer. Muss man so halb pixel-perfect versteckt hinter einer Tür, die irgendwie... Man geht in das Zimmer rein, die Tür ist auf und man muss die hinter sich zumachen, um dann da ein Item zu finden. Das sind, glaube ich, so die zwei wirklichen Scheißdinger, die keiner mag. So, warte, ich glaube hier... War hier nicht die Medaille direkt drin, in dem Buch? Papa? Nein. Alter, muss man teilweise echt genau sein, genau. Und das andere Buch kriegt man von Yawn nach dem Bosskampf. Das hier in dem Text steht so drin, was aus dem George Trevor wurde, der Architekt. Das hier sein Grab, ne? Er wurde hier irgendwie reingelassen dann. Und dann findet er das Ding und dann steht da sein Grabstein drauf. Und das war dann so, ja, den haben sie dann hier eingemauert, sozusagen, in sein eigenes Haus und ihm loszuwerden. Diese Spinne hat keinen Bock. Ich hab keinen Bock auf diese Spinne. Ihr spinnt doch. Ja, da ist Cardboard Box. Das ist sehr schön, Jill. Ich hätte aber lieber gern die... Oh, fuck! Oh, holy Macaroli. Okay, da war ich... Oh, natürlich bin ich poisoned. Natürlich. Einmal kurz angespritzt. Du Kack-Scheiß-Esel. Einmal kurz angewichst von der Spinne und schon bin ich poisoned. Schon bin ich vergiftet. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Ja, zum Glück ist hier... Haha, Red Herb. Und dann kann ich nämlich das kombinieren und das einfach so fressen. Hervorragend. Ich hatte damals vor Lisa Trevor so viel Angst. Same. Richtig, richtig cooles Design. Auch wie sie dann nachher so ihrer Mutter dem Grab hinterher springt. Nein! Aber vor allem, jetzt habe ich mich extra umgedreht und dann funktioniert das Messer wieder nicht, ne? Oh, Björn, du bist so ein Held. Du bist so ein fucking Held einfach. Warum bin ich jetzt wieder im roten Bereich? Du bist weg. Oh. Ja, toll. Okay. Das war verschwendet. Da habe ich ein bisschen zu lang gewartet. Die Zombies sind doch hier deutlich aggressiver als in allen anderen Mainline-Teilen. Also jetzt bis auf Zero abgesehen, weil es auch wieder dieselbe Engine benutzt und so alles. Oh Gott, okay, dann kann ich das Ding auch direkt hinterher fressen, ne? Hervorragend. Gut, dass ich noch so viel von der anderen Scheiße übrig habe. Ich hatte gestern irgendwie so einen Moment. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. So, ich glaube, das hängt auch davon ab, aus welcher Ära man kommt. So, ich bin ja 89er Jahrgang. Das heißt, so gerade meine prägenden Jahre waren die späten 90er und die frühen 2000er. Und irgendwie habe ich das immer, dass ich ab und zu in so einen nostalgischen Anime-Opening-Sumpf verfalle, wo ich dann eins nach dem anderen irgendwie bei YouTube mir reinziehe. Oder irgendwie auf, seitdem Spotify auch diese RTL 2 Anime-Hits-Playlisten oder so hat. Und das... Du Esel! Fuck you! Oh, ich krieg das Messer wieder! Und ich war die ganze Zeit manchmal überrascht, weil es gibt so Anime-Openings, die ich legit großartig finde im Deutschen. Also wo ich wirklich sage, das sind
Das ist richtig gute Musik und das sind richtig gute Songs. Also zum Beispiel die ersten drei Digimon Openings. Die sind allesamt 10 von 10. Die ersten drei. Aber es gibt auch so ein paar, die ich dann irgendwie aus der Nostalgie heraus gut finde. Oh, wenn das jetzt nochmal klappt, ne? Oh, du fucking Arschficker, du. Stehst du auf? Ich will dir deinen... Oh, fuck, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Ich will dir deinen Kopf wegblasen. Scheiße! Krieg ich mein Messer wieder? Ich will doch noch mein Messer! Gib mir mein Messer! Fuck. Nee, da ist nichts Interessantes gerade. Ich muss nämlich hier die Dinger aufsammeln. Es gibt, ne, so zum Beispiel, wo ich dann die Melodie ganz gut finde und die Nostalgie dafür habe und das deswegen auch irgendwie wunderbar mitsingen kann. Aber wenn man da so mal drauf guckt von außen und irgendwie so, dass hier so die Openings von Doremi oder so, wo irgendwelche erwachsenen Frauen versuchen, Kinderstimmen zu imitieren, was teilweise recht grotesk klingt, ist irgendwie komisch. Es ist letztens das Kicker-Intro wieder gehört. Doch bevor man nach Haus geht, reicht man sich einander die Hände und hat was gelernt. Das ist so dumm. Oh Gott. Das ist auch irgendwie, wenn ich das so anfange, so, sag mir mal den Text, das geht nicht. Und dann gehe ich im Kopf so die Melodie durch und dann geht mit dem Ende der Melodie auf einmal der Text in meinem Kopf so los. Auch diese Ranma-1/2-Dinger, dieses wieder mal weiß ich nicht, was ich tu. Liebe ist kein Kinderspiel und zwei gehören dazu. Ja, mal sag ich dich beim Rendezvous. was ich wirklich kacke finde, sind teilweise die Detective Conan Openings. Also die sind nicht für, also dieses irgendwie, was war das mit diesem, wo er erst mit seinem Monolog anfängt, das heißt, wenn man sich die Audioversion davon anhört, hat man die ganze Zeit nur die Melodie eine halbe Minute lang und dann kommt irgendwie 200 Mal dieses nur Fragen in meinem Kopf, hat die Antwort versteckt und dann die ganze Zeit irgendwie Fragen in meinem Kopf. Boah, das ist gerade für so eine Sendung hört sich das dann unfassbar dämlich an. Und ich bin gerade unfassbar dämlich gewesen, weil ich die falsche Richtung gegangen bin. Das erste One Piece Opening ist objektiv beste Version im Deutschen. Ja! Ja, ich meine, ich mag auch das Japanische, dieses Englische, dieses We Can oder so. Das Amerikanische finde ich so ironisch. Lustig. Fuck. Ich bin ein Vollidiot. Jetzt weiß ich wieder, wo ich lang muss. Da komme ich nämlich nachher wieder raus. So war das. Oh, stimmt ja. Dragon Ball hat auch, das erste Dragon Ball Opening im Deutschen ist auch, also ist definitiv ein Choice gewesen, das zu nehmen. Ah, fuck, ich hätte an dem einfach vorbeilaufen sollen. Nein! Nein! Nimm das scheiß Ding jetzt, du Hodenmums! Oh, fuck off, ey. Ich hätte einfach an ihm vorbeilaufen sollen und ich wollte so, nein, Björn, mach den sicheren Weg, schieß ihm ins Gesicht und er so, fuck off. Einfach mal so dreimal den Bitchslap gegeben und jetzt habe ich keine Heil-Items für Yawn, was mir wirklich nicht gefällt. So überhaupt nicht. Hätte ich mal bessere Entscheidungen in meinem Leben getroffen, dann wäre das jetzt auch gut ausgegangen. Okay, alles klar. Gott, okay, alles klar. Ja, use Mansion Key. Das von dir angestimmte Cone Opening gehört sogar noch zu den besseren. Hey, Simon, na, wie geht's? Ich müsste mal die japanischen mir anhören, tatsächlich, weil ich die gar nicht im Kopf habe. Aber ja. Was war das?
Das Dr. Das Dr. Slump Intro war im Deutschen auch super. Beide Versionen waren hervorragend. Dieses jetzt müsste ich noch im ersten, wo es um den Riesenkopf geht. Fuck off, Jorn. Fick dich einfach, wie wär's damit? Hm? Du verkackte Drecksriesenschlange. Fuck off. Hier, Granate ins Gesicht, das hast du verdient. Da, weg mit dir, da! Da, da! Fuck off! Oh. Ich finde das auch so geil, dass man den Boss schlagen muss, um das Buch zu bekommen, weil man den Boss besiegt und dann die Schlange gegen das Bücherregal haut und deswegen das richtige Buch rausfällt. Oh. Videogames, man. Fuck. Scheiße. Okay. Wir machen das jetzt. Nein, wir machen das jetzt anders. Ich schieße das Ding kaputt. Und dann kann ich nämlich nachladen. Und dann kann ich es aufheben. Oh, ich treffe hier. Das sind die Entscheidungen, zu denen ein Resident Evil zwingt die ganze Zeit. So, okay. Examine. Yeah, what do the words mean? I don't know. Ich brauche aber tatsächlich noch ein Item, brauche ich auch noch. So. Ba, 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 da, da, da. Jetzt habe ich aber trotzdem irgendwie einen Ohrwurm davon. Das ist das Schlimme. Wie war nochmal das Dr. Slump-Ding? Dieses mit dem Mondgesicht. Du, ja, du hast dein großes Mondgesicht. 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 Ah. Fußballspieler verneigen sich. Weil du irgendwie jeden Kopf bald kriegst. Ja, das ist so. Das sind so deutsche Anime-Opening-Texte. Das ist hervorragend. Aber meine Fresse, die Digimon-Dinger, ne? Also die hauen, also sowohl musikalisch als auch textlich so rein. Das ist hervorragend. Was ich auch gut finde, was so ein eher so einen melancholischen Ansatz hat, ist das von Monster Rancher. Das war auch dieses Sag mir, was... Ich kann übrigens nicht singen, ne? Also falls ihr das noch nicht gemerkt habt. Sag mir, was ist geschehen? Was ist bloß los mit unserer Welt? Wann werden wir es sehen? Es geht um uns und das ist, was zählt. Weiter geht. Oh, wir warten nur auf den Augenblick. Wir sind bereit. Es gibt kein Zurück. Wir werden frei sein. Wir werden frei wie der Wind. Das war auch ein ziemlich cooles Ding. Und das, wo ich den Text überhaupt nicht kenne, das war so Blümchen-Level geil, ist das deutsche Opening von Inuyasha. Das ist ja mal... Leute, das deutsche Opening von Inuyasha. Also, uff. Ich glaub, da hatte sich damals jeder drin verliebt in dieses Opening. Das Ending war auch mega davon. Fucking Inuyasha, ey. Ja, Mond. Wie war nochmal das zweite Dr. Slump? Das zweite Dr. Slump Intro. Wow, my dude. Wow, fuck you. Da bin ich etwas zu früh abgebogen. Aber das hat noch funktioniert. Ich brauche einen freien Item-Slot. Ich hätte eigentlich eben gerade runtergehen sollen. Aber da warten auch die beiden Kröten auf mich. Oh Gott, wie mache ich denn das denn jetzt? Ich brauche jetzt auf jeden Fall einen Itemplatz noch frei. Oh Gott. Hätte ich das doch mal richtig durchgeplant, dann hätte ich jetzt keine Fragen in meinem Kopf. Okay, wir gucken einfach mal, was passiert. Eigentlich sollte ich den Mansion Key jetzt auch ablegen können? War das nicht der... Ach nee, hinten ist noch der andere Raum, in den ich später noch reingehen muss. Okay, aber das sollte ich auch erst da machen. Okay, warte, hier war glaube ich ein Ink-Ribbon, das brauche ich jetzt gerade. Nein, danke. Das brauche ich nicht. Dich kann ich gerade nehmen. Im nächsten Raum ist glaube ich ein Zombie.
Den sollte ich hiermit wegblasen. Jetzt kommen wir gerade in das Territorium, wo ich jetzt nicht mehr so hundertprozentig die Route im Kopf habe. Danke, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Das war der Wunsch. Weg mit dir. Und daneben. Okay, wir lassen es jetzt mal dabei. Keine weiteren guten Ideen für Björn. Es gibt genau ein gutes Amni-Opening. Darin kommen die Worte, denn sie sind ja 11 Freunde vor. Ja, das Kickers-Intro ist schon cool. Vor man nach Haus geht, reicht man sich einander die Hände. Das ist so dieser Anime-Kinderlevel, den ich dabei liebe. So, reicht man sich einander die Hände und hat was gelernt? Also das ist schon hervorragend. Genau, um das zu kriegen, brauche ich hinten raus die, nee, an sich habe ich eigentlich alles, um in die Höhle zu gehen. Ich brauche das letzte, was mir jetzt noch fehlt, ist der Kristall, der Edelstein. Aber den brauche ich ja nicht, um ins, den brauche ich ja nur, um bei Lisa unten reinzukommen. Aber ich brauche ja, um bei Lisa reinzukommen, muss ich ja eh durch den Tunnel jetzt durchgehen und dafür brauche ich nur die Batterie. Dann machen wir das jetzt nämlich gerade mal und dann kann ich auf dem Weg dorthin auch nochmal die Items ablegen gehen. So. Nee, oh, ich bin blöd. Warum tue ich mir das denn an? Oh mein Gott. Es geht doch viel einfacher. Black Devil Zero. Guten Tag. Ja, Digimon hatten wir eben schon. Das, ich weiß gar nicht mehr, wie der Name vom zweiten Digimon-Intro heißt. Also ich meine, vom Dreier ist es, ich weiß nicht, ob das einfach, Träumer, großer Träumer oder so. Oder so. Ich bin nur ein großer Träumer und ich weiß, es kommt der Tag. Irgendwann werden dann meine Träume wahr. Und das erste ist ja, lebt dein Traum. Was auch immer noch am meisten reinhaut. Und das vom zweiten, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Oh Gott, wie ist das noch? Oh, fuck, wie fängt das scheiß Ding nochmal an? Ich hab keine Angst, ich bin für euch da. Ich werde helfen, so gut ich kann. Ich werde bei euch sein. Wie weit muss ich gehen? Wie viele Kämpfe überstehen? Wollt ihr mich erreichen? Dann gebt mir ein Zeichen. Ich hab den Dreher vergessen. Ah. Aber ich kann den hinten in der Residency holen, glaube ich. Wenn der Hund mich nicht hier gleich frisst. Ich werde da sein. Heißt der Song auch einfach so? Also ich werde da sein, wenn ihr mich braucht. Reib ich den von allem auf. Es wird weit sein, wir werden sehen, ob wir die Kraft haben zu bestehen. Egal, was man will. So. Das ist so auf dreifache Geschwindigkeit hochgespult. Aber hands down, besser als das, was MTV getan hat. Mit Mitte 2000er wird es eh nie mehr sein. Ich sag nur, Dex Rider mit People für Escaflowne. Oh, das fucking Escaflowne. Aber ich stimme dir da wirklich zu, was MTV nämlich noch gemacht hat, weil die haben sich irgendeine, ich glaube, Computer Jockey hieß die Band. Und die haben die beiden Openings für die deutsche Version von Golden Boy und von Lupin gemacht. Ich weiß nicht mehr, welches Lupin das war, weil das, ich glaube, das ist Part 3 oder so. Was auf MTV lief, das haben sie dafür gemacht, was auch so ein richtig chilliges, so dieses Lupin, 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 ping, 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 ping. Das war richtig chillig. Und das Golden Boy Intro, das war, weil wenn du, guckt euch mal das Original Golden Boy Intro an, im Japanischen, was so so generic fucking happy Anime OP könnte irgendwas sein. Und das Visuelle ist aber richtig cool gemacht. Das wirkt wie so ein Film-Opening, wo man so richtig elegante Shots hat von seiner Garage, von dem Fahrrad, wie er dann so losmacht, sich dann da draufsetzt und dann geht so langsam die Garagentür auf, er setzt seine Sonnenbrille auf. So richtig locker, elegant.
Und die Musik, die sie dafür gemacht haben, von Computer Jockey, für das, das Golden Boy Intro, das ist so Bombe. Holy fuck einfach. Also, das ist das. Das finde ich, oh Gott, dieses Golden Boy. Oh, das ist so, so gut. I love it. Fuck. Ich speichere jetzt einfach gerade noch mal ab. Brauche ich noch irgendwas? Den Helmet-Key brauche ich gerade auch nicht, um da reinzugehen. Lassen wir es mal so dabei. Ich nehme jetzt noch mal den Granatwerfer notfalls mit für die Hunter. Die Spinne werde ich nicht bekämpfen, weil bei der Spinne kann man auch einen, weil bei der Spinne kann man nämlich auch ein Messer finden und dann kann man damit die Tür auch aufmessern. So, aber jetzt sollten wir danach wieder on track sein. Dann sollte es jetzt auch schneller gehen, hoffentlich. Das war jetzt ein kleiner, aber ich hatte vollkommen vergessen, die Kurbel wieder mitzunehmen. Aber gut, dann müssen wir wenn wir von Lisa zurückkommen, nur nochmal in den einen Raum reingehen, um das rote, weil ich lasse das jetzt mit dem MO-Disc einfach. Chris kann verrecken, der explodiert mit der Mansion von mir aus, keine Ahnung. Kann seinen Bizeps direkt noch mit drauf gehen. Hier Lupin und Golden Boy, irre, liebe das so krass. Ja, das ist wirklich, also geht da gerne mal drauf, außer Benny hat jetzt irgendwelche geheimen Affiliate-Links oder so gepostet. Für seine, keine Ahnung, Underground Proteinpaste. Ja. Habe ich noch irgendwo irgendwelche, ich bin auch, oh, das Sailor Moon OP, ja. Das war diese Phase, da, wo irgendwie wir die Leute gesagt haben, ey, wisst ihr, was wir machen? Techno. Wir machen jetzt einfach unsere Anime-Intros, machen wir fucking Techno rein. Das ist das Sailor Moon und das Mega Man deutsche Anime-Intro. Da sind die deutschen Versionen sind objektiv die besten. Also das ist no contest. Das kommt nicht mal, also nicht mal im Ansatz dran. Ja, dieses englische Sailor Moon Intro, dieses Moonlight. Gott, ey. Und dann bei uns geht's einfach so. Das ist so Hype. So nachdem die ersten paar Zeilen gesagt wurden mit halt den Mondstein fest und spür die Kraft. Du kannst es tun. Auch Sailor Moon. Ja, das könntest du in jedem Club spielen. Würden die Leute drauf abgehen. Das ist. Und Mega Man ja genauso, wo es total stupide, nur Mega Man Fighting Robot die ganze Zeit wiederholt. Das ist Mega Man Fighting Robot, Mega Man Fighting, so nichts anderes. Und es ist das beste Intro aller Zeiten. Und ich habe vergessen, mit dem Scheißding nach oben zu fahren. Oh, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich hatte es irgendwie noch im Kopf, dass man den auch rufen kann. Oh, und jetzt werde ich von den Hunden gefressen. Du blöde Wichsnase. Oh, nee, komm, das. Ich lade mal kurz den Spielstand von eben neu. Das bringt nichts. Das ist komplette Zeitverschwendung jetzt. So. Vor allem, wo ich gerade eben noch meinte, jetzt wird's richtig. Jetzt kommt der Perfect Playthrough von mir hier. Ja, wir kriegen das noch hin. Wir kriegen das noch hin mit dem Speedrun vielleicht. Keine Ahnung. Oh, hätte ich nicht so viel zu tun gehabt die Woche, dann hätte ich es tatsächlich nochmal geübt. Aber ich meine, das wird ja jetzt von der Zeit abgezogen. Sollten wir noch hinkriegen. Wird spannend. Oh mein Gott, nie wieder Sailor Moon. Doch, immer Sailor Moon. Immer weiter. Ich hatte sogar als Kind die Sailor Moon CD mit der Musik von der Serie. Ich wollte sie eigentlich nur haben wegen des Intros. Aber ja. Ich war damals auch als Junge schon sehr progressiv in meinem Verhalten. Also, ja. Diese Serie richtet sich an Mädchen, ist mir egal. Oh, hervorragend. Ich bin gerade noch am Überlegen, was gab's denn?
Was hatten wir noch im Deutschen? Also die Ranma-Halbdinger waren auf jeden Fall sehr gut. Ich finde von Doremi die Musik sehr, sehr nice, aber das ist trotzdem auch so ein bisschen der Gesang im Deutschen ist das Cringige daran. Also das ist im Japanischen deutlich besser. Aber so wie das anfängt, dieses Oh, fuck, die Treppe. Oh, fuck, fuck! Oh, du fucking Fuckhund. Oh. Das ist der neue Spitzname. Schade, dass Shaman King keine zweite Staffel bekommen hat. Da kenne ich, da habe ich nie den Anime gesehen. Also ich kenne auch da kein deutsches Intro zu. Das war, ich glaube, als da der Anime rauskam, das müsste so zur selben Zeit wie Naruto, glaube ich, gewesen sein. So Naruto war für mich der Schlussstrich von deutsche Anime sehen. So, ich glaube, das war, weil ich hatte da auch die Banzai-Sachen damals zugesehen, gelesen vorher. Und als dann die deutsche Synchro rauskam, das war für mich der Punkt. Nee, ich höre jetzt auf. Das war's. Und dann habe ich auch, glaube ich, gefühlt für 15 Jahre kein Anime mehr gesehen. Bis auf ein paar Ausnahmen. Zumindest keine Serien mehr. Ich glaube, das Einzige, was ich dann noch so zwischendurch geguckt habe, war Eva oder Gurren Lagann und so ein Kram. Aber ich habe früher wirklich in meiner Kindheit, also in der Jugend sozusagen fast, super viel Anime gesehen, also von den deutschen Sachen. Und bin dann da komplett rausgefallen und erst so vor 4 Jahren circa wieder reingekommen in das Ganze. Aber ja, Naruto, das war Sasuke! Sakura! Boah! Mich treiben ja schon die Aussprache von Persona 5 im Englischen, treibt mich ja schon auf zu Weißglut. Wie da Charaktere. Weil die immer so gefühlt auf die zweite Silbe die Betonung legen. Was im Japanischen überhaupt nicht der Fall ist. Da spricht man die Sachen einfach ganz normal aus. Und dann Kawashima. Irgendwie so die ganze Zeit. Und ich bin so, oh. It's not that hard. Sollte man irgendwie hinkriegen. Itachi, der sein Dorf entführt hat. Ich liebe Naruto. Ich müsste mal rein. Ich hatte jetzt gerade irgendwie von Super Castle Beast. Oder Super Beast Car? Der. Fuck. Wo geht's lang? Hier. Den Podcast von Wooly und Pat, ehemalige Super Best Friends. Weil Wooly jetzt irgendwie komplett Naruto aufgeholt hat. Und ich hab schon früher immer gehört, dass das Ende von der Serie sehr fragwürdig ist. Oh nein, wer hat Enrico abgeschossen? Immerhin hat er später noch seinen großen Auftritt in Zero, wo er an einer Szene an Rebecca zu sehen ist und dann nie wieder. Und dann weiß man so, wenn man das Original gespielt hat, hey, you're gonna die. Hey, Kai und ganz viele Zahlen. Guten Abend. Schön, dich auch hier mit dabei zu haben in dieser illustren Runde an Leuten, die mir dabei zusehen, wie ich garantiert nicht bei diesem Spiel verkacke. Was ist das? Das ist, glaube ich, einfach nur Munition, oder? Die ich nicht brauche. Weg damit, fuibar. Bah. Jetzt noch mit Pistolenmunition. Resident Evil. Ernsthaft? Das ist Mikami, der mich beleidigen möchte. Das weiß ich. Der sitzt da gerade zu Hause, postet wieder irgendwelche Essensbilder, wie gefühlt alle japanischen Entwickler, denen ich folge. Das Einzige, was ich irgendwie immer von Mikami und Yoko Taro auch sehe, sind irgendwie Bilder vom Essen, die sie posten. Keine Ahnung. Ich glaube, so Swery ist mit der Einzige, der wirklich versucht, mit Leuten zu interagieren. Auch im Englischen. Ziemlich lustig ist der Account von Hideki Naganuma, das ist der Komponist von Jet Set Radio unter anderem. Und der ist auch englischen Twitter sehr aktiv. Und hatte irgendwie letztens noch so, wo irgendwie ein Quote-Tweet auch gemacht hier. Das ist doch, also hier soll man, ist doch kein Problem, dass das Leute horny sind. Irgendwie horny on main oder so. sonst würden wir ja auch aussterben. It's good that people are horny. Und der ist irgendwie auf so ein komisches Family Guy-Meme drauf eingegangen und hatte dann auch, ey, das ist,
Das ist irgendwie wie so lustig, wo man auch mit so teilweise sieht, okay, der weiß jetzt nicht zu 100%, was abgeht, aber er macht einfach mit. So, er lässt sich von den Leuten mittreiben und ist so, ja, alles klar, ich bin bei eurem Schwachsinn mit dabei. So, jetzt hier, Crank Nummer 1. Weil natürlich die andere Crank kann man nicht benutzen, weil die hat ja 5 Zacken und nicht 4 oder 3 oder whatever. Also, oh nein. Und gleich kommen wir auch zu der Szene, die Chris in seinem Spielgang so traumatisiert. Nein, da war ja noch ein Heil-Item! Ja, kann ich auf dem Rückweg holen. Hier ist bei Chris kann in seinem Playthrough da auch einen, da ist der Boulder des Todes. Kann in seinem Playthrough da auch einen, wait. Da hab ich gerade irgendwie... Okay. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, ich bin nicht nah dran genug. Das war's. Ich war so, hey, der muss doch jetzt... weil Chris kann da noch einen Flammenwerfer finden, den er auch benutzen kann, um gegen die... Yeah, wait, one second. Gegen die Spinne einzusetzen. Und dann muss er den danach aber auch wieder ablegen, um dann damit weiterzugehen. Ich glaube, das ist jetzt der Bossraum von der Spinne. Kann den Flammenwerfer da aufnehmen, gegen die Spinne kämpfen und muss ihn danach wieder ablegen. So, hier hast du kurz ein Spielzeug für einen Bosskampf. Aber das war's jetzt auch, bitte. Ich finde auch cool, dass einem die Kamera auch direkt zeigt, hey, da ist das Messer. Und ich weiß noch, dass ich bei den ersten Durchgängen immer gedacht habe, so, warum... Ja, toll, danke Spiel, jetzt ist hier ein Messer. Geil. Das hilft mir. Und dann habe ich irgendwann gelernt, oh, ich kann auch einfach die Tür hier aufmessern. Hier, komm schon. Fuck you! Oh Gott. Nein! Oh, scheiße, jetzt zielt die natürlich auf den Gegner drauf. Das wollte ich ja überhaupt nicht. Ah, jetzt aber. Okay, alles klar. Immer noch besser. Warum bin ich jetzt noch... Oh, fuck. Wahrscheinlich, weil ich noch Poison habe, oder? Dass wir... sollte aber hier... Ja, genau, okay. Da ist das Spiel wenigstens so fair und sagt, okay, du hast hier gerade den Poison-Gegner gemacht, dann ist da auch direkt dahinter das Ding drin. Aber ja, das war so eine Taktik, die ich, bis das HD-Remaster rauskam, gar nicht gewusst habe, dass das überhaupt existiert. Und seitdem ist das, also bei den Chris-Durchgängen benutze ich natürlich immer den Flammenwerfer. Ist, glaube ich, nicht mal schneller, als wenn man die Taktik richtig hinbekommt. So Speedrunner können das auch wesentlich besser ein Setup machen, dass man dann genügend Zeit hat, das Ding komplett wegzumessern. Man ist auch übrigens mit dem Messer schneller unterwegs als mit anderen Items. So, genau. Jetzt das hier. Aber jetzt muss man den noch 2 weitere Male einsetzen. Weil man links nämlich lang muss. Und sobald man dann losgeht, rollt der Boulder auf einen zu. Und es gab irgendwann dieses Video, was halt dieses Meme gestartet hat, von Chris, weil er ja in Resident Evil 5 so einen Boulder wegdrücken muss am Ende auf dem Vulkan, um Shiva zu retten. Und dann hat jemand so ein Video gemacht, so wie Chris gegen diesen Boulder, so, oh nein, da muss ich jetzt noch vor ihm fliehen, aber jetzt in Resident Evil 5 endlich meine Rache antreten und den Boulder kaputt, also er schlägt ihn ja nicht kaputt, aber er schlägt ihn, er drückt ihn am Ende nicht weg, er schlägt ihn so lange, bis er ihn genügend geschwächt hat, um ihn dann wegzudrücken. So, hier ist auch ein sehr einfaches Rätsel. Also ich glaube, selbst wenn man es noch nie gemacht hat, kriegt man das relativ früh raus. Also man sollte zumindest sehen, okay, da ist irgendwie was im... Da ist irgendwie Böses im Busch. Böses im Busch! So. Okay, machen wir noch einmal. Ich glaube, das ist einmal zu viel, als man es tatsächlich machen muss. Aber... Nee. So. Kann man das nicht auch irgendwie... Ich meine, man kann das Ding sogar wegschieben. Oder wieder zurück. Danke sehr. Das ist das, was ich wollte. Genau, man muss das Ding jetzt hier
zweimal draufschieben, damit sie es dann wegdreht. Also jetzt nochmal. Es ist so ein bisschen frickelig natürlich, aber das ist by Design gewollt, dass man das dann so ein bisschen umständlich machen muss. Finde ich auch ganz okay. Hat dadurch was ganz Eigenes, so ein Puzzle. Das ist nicht wirklich schwer, es nimmt nicht viel Zeit weg, aber gewinnt so seltsam, vielleicht verteidige ich auch gerade schlechtes Design, aber gewinnt dadurch so was komplett Eigenes da dran. Und ist so Resident Evil, wirklich. Und das, es sollte mich nerven, wenn das passiert, aber ich finde es ehrlich gesagt ziemlich cool. bei Hideki Kamiya ist direkt blockt. Aber das war heute, ich habe das auch gescreent, weil ich habe immer Angst, ich will Kamiya auch nicht quote-treaten und was darüber schreiben, weil er das dann auch sieht und nachher bin ich geblockt. Und ich will auch teilweise Sachen nicht retweeten, weil ich dann Angst habe, dass dann Leute, die mir folgen, darunter antworten, mich nicht aus der Antwortkette rausnehmen und dann auch Kamiya mich direkt mitblockt. Deswegen habe ich einen Screenshot davon gemacht und das gepostet, aber das war auch so, wo jemand unten drunter geschrieben haben, dann so, na, wie fühlt sich's an, dass man als Entwickler eher dafür bekannt ist, Leute zu blocken, als Spiele zu machen? Und dann meinte er, und dann hat er direkt drunter geschrieben, na, wie fühlt sich's an, niemals bekannt zu werden? Und das ist so, du siehst keinen Entwickler auf dieser Welt, der so mit den Arschlöchern auf Twitter umgeht. Oh, ich liebe Kamiya dafür. Vor allem, weil er, wenn man, also auch von allen Leuten, die ihn getroffen haben, und auch vom, ich hatte ja auch ein Interview mit ihm, ist der Typ ist so chillig und nett in Einzelgesprächen und fast eher schon so typisch japanisch zurückhaltend, dass es so richtig geil ist, wenn er da auf Twitter diese andere Seite von sich rauslassen kann. Du solltest das Teil in die Lava boxen und nicht weglaufen. Ja, genau. Exakt das. Oh, fuck. Kann ich jetzt... Ich würde nämlich gerne die das blaue Kraut aufbrauchen. Oh nein, die Spinne. Oh, fuck, der Boss. Oh, nein. Komm zurück. Ich bekämpfe. Fuck off. So, lass mich in Ruhe. Hier lang. Und das war die falsche Richtung. Da habe ich mich gerade tatsächlich... Ah, hier lang. Da habe ich mich gerade tatsächlich selbst verlaufen. In den Höhlen. Was durch die Kamerawinkel, glaube ich, manchmal auch gewollt ist, dass das labyrinthiger... Labyrinthiger? Labyrinthiger. Ne, labyrinthiger ist doch ein Wort, oder? Ja, ich kann es auch einfach so einsetzen. Sehr gut, dann nehme ich das mit. Komm, mein Kraut. Komm. Nimm es. Nimm mich. Du geiles Kraut. So, das Messer kann ich dann auch endlich wieder ablegen, weil ich es nicht mehr brauche. Nehme ich jetzt hier bei den ganzen Sachen. Ich glaube, ich speichere sicherheitshalber auch nochmal kurz ab. Brauche ich die Crank nochmal? Ich glaube nicht. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher. Ich bin mir tatsächlich gerade nicht wirklich sicher. Deswegen lasse ich es mal kurz drin. Sollte auch keine Probleme machen jetzt mit den Items, die ich habe. Weil das Ding, die beiden Kräuter werden kombiniert. Und dann kurz abspeichern. Und dann sind wir mit dem... mit der Höhle das Schlimmste auch schon durch, meine ich. Weil ich glaube, es gibt jetzt noch das eine. Ich muss jetzt noch einmal an den Huntern vorbeilaufen. Wo es nochmal kurz ein Problem kriegen kann. Aber das Einzige, was danach noch kommt, ist Lisa selber, die rumläuft. Aber solange man sich nicht dumm anstellt, und ich will jetzt nicht behaupten, dass ich mich vielleicht nicht dumm anstellen werde, aber sie ist jetzt nicht wirklich die größte Gefahr, weil sie in so einem kreisrunden Gang ist und man kann dann notfalls, sobald man sie sieht, ist die beste Taktik, jetzt nicht die schnellste, aber die beste, umzudrehen und die andere Seite entlang zu laufen und sie notfalls so hin und her zu führen, dass man problemlos irgendwie da reingehen kann. So, genau. Ich warte einfach 2 Sekunden. Lass mich von den... Oh, wollte mich... Passiert das jetzt nochmal? So, der gleiche Scheiß. Ja! Ja! Ja, 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 ja. Deswegen habe ich gespeichert. Es ist schon wieder passiert. Oh. Gott. Mich würde es auch nicht wundern, weil ich habe auch letztens erst gelernt, dass das Gegnerverhalten in der Remaster-Version anders ist als im Ursprungs-Resident Evil. Also mich würde es nicht wundern, wenn die auf der GameCube-Version nicht ganz so arschig sind, tatsächlich.
Ich glaube, ich bin noch in keinem Run zweimal an diesen Biestern gestorben. Ich meine, das war auch gerade mein Fehler, dass ich nicht rechtzeitig reagiert habe, um die Kurve zu gehen. Und da gegen die Wand gelaufen bin, sodass sie mich direkt besuchen konnten mit ihren paar Schlägen. Und mich erstmal hitzt dann. Die Bastarde! Habt ihr das gesehen, was sie mit mir gemacht haben? Da! So, genau, weil ich muss jetzt das zu der Maschine hinten gehen, das Ding kombinieren, das da einsetzen. Der Code müsste, glaube ich... Oh, jetzt habe ich über den Code nachgedacht. Oh, fuck. Trotzdem geschafft. Haha, ihr Pisser. Bis auf nimmer wieder. Ihr fickenden Anuskröten. Geht doch weg, ey. Genau, das Ding jetzt rausnehmen, das kombinieren und... Oh, wenn hier mal jemals im Stream so eine christliche Mutter irgendwie dazukommt und mich dann irgendwie immer fluchen hört die ganze Zeit. Das ist so... Obwohl ich es fast noch lieber habe, wenn ich irgendwelche komischen neuen Wortschöpfungen kreiere aus dem Frust heraus. Das sind immer die besten. Eigentlich muss man das Ding jetzt drehen, damit man die Zahlenreihenfolge erkennt. Aber weil ich ja so ein fucking Genie bin, weiß ich das natürlich schon. Hoffentlich. Ich glaube es. Ich glaube, das war jetzt 3 und dann 1. Hahaha! I'm a genius! Fuck, wait. Ich hasse diese... Ja, da... Ja, hier bin ich direkt... Oh, die Petition unterschreibe ich sofort. Also, boah. Jetzt kommt noch so Barry auch noch so... Ja, Jill, lass mich mit dir nach unten fahren, damit ich gleich alleine wieder hochfahren kann und dich unten lasse mit Lisa Trevor als Monster. Bin ich nicht dein bester Freund? Aber dafür hilft uns Barry nachher. Guck mal, wie angespannt er schon ist und tense und er weiß, dass er gleich seine beste Freundin, seine beste Arbeitskollegin im Stich lässt. Barry ist cool. Ich mag sein Design in Revelations 2 immer noch nicht. Aber es ist Barry. Und deswegen mag ich es trotzdem. So, ist sie jetzt... Ja, sie ist hier. Okay, und jetzt wieder umdrehen. In die andere Richtung. Und ich glaube, hier hoch. Und dann hier... Genau, das müsste der. Weil wir müssen jetzt einmal eine Kiste aktiv... Also so eine Kiste schieben. Wieder Kistenrätsel. Oh. Was ich auch ein paar Durchgänge nicht gewusst habe, ist... Das zeige ich gleich. Muss man zwar nicht machen, aber man kann die Boxen... Die Kisten, die hinter mir sind, da kann man hochklettern. Da sind Items oben. Items. Richtige Items. Aus... Pixeln. Keine Ahnung, ich wollte gerade irgendwie aus Fleisch und Blut sagen, aber wahrscheinlich ist da oben einfach nur Munition. Ich meine, kannst du auch fleischige Munition haben, I guess. Weiß ich nicht. Gibt's ja ein paar Spiele, die irgendwie so komische Lebewesen abschießen. So Oddworld, dieses Stranger's Wrath, das ist fleischige Munition. I guess. Ich find's auch gut, wie der Eimer hier rechts steht, so um... Ah, diese nasse Tropfsteinhöhle. Besser mal den Eimer hinstellen, damit der Boden nicht nass wird. Genau, hier kann man drauf so. What the fuck? Voll geil! Batterie! Ich meine, die anderen Sachen brauche ich nicht, weil ich keine Magnum habe und fick die Pistolenmunition. Aber, dass es überhaupt da ist und man muss wissen, hier auf den ersten draufklettern zu können, weil ansonsten, selbst in der HD-Version mit dem erweiterten Blickfeld, das nicht zu sehen ist. Und ich hoffe, dass jetzt irgendjemand von euch da gerade saß und so... Nani? Was? What? Ich liebe das, wenn man so in Spielen, die man eigentlich kennt... Komm jetzt mal ein bisschen mehr. Ich will dich nicht auf dem Rückweg nochmal besuchen müssen. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Du kleiner Knibbelgolem. Jetzt kommt sie wahrscheinlich zu nah an mich dran. Oh, 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 gute Idee, Björn. Beste Idee, Björn. Hervorragende Idee. Und tschüss. Hehehehe. Lumpenkeule da. Weg mit dir. So, und jetzt sehen wir Barry, wie er uns verrät. Ich kann es nicht glauben. Ich fühle mich so betrogen. Barry! Ist wahrscheinlich aus Versehen gegen den Schalter gefurzt oder so und deswegen ist er hochgefahren. Ich weiß nicht, wie es wieder runtergeht. Ich kann doch nicht mit Technik. Barry drückt den Knopf. Kann ich da mal auch mit meiner Waffe gegenschießen? Andere Aktionen kenne ich nicht.
Genau, hier ist noch notfalls eine Kiste. Aber ich finde das jetzt auch so geil unnötig, dieses... So, man packt die Kiste da dahin, auf diesen... auf dieses Gitter. Lässt das dann durch so eine Gondelfahrt bis hierhin transferieren. Und damit man an den Inhalt der Kiste kommt, weil da ist auch nur der Flammenwerfer drin, den man in eine Halterung gleich legen muss, um die Tür aufzumachen. Und damit man die Kiste dann öffnen kann, muss man die jetzt noch in so eine Müllpresse reinschieben und die anmachen. Das ist so übertrieben, das liebe ich. Uff. Und jetzt fick die Kiste. Mir ist bis zu der HD-Version auch nicht aufgefallen, weil da war, keine Ahnung, auf einem CRT habe ich das früher nicht bemerkt, dass dieses Spiel unnötigerweise Jiggle Physics hat. So. Ja. Oh. Wop, wop. Wop, wop. So, einfach gehen einmal so kurz hoch und runter. So, warum? Why? Was hat das dem Spiel hinzugefügt? Da war irgend so ein artistischer Savant meinte da, keine Ahnung. Ja, da muss aber ins Spiel. Wenn Dead or Alive das kann, dann können wir das auch. Das muss wackeln. Jiggle Physics sind noch nie unnötig. Also die schon, weil das ist wie so zwei... Das ist ja... Das sieht aus als keine Ahnung, als wären es einfach so zwei... Keine Ahnung, zwei Äpfel, die hoch und runter gehen einmal. So nicht wackeln richtig, sondern hoch und runter fahren. Irgendwie. Also es sieht so dumm aus, finde ich. Come back anytime. Zella, vielen Dank für den Follow. Ich muss da irgendwann mal neue Animationen mir raussuchen. So, den brauche ich. Ich glaube, dich brauche ich nicht mehr. Ich pack dich jetzt mal weg. Ich meine, dich brauche ich nicht mehr. Seht zu, wie ich es nachher brauche. Das ist, Bane of my existence. So, genau. Und damit ist jetzt der dritte, beziehungsweise dreieinhalbste, weil an sich hat man ja die Mansion, also den Manor, dann geht man in die Residence, dann kehrt man in die Manor zurück, das ist ja so dann der, deswegen meine ich, das ist so der halbe Schritt. Komm schon, du Nudel, folg mich! So, hier dran. Some kind of lever. Auch nochmal, dass diese Verfolgungsjagd mit Lisa noch so ein bisschen ausgereizt wird. Das ist überhaupt nicht anspruchsvoll oder so, aber es soll ja nur so ein bisschen tense sein, sie als Gegner so da drin zu haben. Und gerade wenn man beim ersten Durchgang nicht wirklich weiß, was einen hier erwartet, fand ich das so super unnerving die ganze Zeit. Und das ist jetzt auch schon... Das zeigt so dieses Schicksal von ihr, dass sie ja als einzige in ihrer Familie überlebt hat, ne? Ihre Mutter hat das Grab ja noch irgendwo hier, ne? Und da sind die ganzen Dinger gebaut. Das ist auch so eine Sache. Diese beiden Statuen hier unten. Ist das die Referenz, die Evil Within macht? Mit den Statuen, die man kaputt machen kann für die Schlüssel? Ist das eine Resident Evil Referenz? Ist es das? Oh, dieses Art Design davon. Oh, wie das Licht da drin und dann... Alles an diesen... Oh. Ich wünschte, wir würden mit heutigen Möglichkeiten von Production... Wait, warte, habe ich das Item eigentlich hier geholt? War da nicht auf dem... Ist hier nicht... Ach nee, das ist auf dem in dem anderen Zimmer, ist auf ihrem Bett was. Ich weiß noch nicht, ob hier noch was irgendwie war. Mit heutigen Möglichkeiten Production wäre. Stellt euch mal vor, das ist ein Spiel von 2002. Von 2000 fucking 2 sieht das aus. Es gibt bis heute also kein Spiel von der Ära, was sich so visuell so gut gehalten hat und immer noch aussieht, als ob es irgendwie aus dem letzten Jahr sein könnte. Ach, da ist die Box. Und jetzt stellt euch mal vor, dass man das nicht mit den 2002er Möglichkeiten macht von Capcom, sondern mit den 2020er Möglichkeiten von Capcom. So wirklich die Leute detailliert bis ins... So ein bisschen das letzte kleinste Detail auf alles kann perfekt geachtet werden. Jeder Moment, jeder Millimeter auf dem
auf dem Feld akribisch im Voraus bestimmt und abgestimmt werden. Oh mein Gott. Ich will doch nichts anderes haben. Ja, die Kiste kann man einfach nur so aufmachen. Oh, mein Cockring! Ja, für mich musste... Es musste ein spezieller Cockring angepasst werden. Ein sechseckiger. Top 10 Anime Betrayals. Oh boy. Da, und das führt dann auch in ihre Kammer hier rein. Was ich sehr cool finde. So. Das brauche ich. Das brauche ich nicht. So, wir gucken jetzt mal. Was brauche ich auf jeden Fall? Das. Die brauche ich nach dem Lisa-Kampf erst. Und ich meine, da ist unten, sollte noch eine Kiste vor ihrem Boss sein. Und was ich brauche, ist der Helmet Key. Das müsste der hoffentlich sein, genau. Mehr sollte ich eigentlich jetzt gerade... Oh, das kann ich nicht, kann ich wegpacken. Mehr sollte ich gerade nicht brauchen, meine ich. Das müsste alles reichen, weil die beiden brauche ich erst für Nachließe. Und dann speichere ich gerade noch einmal ab. Und dann... Weil ich brauche das freie Feld nämlich auch gleich, um das Medaillon aufzuheben. Genau, dann muss ich jetzt nur noch in den Raum rein und den roten Edelstein holen. Den gelben kann ich weglassen, weil Chris kann versauern. Der hat letzte Woche nicht auf meine E-Mail geantwortet, als ich ihn gefragt habe, ob er abends Tacos gehen möchte in Raccoon City. Das hat er jetzt davon, dass er zum dritten Mal Taco Night ignoriert hat. Dann kann er jetzt auch in diesem Gefängnis versauern. Konnte ich doch nicht wissen, dass die komplette Villa nachher in die Luft fliegt. Meine Güte. Ich dachte, der kann da noch ein bisschen sitzen bleiben und versauern und drüber nachdenken, was er getan hat. Aber ich meine, hey, wäre zu Taco Night hingekommen, dann würde er jetzt auch nachher noch leben. Schade, Chris. So. Ich würde auch mal gerne wissen, was auf Jills Playthrough irgendwie mit so Rebecca passiert. Und ich glaube, bei Chris Playthrough ist Barry irgendwie so non-existent irgendwie, glaube ich, dabei. Ich schalte ein und das Erste, was ich höre, ist mein Cockring. Ah! Es ist so, wenn man nicht mehr erwartet, dass da ein Zombie steht, auf die Kommentare guckt und dann gerade wieder hinsieht, wenn man so 2 Zentimeter im Nacken des Zombies irgendwie dran ist. Hey Aaron übrigens, auch guten Abend. Aber ja, natürlich, es geht immer um Cockrings. Warum sollte es auch jeweils um was anderes geben? Das kann auch aber daran liegen, dass ich gestern, ich bin gerade mit meiner Freundin immer noch in dem Always Sunny Rewatch, also It's Always Sunny in Philadelphia, eine meiner absoluten Lieblingsserien. Und wir waren gestern bei der Folge, wo sie Date Night, also wo sie quasi so Blind Date-mäßig in der Bar Events aufbauen. Und es dann darum geht, dass die immer versuchen, auf irgendwelche Dates dann zu kommen und die Damen rumzukriegen. Und Frank, der von Danny DeVito gespielt wird, ist dann irgendwie so, du hörst es dann, jetzt hör doch auf, darüber zu reden. Und auf einmal hörst du so ein Klirren und dann so, no, my cockring fell off. Das ist irgendwie so, it got flaccid. My cockring fell off. Oh, boy. Und, oh, fuck. Das war das falsche Item, was ich zuerst aufgesammelt habe. Aber vielleicht... Ich gehe davon aus, dass ich den Mansion Key gleich nicht mehr benötige. Davon gehe ich jetzt einfach aus. Wenn ich hinten das Ding aufgemacht habe. Weil ich brauche die... In der Kiste ist der Schlüssel drin, um hier die Tür aufzumachen, damit ich da das Innere von dem... damit ich den Cock finde zu meinem Cockring. Genau, das brauche ich. Ich will die Serie per NordVPN sehen, funktioniert aber irgendwie nicht. NordVPN hat bei mir auch nicht funktioniert. Was bei mir funktioniert und welchen VPN-Provider ich benutze, ist ExpressVPN. Das funktioniert bei mir reibungslos. Also ExpressVPN, ich wechsle da momentan immer zwischen US und UK hin und her. Always Sunny ist tatsächlich nur auf UK-Netflix komplett verfügbar. Und da gucke ich das problemlos mit, also ExpressVPN habe ich hier auf dem Rechner drauf. Und
Das US-Ding funktioniert problemlos. Das mache ich momentan, um die, ich muss hier hoch. Um die Disney-Plus-Inhalte zu gucken, die wir bei uns nicht haben. Ich glaube, ich bin dann auch diesen Monat mit allen Sachen durch, die ich darauf sehen wollte. Und dann werde ich das wieder abbestellen, weil das geht mir so auf den Keks, dass die Simpsons immer noch nicht ein 4:3 haben. Und dann kann ich auch so lange warten, bis es irgendwie haben. Und bei alten Disney-Serien, keine Ahnung. Teilweise hat sich auch herausgestellt, dass sie dann... Dass ich die doch nicht mehr so gut finde, wie ich es irgendwie in Erinnerung habe. So, das Einzige, was ich momentan drauf gucke, ist jetzt noch die zweite Staffel von DuckTales. Von der Season. Also von der neuen Serie, die zweite Staffel. Weil auf dem Deutschen haben wir nur die erste drauf. Wahrscheinlich, weil die zweite noch nicht vertont wurde. Yay, es hat funktioniert. Und dann werde ich das auch wahrscheinlich wieder abbestellen. So, das ist dann so. Und auf kanadischem Netflix läuft zum Beispiel Brooklyn Nine-Nine. Da haben die jetzt schon die siebte Staffel drauf. Dich nehme ich nicht auf, auch wenn ich das gerne machen möchte. Okay, fuck. Wer hatte den roten? Ich glaube, der Pissstein, den brauche ich nämlich unten, um die MO-Disc zu bekommen. Da ist noch der Dagger. Ich weiß auch gar nicht, inwieweit das man überhaupt richtig falsch machen kann. Wahrscheinlich werde ich es jetzt herausfinden. Weil man muss nämlich eigentlich so das Ding drehen, dass das in die andere Richtung sieht. So, dass er dann so wegschaut und man, oh nein, er sieht mich nicht, wo ist er? Weil wenn er hinsieht, dann wird irgendwie Alarm getriggert und keine Ahnung und Poison Gas kommt, ich habe keine Ahnung. Es ist irgendwie noch nie was passiert und den Speedrun, den ich mir angesehen habe, das war irgendwie auch so, ja. Deswegen, ich mache das jetzt gerade mal schnell. Trotzdem versuche ich das nochmal richtig zu machen. Komm her, du Kackvogel. Weil den Pissstein brauche ich nämlich nicht. Genau, so, das Ding hier, da drauf und dann den nehmen. Yay! Red Gemstone, hervorragend. Du wirst hiermit kombiniert. Oh nein! Oh Leute, fuck! Rätsel! Scheiße! Also du kommst nach hier, oder? War das so? So. Du kommst nach. I don't know anymore! Ich glaube, der war doch hier, oder? Ah, fuck. Oder war das. War der so? Ah, scheiße. Das konnte ich mal viel besser auswendig. Nee. Jetzt. Oh. Da ist er. Der Run-Killer. Nee, warte. Das sieht so aus, als ob es da hin müsste. Okay, warte. Dann packe ich das Ding mal weg. Das sieht aus, als ob es hier. Also ich weiß auf jeden Fall, dass das irgendwo oben lang geht. Oder muss der so? Oh Gott. Oh fuck, wie war das nochmal? Und dann der hier. Der hier. Also sieht auf jeden Fall passend aus. Vom Design. So. Jetzt du hier. Ich glaube, es ist nur falsch rum, wie ich es mache. So, und jetzt du hier. No. Komm schon. Ah! I did it! Solved the puzzle all on my own. Weil ich nämlich nicht mehr gewusst habe, wie es tatsächlich richtig geht. Yay! Du hast den Key gefunden. Geilon. Scheiße, ich will nicht nochmal den Text lesen. Nein, nicht Wikipedia-Eintrag lesen. Okay, gut. Und dann gehe ich auch hier mal wieder runter. Ich gehe einfach wieder raus. Lasst euch nicht stören, Leute. Das ist kein Problem. Kein Problem. So, dann wäre nämlich das auch geschafft. Und dann muss ich leider noch einmal... Ich hätte das beim ersten Besuch machen sollen.
Ich gehe mal kurz hier raus, weil ich nämlich nicht weiß, ob ich noch, ich könnte hier gratis einen Herb holen. Es wird definitiv knapp. Oh, scheiße. Ich dachte, ich bin auch extra lang gelaufen, weil da nämlich kein Hunter war. Und dann war natürlich hier direkt ein Hunter. Und da ist noch einer, aber der ist irgendwie so... Der hat, keine Ahnung, dem geht's nicht so gut. Den lasse ich mit seinen Gedanken mal alleine. Wenigstens kann ich noch Hunter folgen mit NordVPN gucken. Also für Anime brauche ich das nicht mal. Ich glaube, ich benutze, was ist die Seite, die ich benutze? Nein Anime, glaube ich, heißt die. Das ist die ich benutze. Und da einfach irgend so ein Streaming-Ding und dann habe ich Adblocker am PC drauf und dann kann ich da die Sachen rauf und runter gucken. Da habe ich nämlich auch meinen Hunter Rewatch gemacht. Ich habe auf Netflix angefangen und ich glaube, Deutschland hat bis zur... Oh, ich glaube, bis Yorkview Arc oder so. Und ich glaube, US hat die dann noch komplett fertig. Aber spätestens ab Greed Island musst du auf irgendwelche anderen Sachen umgreifen. So. Ich meine, Greed Island ist jetzt nicht mein also, ist glaube ich so, ich mag den immer noch, aber ist jetzt der Part, den ich am wenigsten hinterher weinen würde. Nein, nicht die. Oh mein Gott. Leute, so here are my options. Option A, duck under the claw to the side and do a back kick. Or option B, take the claw to the face, roll on the ground and die. Should have gone with option A. Oh Gott. Das war eine Kung Pao-Referenz für die Leute, die es nicht verstehen. Und für die Leute, die jetzt nicht wissen, was Kung Pao ist, guckt Kung Pao, bitte. Es ist ein so hervorragender Comedy-Film. Achso, es ist so dunkel, dass ich nichts sehen kann. Oh, erstmal Licht anmachen. Oh, danke, jetzt kann ich die Batterie sehen, die ich vorher auch schon sehen konnte. Aber jetzt blenden mich die Items richtig. Jetzt kann ich sie endlich sehen. Ah, danke, Spiel. Bei Kung Pao ist so, ich weiß immer noch nicht genau zu 100%, wie das Ganze funktioniert. Das ist so gemacht, dass sie sich, glaube ich, die Lizenz oder so an einem alten chinesischen Martial Arts Film gekauft haben. Haben den dann neu vertont und per Greenscreen, also haben komplett neue Szenen gedreht, aber auch per Greenscreen und sowas neue Schauspieler in die Szenen teilweise reingemacht. Und ich glaube, sie haben sogar diesen einen Bösewicht-Schauspieler dann ausfindig gemacht und den dafür auch benutzt oder so in den Film. Und das ist dann so ein surreales Ding, wo sie aus den Neuvertonungen, den neuen Szenen und den rein geschoppten Sachen eine komplett andere Comedy-Story draus machen. Also das ist so hervorragend. Also teilweise hat das so Yu-Gi-Oh! Abridged, Dragon Ball Abridged oder hier die Cold Mirror Harry Potter Vertonungen. So die Energie davon, plus aber noch so richtig eingebaute eigene Gags. Und my face to the foot style! My nuts to the fist style! I'm bleeding, making me the winner! So, solche Dialoge dann die ganze Zeit mit dabei. Also viele Sachen sind auch, also weniger als Zitat, sondern so im Kontext der ganzen Szene dann wirklich lustig. Aber jeder, der den gesehen hat und dann kommt irgendjemand vorbei und ist so Birdie, 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 Tiger, 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 weiß, okay. Da guckt man sich dann so, man hört das so vom anderen Ende des Raums und dann wirft man sich so einen kurzen Blick zu, wissend, weiß Bescheid. Alles klar, ich kenne den Film auch, geil. Jetzt. Im Ernst? It's not necessary to use this here right now. Wirklich nicht? Hier, da, wo sie eingesetzt werden müssen? Da ist es nicht necessary? Ah. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Trigger teilweise so fricklig waren, um irgendwelche Items zu benutzen. Das ist auch so cool. Man kann ja schon von Anfang an hier hingehen und hört dann immer die Schreie von Lisa Trevor. So, hier oben ist, glaube ich, nochmal ein
Ja, genau. Aber das Ding hier, da kann ich dann schon mal die Medaillen rausholen. Und was anderes brauche ich ehrlich gesagt auch nicht, oder? Weil es gibt kein anderes Story-Item, was ich mehr brauche. Und es ist nicht so, als ob ich für den Boss irgendwas benötige. Weil Lisa, da schubst man die Sachen nur weg. Ich wünschte, ich hätte jetzt nur noch einen Ink-Ribbon. Tatsächlich. Aber wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Oh, fuck. Nee, komm. Ich gehe noch. Ich habe noch im... Das ist mir jetzt zu hakelig. Weil die hatten einen One... Ich bin von ihr noch niemals gekillt worden. Aber die hatten einen One-Hit-Kill. Die kann einen One-Hitten. Und bei meinem Glück, was ich immer habe, während ich streame, will ich das gerade nicht riskieren. Deswegen, ich weiß, dass hier vom Anfang noch die Ink-Ribbons liegen. Dann nehme ich die auch gerade noch. Weil, oh boy. Das will ich jetzt wirklich nicht, dass das passiert hier so ganz am Ende. Weil ich weiß, ja, die Insekten später in der Szene könnten mich noch... Die haben auch eine fiese Attacke, aber da kann man einfacher vorbeikommen. So, das geht jetzt noch. Deswegen, und der Tyrant sollte auch kein Problem sein. Also Tyrant kannst du auch notfalls mit der Shotgun machen. Ich glaube, der braucht auch nur so 6. Ich glaube, der Tyrant braucht so 8 Schüsse aus der Shotgun vielleicht. Die erste Stufe und die zweite ist dann... da kann man notfalls die Zeit ablaufen lassen. Also beim zweiten Tyrant-Kampf auf dem Helikopterplatz kann man... also ohne Waffen und Munition reingehen, nur mit Heilgegenständen. Und solange man da 2 Minuten aushält, bis, ich glaube, die... Ich weiß nicht mehr, ich glaube, die Zeitanzeige muss auf... Nein! Oh, fuck. Muss auf, ich glaube, 1 Minute oder 30 Sekunden runterfallen. Und dann... Ah, ich versuche das gerade mal so ein bisschen schneller hinzukriegen. Und drücke dabei die ganze Zeit die Karte. Aber ja, ich werde ein bisschen schneller dadurch, aber... Oh mein Gott, das ist teilweise echt krass, wie schnell die Leute in so Speedruns die Taste gedrückt bekommen. Auf irgendeinem übermenschlichen Level. Gegen die Leute will ich kein Mario Party spielen. Leute, die super schnell Tasten, die übermenschlich schnell Tasten drücken können, gegen die will ich kein Mario Party spielen. Weil dann kommt nämlich immer dieses Minispiel, wo man das machen muss, und dann verliere ich immer, dann werde ich sauer. So. Oh, das ist auch so eine coole Idee für den Bosskampf, und dass man auch sie gar nicht... So, sie ist unbesiegbar. Give Gun to Barry. Wenn man das nicht macht, dann stirbt Barry. Also es gibt halt auch den Storyverlauf, dass man Barry verrecken lässt. Und also es gibt so dieses The best ending ist beide Charaktere überleben. Also mit beide Charaktere ist es Barry und Chris in dem Fall. Oder Come back Rebecca und Barry. Rebecca und Jill meine ich natürlich. Vielen Dank, Noob Hammer, für den Follow gerade. Ich hoffe, das klappt jetzt gerade noch. Plus der Bosskampf ist dadurch deutlich einfacher. Und jetzt, das zeige ich gerade noch, weil das finde ich halt wirklich so, wenn man das darüber nachdenkt. So, man hat diesen unbesiegbaren Boss, eigentlich noch so dieses kleine Mädchen, was hier so mutiert ist und dann ihr Leben lang unten in den Katakomben von diesem Menschen verbringen musste, will nie ihre Mutter wieder haben. Ihre Mutter ist hier in dem Grab. Man schafft es dadurch, das Grab zu öffnen. Sie nimmt den Schädel ihrer verstorbenen Mutter und springt damit in die unendlichen Tiefen. Und man weiß dann eben auch nicht so, was damit passiert. Das ist so... Das ist wirklich richtig guter Horror, muss ich sagen. Also während das originale Resident Evil auf der PS1 ist halt ein Cheesefest. Das ist ganz klar. Aber Remake, so diese Trevor-Plotline, richtig gut. Jedes Mal. Das mache ich in jedem Playthrough falsch. Weil ich nie überprüfen will, weil es viel schneller ist, notfalls das falsche Ding einzusetzen. Anstatt nochmal nachzugucken, okay, was muss denn hier tatsächlich rein? Und auf zum letzten Gebiet, Baby! Here we go! Falsche Seite rumgegangen. Geil! Oh, extra die Treppen hier runter. So. Ja. Labor ist
wenn ich es jetzt richtig hinkriege, sollte das Labor auch nur so 10, 15 Minuten jetzt noch dauern. Also 21 Uhr habe ich jetzt nicht mehr ganz geschafft, aber vielleicht kriegen wir noch 9:30 hin. Das ist so meine Hoffnung an mich selber. Genug Items und den ganzen Kram habe ich so ohne Ende. Also davon mache ich mir jetzt nicht die... Mache ich mir jetzt keine Gedanken. Yes. Nein. Die Frage ist jetzt nur, ob es noch für... Ne, weil ich bin ja zwischendurch gestorben, habe nochmal Spielstand neu geladen. Auch so Menüsachen werden nicht gezeigt. Ich war am Anfang ja auch noch ein kurzes... Ich glaube, wir haben ja erst um 8:45 oder so angefangen. Das heißt... Oh, jetzt sind doch, ich will doch einfach nur, dass du die Scheiß... Das Inkribben aufnimmst. Meine Güte, Madame. Kann doch nicht so schwer sein. So, wir legen das hier ab. Ich nehme mir auch mal dadurch das Kraut mit. Und kann mich dann gleich notfalls nochmal heilen. So, was wir jetzt machen müssen, ist zuerst an den Rechner unten gehen. Und ich meine, das Passwort ist... Also der Benutzername ist John. Und dann... Ah, warte, ich mach dich einfach weg hier. Ist John und dann als... Oh, ich hab wieder die... Ah. Na, so geht's auch. Ist... Ich nehme das einfach mal auf, dann kann ich es direkt schlucken. Ist John und das Passwort ist, meine ich, Ada. Und dann, das, was man als zweites Passwort noch braucht... Yeah, baby! Das, was man als zweites Passwort noch braucht, ist, ist Cell. Ich weiß gar nicht mehr, wo man die Benutzernamen findet. Also Benutzername und das Passwort ist, glaube ich, irgendein Dokument drin, dass dieses Codewort danach... Ach, oh, scheiße. Habe ich noch einen? Yeah, baby. Fuck off. Das Codewort findet man, da ist irgendwo so ein Raum, in dem so Röntgenbilder an der Wand sind. Und dann muss man da basierend auf den Organen oder so, die gesucht werden, bla bla bla, irgendwie das dann ausfüllen. Ich glaube, hier kann das sogar direkt da drin sein. Oh, ja, geile 90s-ass PC. Nee. Nein. So. John? Mit Ho? Nee, und jetzt doch. Enter und dann... Nein, nicht AE, ja. Ada. Gott. Wenn man es am PC spielt, kann man, glaube ich, sogar sein Keyboard benutzen. Verified. Ah, oh, fuck, noch ein Passwort. Nudelsuppe. So. Das Passwort ist fuck. Permission granted. Yay. Yeah, B2 ist auf. Geil. I did it. Und jetzt kann ich noch P3. Das braucht kein separates Passwort. Das geht dann mit, man kann übrigens auch das Passwort vom Originalspiel ist, glaube ich, Mole. Und wenn man das eingeht, dann kommt so eine japanische Fehlermeldung extra, so als kleines Easter Egg. Ich glaube, hier war noch eine Batterie, ne? Ja. Ich werde garantiert nämlich nochmal gegriffen. Ach, komm schon. Ich weiß nicht, ob ich das Battery Pack einsetzen kann, wenn ich nachher dieses Chemical mit mir rumtrage. Ich würde da sowieso die Gegner, die ich dafür, die da auf dem Weg sind, vorher lieber platt machen. Weil man muss nachher so einen Sprengstoff mit sich rumtragen. Wenn man da angegriffen wird, dann ist es vorbei. Komm schon. Yeah, baby! Neck 2, baby! So, das läuft eigentlich ganz gut. Ich gehe jetzt hoch, gebe da das Passwort ein. Oh Gott, was war der Passcode dafür? Fuck. Jetzt guck ich's. Nein! Okay. Ich dachte so, ich drück dich. Da ist noch die MO-Disk oder so. Aber jetzt hier, meine ich, kriegt man den Schlüssel, den wir brauchen, um unten weiterzukommen. Oder? Warte, was ist das? Oder ist das? Nee, das ist die dritte MO-Disk. Die brauche ich nicht. Aber ich nehme gern das Heilspray, weil mehr Items brauche ich nämlich auch gerade gar nicht. Denn hier ist... Ach nee, da in dem Intercom-Ding war das. Hier. Da ist auch so ein Slide-Reel, da kann man dann herausfinden, dass so... Oh, was macht denn Wesker hier drauf?
Warte, 8. Yay! Oh Gott, ein paar Sachen weiß ich ja tatsächlich noch. Genau, da ist jetzt der Schlüssel für unten und das war's dann auch an den restlichen Items hier. Also es dauert dann noch ein bisschen, man kann es noch ein bisschen länger machen, wenn man die ganze M.O.-Scheiße macht, aber da habe ich jetzt literally nicht die Nerven für. Ich fress dich mal kurz und dann noch einmal nachladen, hervorragend. Was geht denn eigentlich im Chat ab? Ich habe gerade gar nicht mehr geguckt, Leute, es tut mir so leid. Bester Moment, wo Yakuza Zero im Englischen eine Anspielung auf Yu-Gi-Oh! Abridged hatte. Was? Wirklich? What the fuck? Okay. Ja, ich sehe oben noch. Leute, die, was ich an Greed Island, bisher super. Achso, nee. Was ich finde Greed Island bisher super. Heaven's Arena geht mir bis auf den letzten Kampf am Arsch vorbei. Ja, ich meine, die haben beide so dieses, diese gleiche. Ich will nicht sagen, dass das Problem, sondern dass sie sich sehr auf die Erklärung und das Training von Nen fokussieren. Und das ja. Warte mal, ich glaube. Das war gerade gar nicht mal richtig, oder? Ich muss in das andere Ding rein und dann rüberklettern, genau. Oder muss ich das nur für die MO-Disc machen? Nee, das muss ich doch nur für die MO-Disc machen, oder? Ich gehe einfach mal weiter, weil eigentlich müsste ich für das normale Spiel jetzt nur das Explosiv-Ding hier rausholen. Da ist jetzt noch ein Gegner. Komm schon. Yeah, baby. Okay, und dich will ich auch sicherheitshalber kurz tot machen. Naja, okay. Sollte reichen. So, und dann hier lang. Habe ich denn noch ein... Oh, ich habe noch ein... Okay. Was man ausprobieren könnte, ist, dass ich mich von dem Insekt oben greifen lasse, weil die haben nämlich eine ziemlich lustige Animation, wenn die gebrezelt werden. Das hatte ich auch letztens erstmal gesehen. So, oh, und jetzt? Setz das Item ein. Oh! Warte, schnell zurück. Und... warte. Oh Gott. Alles klar. Das ist so geil, wie das Ding da einfach so zu Boden fällt. Und so. Fuel may explode if jarred. Okay. Refuel delivery, ja. Ja, alles klar. Hervorragend, danke sehr. So, das ist echt so ein Ding, wo du extra so warten musst, wie das dann so da sitzt und dann runterfällt. You lied to me. Ich kann mich noch daran erinnern, als das Spiel 2002 rauskam und ich mega Schiss hatte, als sie da gestöhnt hat. Ja, also dieses, ich meine, ich finde das immer noch mega creepy, Lisa Trevor. Es ist ein super Design auch wirklich. Selbe kommst du beim Rätsel mit dem Röntgenbildern. Ja, genau. Im RE2 Original wird es auch wieder erwähnt mit John und Ada. Ja? Also ich weiß halt nicht, ob das im... Waren John und Ada im originalen PS1 Spiel auch die Codewörter dafür? Weil es fühlt sich so im Nachhinein wie so eine offensichtliche Anspielung an Ada Wong an, der Name, wenn man irgendwo Ada liest, beziehungsweise das eben auch so als Codewort angeben muss. Das ist so ein bisschen... Fühlt sich so ein bisschen seltsam an, deswegen weiß ich nicht, ob das da rückwirkend so gemacht wurde. So, aber jetzt kommen wir ja bald aufs Ende zu. Ich brauche das überhaupt noch? So, ich habe so... Ach, so viele Sachen hier. So viele Fragen in meinem Kopf. ich frage mich jetzt nur gerade, welches war die Tür, wo ich wirklich rein muss? Ich meine, es wäre die hier gewesen. Und zwar... Nein. Das war sie nicht. Oder? Doch. Nee. Ah, doch. Haha. Knapp daneben ist auch... Ja, genau. Hier ist es... Erklärt mir nämlich das ganze System hier. There's something behind the study door. Open it. Yes. Genau, da kriege ich jetzt nämlich das Mittelchen her.
Und jetzt darf ich... Man kann ganz kurz immer nur rennen. Aber eigentlich darf man nicht rennen. Also entweder wenn man zu lange rennt, was so mehr als 3 Schritte sind, gefühlt. Oder man wird von einem Gegner angegriffen. Ist Game over. Das ist dann sofort fuck you. Also ich nehme hier noch die Munition mit. Weil dann habe ich notfalls was für den Tyrant-Boss noch. Auch wenn die Shotgun und so ein Kram ausreichen sollte. Ich weiß gar nicht mehr, welche von den Sachen am besten für die Insekten geeignet waren. Ich glaube, ich nehme da sicherheitshalber sogar mal lieber den Raketenwerfer gerade in die Hand. Also man kann hier so ein bisschen so machen, aber auch weil ich jetzt vorher nicht gespeichert hatte, möchte ich das nicht riskieren. Ich habe auch extra dieses Insekt kaputt gemacht, damit mir das gleich kein Strich durch die Rechnung macht. Deswegen, und ich will jetzt auch gerade ehrlich gesagt nicht immer dieses, ich weiß, das ist glaube ich so 1-2 Schritte und dann einmal sprinten. So 2 Schritte, einmal sprinten. 2 Schritte, einmal sprinten. Also für so Speedruns ist das sehr optimiert, wie sie das eben am besten machen können. Aber das ist auch immer so eine Szene, gerade wenn man davor nicht gespeichert hat, muss ich immer so ein bisschen kurz mit dem Atem anhalten, weil ich auch weiß, so hier sollten keine Gegner sein jetzt, weil ich habe sie alle getötet, ich habe den Weg extra frei gemacht, ich habe extra darauf geachtet, dass hier jetzt mir nichts ins Gesicht springt und ich muss auch nicht den kompletten Weg hier durchgehen mit dem Ding. Das muss ich danach machen, wenn ich das reingelegt habe. Ich muss jetzt nur dort, wo ich das Gerät geholt habe. Da muss ich jetzt hin und das Ding wieder einsetzen. Und obwohl das so ein kleiner Weg ist, hat man so ein, gerade beim ersten Mal, so ein fucking Muffensausen. Man ist so angespannt, gerade so die letzten Meter da drauf. Und ist so, ich kann nicht ran, wenn jetzt ein Gegner kommt, das ist so, oh, und das ist so Release. Oh, geschafft. Jetzt muss ich nur hoffen, bei diesen Bastard-Insekten irgendwie gut vorbeizukommen. Sollte jetzt nicht so schwer sein, aber ich weiß noch, die Viecher, boah, die sind auch so im Remake von ihrem Design so hervorragend umgesetzt. Da ist rechts die MO-Disc. Die Geräte von der MO-Disc sind so kleine Kästen. Und im Original, der Gamecube-Version, waren das tatsächlich Gamecubes. Man hat dann so drei kleine Fernsehgeräte mit einem Gamecube jeweils dran gehabt. Warte, ihr könnt hier in dem Raum auftauchen? What the fuck? Ich glaube, ich hatte hier noch niemanden einen von denen da drin gehabt. Startup, yes. Genau, und jetzt können wir zu Wesker reingehen. Auf zum finalen Boss. Fuckt alle ab. Geht mir auf den Sack. Ich hoffe, jetzt werde ich auf dem Rückweg noch nicht von den Dingern getroffen. Ich meine, die hätten irgendeinen wirren One-Hit-Kill oder so. Und ich habe auch keine Ahnung, ob die Messer als Defensive Items bei denen noch wirken. Vor allem, wenn sie einen von hinten greifen, dann wahrscheinlich sowieso nicht, wie die meisten Defensive Items. Was sie auch für die anderen Remakes beibehalten haben und ich auch ganz, ganz cool finde. Oh boy. So. Und dann gehe ich jetzt noch einmal abspeichern. Weil jetzt direkt auf dem Weg hier in dem Raum rechts, in dem ich noch nicht war, ist nämlich ein Safe Room. Und dann ist es gleich vorbei. Jetzt kommt noch der Tyrant. Der erste Kampf, der relativ kurz ist normalerweise. Außer, keine Ahnung, was jetzt passiert. Dich brauche ich eigentlich nicht. Ich kann die Granate noch aufnehmen, glaube ich. Ja. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich diese Munition irgendwie brauche. So. Was machen wir denn jetzt? Oh. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Wisst ihr was? Ich gehe mal auf Nummer sicher. Ich nehme jetzt gerade noch ein First Aid Spray mit. Hier einmal kurz abspeichern. Machen wir auf Nummer sicher. Ja, geil. Okay, jetzt finde ich da auch noch. Jetzt habe ich noch... Also das ich finde das auch so seltsam, als das Spiel nochmal rauskam und es die ganzen Kritiken zu Resident Evil Remake gab und man irgendwie so Leute das Spiel getestet haben, die sichtlich kein Verständnis von Spieldesign haben irgendwie und haben sich dann darüber aufgeregt, dass es... Also wirklich, ich meine, ich kann es... Es ist das eine zu sagen, ich mag es nicht, irgendwie mit Ressourcen zu arbeiten und ist nichts für mich und sonst was, gefällt mir nicht, ist für mich zu stressig. Aber, und das habe ich
gerade auch im deutschen Raum sehr oft gelesen, dass es schlechtes Design und veraltetes Design ist, gerade irgendwie noch so Items, die Inventarplatz wegnehmen, zum Speichern zu benötigen. Wenn das der fucking Point der ganzen Sache ist und vor allem das Spiel einen fast schon diese Rarität der Items vorgaukelt, nur damit man interessante Entscheidungen treffen muss, weil an sich gibt es genug. Ne? Also, ich habe jetzt schon häufig gespeichert und jetzt gerade selbst am Ende. Barry! Gibt's davon noch genug? Also ich glaube, man kann auch im 1er Remake auf einem normalen Schwierigkeitsgrad 20, 25 mal speichern. Und die Dinger sind jetzt nicht wirklich gut versteckt, also die liegen ja meistens direkt neben der Schreibmaschine oder auf der Schreibmaschine. Oder irgendwo in der Nähe. Ja, von daher. So, ich glaube, das ist jetzt ein oder zwei. Ich glaube, jetzt mal zwei oder drei Schuss auf den Tyrant. Dann drehe ich mich um und renne weg. So. Okay. It's magnificent. Ja, oder ich kriege einfach direkt auf die Fresse. Damit. Ja, ich gehe einfach an die vorbei, ne? Lass mich doch mal hier. Lass mich mal ausprobieren. Drück mal gerade gar nichts. Hallo, Freio! Ja, siehst du mal, du Arschknaps hier. Nix kannst du. Ich muss hier, glaube ich, an den Rechner kurz lang gehen. So, wo war's denn hier? Da? What a pathetic way to die. He's holding on to something. Bla 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 bla. Oh nein, Story in meinem Resident Evil Game, nein! Oh, meine Resident Evil Lore, die einzige Lore, die mich wirklich interessiert. Ganz, also, unironisch. Resident Evil Lore ist die einzige Lore, die interessant ist und wichtig. Genau. Eigentlich nur wieder zurückgehen, ne? Und dann. Okay, wo war der scheiß Schalter dafür? Ich bin noch gerade überall lang gegangen. Ich weiß auf jeden Fall, dass das gleich noch der. Weil da blinkt es. Lass mich das doch mal drücken hier. Hängt's jetzt daran, werde ich den Speedrun nicht schaffen, weil ich gerade nicht weiß, wo der fucking Schalter dafür ist. Wollt mich verarschen? Gott zum Teufel. Ah, hier. Natürlich. Das auffälligste Gerät überhaupt. Das ist so unscheinbarer PC Nummer XY. So, jetzt nochmal zweimal Aufzug fahren. Ja, Chris wird liegen gelassen. Es tut mir leid, auch wenn Chris tatsächlich Munition bei sich hat unten in seinem Spermakeller, in dem er die ganze Zeit geblieben ist und nichts anderes übrig hat, als das zu tun wahrscheinlich. Noch 3 Minuten, bis das ganze Haus explodiert. Besser nochmal einen rausreißen. Jill hatte mir doch versprochen, meinen Cockring mitzubringen. Es tut mir so leid, Leute. Aber mein Hirn ist frittiert nach der Woche Arbeit wieder. Ich brauch das hier als Auslass. Es tut mir leid. Ihr seid alle zusammen mein Therapeut. Aber anstatt auf die Sachen tatsächlich einzugehen, müsst ihr mir nur zuhören. Alter, geh weg! Bleib mir fern. So, Barry hat sich wegteleportiert einfach wieder. Oder ist mit seiner Magnum noch auf Monsterjagd. Yo, what the fuck? Yo, my man! What the shit? Das war aber keine halbe Stunde. Weg mit... Oh, fuck. Oh, scheiße! Oh mein Gott, ich habe hier noch nie ein Crimson Head gehabt. What the fuck, wie geil. Oh. Hoffe, du kannst dich durch den Stream gut entspannen. Vielen, vielen Dank, Ogalaton. Übrigens auch guten Abend, falls ich das noch nicht bisher gesagt habe zu dir. So, dann gucken wir mal gerade, was ich noch brauche. Ich glaube, den Key brauche ich auf jeden Fall nicht. Ich brauche die Munition kurz und die Munition kurz. Dann wird das hier einmal
nachfrittiert. Whatever, das nehme ich einfach. Combine hiermit. Ich glaube tatsächlich nicht, dass ich die noch irgendwie brauche. Die zusätzliche Munition. Aber warum nicht? Und ansonsten... So, was haben wir noch? Ein großes Heil-Item. Hier so ein Dreierbolzen. Ja, genau. Geil. Ein Platz muss ich sowieso freihalten. Da ist gleich so eine Batterie, die ich aufheben muss. Um den Aufzug zu aktivieren. Und wenn man das gemacht hat, geht man direkt in eine Sequenz rein und hat keine Möglichkeit mehr. Das ist, meine ich, dazu da, damit man einen Platz frei hat, um auch den... also sowohl dieses Gerät, mit dem man die, keine Ahnung, die diese Alarmraketen, um Brad zu holen, abschießt, als aber auch den Raketenwerfer. Also falls man... Boah, ich habe mir jetzt mein ganzes Inventar voller Waffen und unnützigen, keine Ahnung, Schlüsseln, die ich nicht mehr brauche, vollgepackt. So, das war jetzt meine Entscheidung, in den Bosskampf reinzugehen. Oh, fuck. Aber nur um diesen, selbst für die Leute, noch so den ultimativen Fail-State zu haben, muss man sich das Ding dann da wegnehmen. So. Ah, gut, dass ich die Munition mitgenommen habe, beziehungsweise ein Feld dafür freigelassen habe. Weil hier gibt es nämlich noch welche. Sehr schön. Aber ich werde trotzdem auf den Granatwerfer wechseln. Und dann bis zum Ende laufen. Oh nein, Chris, wo bist du denn? Oh nein, Barry ist ganz alleine mit mir. Ah. Jill, hast du Chris gesehen? Nein. The elevator isn't receiving. Wo ist denn das? Bin ich da noch vorbeigelaufen? Ach, da ja, genau, auf dem Boden vor mir. Vollidiot, ey. Ist auch so eine geile Fusebox. So, welche Fusebox sieht denn im echten Leben so aus? Fusebox is missing. Achso, ich dachte, die würde hier automatisch eingesetzt werden. Wenn du sie hast. Nee, aber hier. Das ist so dieses Spiel von 1998. Also auch in dem, also das Spiel ist von 2002, aber spielt 1998. Und diese Fusebox für den Aufzug, die ist irgendwie aus dem Jahr 2098. No, Björn, you destroyed the cannon. Is that a speedrun? I don't know. Most people wouldn't call it that. It certainly is a run. Speed is subjective. Okay, ja genau, deswegen habe ich das Ding frei, damit ich den Kasten hier aufhabe. Vor allem, wenn jetzt jemand reinkommt und so denkt, oh, Speedrun, wie lange ist das denn schon am Spiel? Wahrscheinlich erst in einer Stunde. World Record Pace! Und dann kommt nachher die Zeit, 6 Tage. Oh, fuck. Oh, ich mach meine Kiste auf. Nein! Nicht Barry! Oh, direkt so auf den Kopf drauf. Hui! 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 Okay. Sehr schön. Kombinieren. Hui! Ich habe das noch nie gehabt, dass er sich tatsächlich auf Barry fokussiert hat und nicht auf Jill direkt. Ja, da siehst du aber mal. Komm schon. Nein! Boah! Du blöder Fickbert. Komm, Jill. Das hat dir doch fast nur die ganze Lebensenergie abgezogen. Okay, alles klar. Ich meine, notfalls kann ich auch die Zeit ausharren. Aber dann ist es ja genau wie ein Speedrun, wie das auch nicht ist. Oh, mein Raketenwerfer. Fuck! Der weiß genau, was ich haben will. Das ist mein Raketenwerfer. Lass das. Okay, cautious. Ich habe jetzt Angst, dass ich danach in einem Schlag sterbe, aber wir riskieren es jetzt. Ich weiß nicht, ob ich auf normal 2-mal schießen muss. Also der hat einen Fake-Out. Ich weiß nicht, ob das auf allen Schwierigkeitsgraden ist. Das ist doch, glaube ich, nur ein Remake. Ja. Was gibt's? Ich glaube, das ist nur auf Hard-Mode oder so. Dann hat der so einen Bitch-Slap, dass der die Rakete so wegschlägt und dann muss man sie ein zweites Mal kaputt machen. We did it. Oh nein, meine Familie. My wife and kids. My wife and kids. So, und wer von den beiden ist jetzt Moira? Even today, my eldest daughter. Ich meine, warte mal, wie alt ist, wann spielt Revelations 2? Wie alt ist Moira da? Also, die ist doch Anfang 20 höchstens, okay. Ne? So Ende Teen, Anfang 20?
Und Revelations 2 kam 2015 raus, ne? 2015, das heißt, das spielt dann 17 Jahre danach. Also das, ja okay, das könnte noch hinkommen, wenn seine jüngste Tochter so 3 oder 4 war. Okay, Lore ist in Ordnung. Das ist kein verdient kein CinemaSins-Ding. Boah, wie gut aufgelöst die Zwischensequenz mit den Credits ist. Oh mein Gott, guckt euch das alles an. Ich kann sie alle erkennen. Person 1 und Person 2. Und ist das Person 1 oder Person 3? Niemand kann es sagen, weil sie so gut sichtbar sind. So. Jill, you did a fine job. Ah! Fuck! Scheiße! Das haben wir alle nicht gesehen. Ich halte meine Hand davor. Now play with features from the prototype version. Real Survival Mode unlocked. Ja, ich meine, ich hab die ganzen Sachen ja auf dem Schwierigkeitsgrad schon freigeschaltet. Jill has a new costume! Brr, 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 brr. It's really powerful. Die Samurai Edge kriegt man, wenn man es unter 5 Stunden schafft. Und den Infinite Rocket Launcher kriegt man, wenn man es unter 3 Stunden schafft. Das hat's, glaube ich, nicht mal verdient, irgendwie gespeichert zu werden. Das war peinlich. Aber ich hatte kaum Zeit, mich vorzubereiten. Sorry. Es tut mir leid. Vielleicht mache ich es irgendwann nochmal, wenn ich das Spiel wieder ein bisschen mehr gelernt habe. Dann ja, weil ich muss das auf dem Account nämlich auch nochmal. Warte mal. Was fehlt mir denn hier noch? Genau, das sind das auf den allen Schwierigkeitsgraden durchspielen. Ich finde das so geil, dass es diesen True Survival Modus hat. Und das ist Hard Mode. Man hat kein Auto-Lock-On, weil auch die originale PS1-Version hat kein Auto-Lock-On. Das gab es damals noch nicht. Die alten Spiele hatten auch keine 180-Grad-Wende, aber die ist dann auch in True Survival mit dabei. Aber ja, man hat kein Auto-Lock-On, der Schwierigkeitsgrad ist Hard und die Itemboxen sind nicht miteinander verbunden, weil das war die ursprüngliche Idee des Spiels tatsächlich. Das war ursprünglich so angelegt, dass man die Itemboxen nur nutzen kann, um Sachen abzulegen und später rauszuholen, aber sie sind nicht auf irgendeine magische Weise miteinander verbunden oder so. Das kam erst später hinzu. Und der ist richtig cool und wenn man den geschafft hat, dann schaltet man Invisible Enemy Mode frei. Und wie der Name schon sagt, in Invisible Enemy Mode sind alle Gegner unsichtbar. Man kann aber unlockable Items dafür benutzen. Also das heißt, den macht man. Also zumindest ich habe den damals mit dem Infinite Rocket Launcher gemacht und Chris, weil der mehr Schaden einstecken kann und das war dann okay. Und es gibt noch einen weiteren Modus, den habe ich aber tatsächlich nicht durchgespielt, weil ich finde den lustig, aber teilweise ein bisschen nervig. Es gibt den, ich glaube, der heißt One Zombie Mode. Da ist, weil man hat ja hinten einen der Zombies, den man findet. Ich glaube, wer war das? Joseph? Ist das der? Der auf der Veranda ist, wo man die Granatwerfer findet. Der verfolgt einen durch das Spiel. Oder zumindest durch die Mansion oder so. Ist halt überall die ganze Zeit an den Fersen mit dabei. Und hat Granaten an den Westen. Und das heißt, der kann einen greifen und explodieren. Oder beziehungsweise wenn man auf ihn, oder er macht einem Schaden und wenn man aber ihn töten will, dann schießt man auf ihn und explodiert eben mit, zwangsweise. Was ich immer noch super coole Ideen für Schwierigkeitsgrade finde. So Resident Evil ist, man hat im Original, also hier gibt's ja noch Very Easy, aber im Original hatte man einfach und normal. Okay, hat man geschafft, dann kriegst du jetzt noch schwer, wo es noch weniger Ressourcen gibt und die Gegner noch ein bisschen mehr. Ich glaube, die Gegner machen nicht mal mehr viel Schaden. Das ist hauptsächlich tatsächlich die Ressourcen, die sich ändern. Und dann diesen True Survival, wo man dann auch sagt, okay, Auto-Lockern ist nicht mehr da und die Item-Kisten sind nicht mehr miteinander verbunden. Komplett neues Spiel auf einmal. Dann diesen Invisible Enemy Mode. Alle Gegner sind unsichtbar. Natürlich komplett andere Erfahrung. Und dann diesen One-Zombie-Mode. Alle davon bieten eine komplett neue Erfahrung und allein schon deswegen ist das Spiel darauf ausgelegt, halt immer wieder, ne, wenn man auf einem Account ist, auf einem Spielstand, der das Spiel durchgespielt hat, hat man auch hier Once Again. Das ist so Art New Game Plus, wo man dann diese Unlockables dann benutzen kann. Und hier habe ich dann noch dieses da Real Survival und dann schaltet man dann noch dieses One Zombie oder One Enemy und Invisible Enemy Mode frei.
das ist einfach so vollgepackt gewesen. Und ich finde das immer so schade, dass Schwierigkeitsgrade heutzutage selten solche interessanten Ideen noch ausprobieren. Dass man da, ja, also ne, man hat nochmal so interessante Sachen wie Akumu bei Evil Within, wo es dann One-Hit-Kill tatsächlich ist. Das Spiel aber auch zum Glück drauf ausgelegt wurde. Und ja schon Nightmare vorher komplettes Umstrukturierung der Gegner macht und viel mehr Fallen ins Spiel eben packt. Aber die meiste Zeit sind Schwierigkeitsgrade, hey, mach irgendwie Damage-Values der Gegner hoch, du hast weniger Lebensenergie, irgend so ein Kram, einfach an Zahlen schrauben, es ist so langweilig. Wenn man tatsächlich richtig coole Erfahrungen machen kann. Hideki Kamiya-Spiele, ja, dasselbe mit ihren coolen, die sind auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, sind das vollkommen andere Spiele auf einmal. Und meistens ihre wahre Form, so wie sie ursprünglich angedacht waren und dann wurden sie runtergenommen. So, Video für Joe hatte am Anfang diese Anzeigen für die Schädel nicht. Also, ne, in dem Spiel Video für Joe, Sidescrolling Beat'em Up, werden kurz bevor Gegner Attacken machen, sieht man noch, ob entweder oben oder unten oder beidseitig so ein Schädel erscheint. Und das zeigt einem an, wo die Gegner attackieren. Ursprünglich war das gar nicht da. Da musste man auf die Soundcues, Animationen und sowas eben achten. Ich glaube, ich hatte das wirklich mal, Camille hatte mir da irgendwie mal auf Twitter irgendwann mal geantwortet. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das allgemein überhaupt bekannt ist. Das war die ursprüngliche Idee und dann haben die Game-Tester gesagt, ist uns zu hart. Also haben sie die Idee gehabt von diesen Schädeln. Wenn man das Spiel auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielt, dann hat man diese originale Vision, wo die Schädel nicht mehr da sind. Schwupps, allein dadurch. Komplett anderes Spiel. Bayonetta hat auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad keine Witch-Time mehr, wodurch man dann gezwungen ist, die eigentlich wirklich besondere Mechanik des Spiels, Dodge Offset, zu nutzen. Und Wonderful 101 hat die Zeitlupenfunktion am Ende nicht mehr, wenn man den höchsten Schwierigkeitsgrad hat. Dann, also in dem Spiel, wenn man die Waffen wechselt, dann muss man ja so Formationen zeichnen. Und wenn man den rechten Stick dafür benutzt, um diese Formation zu zeichnen, geht das Spiel in so eine kleine Zeitlupe rein, damit man dann mehr Zeit hat, die Sachen auszuführen. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad ist diese Zeitlupe nicht mehr da und man muss noch schneller darin sein, noch besser darin sein, die Sachen auszuführen. Also das ist wirklich hervorragend. Ja, DMC1, wenn du das auf DMD, Dante Must Die spielst, dann weißt du, dass das hier die ursprüngliche Version ist. Ja, dann, das hat auch komplett anderes Enemy-Layout dann auf einmal. Das hat DMC auch zum Glück beibehalten und auch andere Character-Action-Games, also von Platinum auch immer genau. Oben noch sehe ich noch von Lord Dio, ist das eine GameStar-Anspielung, ist eher eine GamePro-Anspielung. Aber ja, bezogen auf deutsche Tests damals zu Resident Evil, dem Remaster hier. Was ist hier? Ogalaton, quäl mich gerade zur Platin von Monster Hunter World Iceborne. Alter. Boah, ernsthaft? Also Platin in Monster Hunter würde ich niemals machen. Ich habe, glaube ich, bei den Kronen habe ich aufgehört. Ich weiß, dass es später einfacher wurde mit Events und so einem Kram, aber irgendwie goldene Kronen für das kleinste und größte Monster zu kriegen, geht sterben. Ich mache gerne Challenge-Runs und so einen Kram für Trophäen und Erfolge. Also ich meine, dass ich das System gerne mag, sollte wohl ersichtlich sein. Aber ich Grind-Sachen, was habe ich früher mal gemacht, aber nee, habe ich keinen Bock mehr drauf. Hey, Obi-Twice, guten Abend, das Ende gerade noch so mitbekommen. Das sind die besten Streams, wo man gerade noch so am Ende mit reinkommt. Ich warte jetzt so, kurz bevor ich aufhöre, dass jetzt gerade noch irgendjemand den Stream raidet, wie immer. Was ist eigentlich mit Okami? Das ist das Spiel, wo Kamiya auch absichtlich gesagt hat, dass das nicht den hohen Fokus auf das Kampfsystem und Schwierigkeitsgrad und sowas hat. Und ich glaube, auf Twitter war das eben so, weil Folklore keinen Schwierigkeitsgrad haben sollte. Irgendwie so. Also es ging ihm da wirklich darum, dass Leute mehr ein Spiel haben, um dadurch diese geschichtlich-kulturellen Aspekte über das Spiel mit aufzunehmen. Diese Erfahrung stand im Vordergrund und wollte, genau wie bei Zelda, eher so eine angenehme
Erfahrungen darin haben, die jeder spielen und beenden kann. Deswegen ist da Okami auch das Spiel, was vom Kampfsystem und sowas nichts Besonderes oder so ist. Also hat coole Gameplay-Ideen, das auf jeden Fall, aber ist jetzt nicht irgendwie so tiefgründig. Es hat zwar auch das Ranking-System aus den anderen Spielen von ihm, aber ja, das Ding hat einen anderen Fokus. Ich würde voll gerne ein Sequel von Hideki Kamiya sehen. Er auch. Der hatte ja bei dem Wonderful 101 Remaster-Stream zum Ende des Kickstarters, war der ja vollkommen betrunken und hat so zu allem gesagt, Leute, ja, Dante versus Bayonetta, sagt Capcom bitte Bescheid. Ich mach sofort. Was war's, irgendwie Devil May Cry Reboot nochmal mit Dante und Trish und so, ja klar, mache ich gerne. Okami 2 mache ich. Beautiful Joe 3, sagt Capcom Bescheid, mache ich sofort. Der will von all seinen Spielen Nachfolger machen, nach eigener Aussage, aber braucht halt das Funding dafür. DMC Zero Story Sparta hört sich so cool an. Ja, das wäre eigentlich auch eine ziemlich geile Idee. Ich will hauptsächlich das Ende von Video for Joe haben, weil das als Trilogie geplant war von der Handlung her. Und es ist jetzt nicht so, dass Video for Joe irgendwie eine tolle Handlung hat, aber nee, ja. Gut, Leute, so, wir haben jetzt 9:45. Und außer... Oh Gott. Nee, ich glaube, ich sollte aufhören. Dann kann ich noch schnell was anderes machen. Oder habe ich noch irgendwas Dummes? Ich meine, ich bin gerade noch immer dabei, Streets of Rage. Ich bin gerade bei meinem Hard Playthrough, versuche das zu lernen, sodass ich den, ist das ein Spoiler? Ah. den Arcade-Mode auf Hard zu machen. Aber ja, naja, ich glaube, ich habe ansonsten jetzt nichts, wo man schnell reingucken oder ich was zeigen könnte. Nee, ich glaube, das war's dann. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Warte mal, lass mal kurz reingucken, weil ich habe den Terminplan für nächste Woche schon fertig. Dann kann ich euch direkt sagen und das auch gleich einstellen, was nächste Woche gestreamt wird. Am Dienstag nämlich. Warte, wo ist hier? 11. bis 11.5., ne? Bis 17.5. Genau! Leute. Dienstag, 20 Uhr. Ich hoffe, ihr seid alle mit dabei. Denn am Dienstag, Leute, Dienstag, 20 Uhr, machen wir einen kompletten, von vorne bis hinten, weil es auch nicht so lange ist, hoffentlich, kompletten Durchgang von, und jetzt werdet ihr alle wieder flaccid, Tony Hawk's Pro Skater 3, die GameCube-Version, da habe ich voll Bock drauf. Ich will eigentlich eine Retrospektive auch zu Tony Hawk machen, schon immer. Ich kann leider Tony Hawk 1 und 2 nicht streamen, weil ich da Probleme mit der Capture-Karte habe. Weil ich will nicht die PAL-Version spielen. Ich will die 60 Hertz normalgeschwindig laufende Version für die PlayStation spielen. Und ich habe die hier und ich kann die selber spielen, aber mit Capturen ein bisschen Problem, deswegen auch ein bisschen Problem mit Streamen. Also nehmen wir das erste Spiel in der Reihe, was dann am besten funktioniert und was man auch noch schnell durchmachen kann, im Gegensatz zu den Dingern, die danach kamen. Tony Hawk's Pro Skater 3, Dienstag 20 Uhr, Leute. Habe ich richtig Bock drauf. Und am Samstag, weil diesen Monat gibt es tatsächlich nicht so viele neue Spiele, die ich zeigen kann, die rauskommen, weil nicht so viel rauskommt, ehrlich gesagt. Am nächsten Samstag dann, nicht Freitag, weil den Freitag wollte ich mir gerne frei halten, aber nächsten Samstag, 14 Uhr, gibt es einen chilligen Samstagnachmittag-Stream, wo ich das neue, ich hoffe, ich kriege da keine Probleme mit Twitch, ehrlich gesagt, das neue Hatsune Miku-Spiel, das Rhythm-Game. Weil ich liebe die Dinger, die Project Diva, und es gibt jetzt neue für die Switch, das Megamix. Ich hatte mir da extra die Komplett-Edition irgendwie für 60 Euro digital vorbestellt, wo alle DLC-Songs noch mit dabei sind. Da habe ich richtig, ich liebe die. Diese Spiele habe ich richtig Bock drauf. Das werde ich einfach, auch wenn keiner zuguckt, ist mir egal. Also ich spiele das eh und dann kann ich es auch mal streamen. Ich hoffe nur, das macht wegen der Verzögerung hier, diese ganz leichte Verzögerung, die ich im Instant Game Viewer drin habe. Ich glaube, das sollte keine allzu großen Probleme machen. Kriege ich schon hin. Aber ja, also genau. Dienstag, 20 Uhr, Tony Hawk's Pro Skater 3. Einen kompletten Durchgang von der GameCube-Version. Und dann am Samstag, 14 Uhr, Hatsune Miku. Lade ich aber auch nochmal hoch, die ganzen Sachen. Yeah, geil. So, ganz kurz noch. Eine Frage. DMC 3 mit oder ohne Style Switch? Also da ich das Original oft genug ohne gespielt habe, habe ich es beim letzten Mal dann auch mitgemacht. Aber
finde, das Spiel ist jetzt schon darauf ausgelegt, das ohne zu machen. Das ist, also ich würde, wenn man es zum ersten Mal spielt, macht's ohne Style-Switching, weil es auch dann weniger überfordernd ist, wenn man sich dann wirklich auf den einen Style konzentrieren kann und das Spiel ist darauf ausgelegt, es immer nur mit einem Style zu spielen. Im Gegensatz zu den, wo Teil 4 mit Dante ist es darauf ausgelegt, schon Style-Switching anzuwenden, 5 eben auch. Und das kann dann gerade für Leute, die das erste Mal neu reinkommen, ein bisschen überfordernd sein. Vollkommen verständlich. Und deswegen würde ich vorschlagen, DMC3 bei dem ersten Durchgang immer ohne Style-Switching zu machen. Kommt man ehrlich gesagt besser rein, ist die intendierte Erfahrung von dem Spiel, kriegt man das originale Erfahrung besser mit. Und dann danach all bets are off. Allein schon, weil es dann interessant ist zu sehen, wie es dann funktioniert, das dann in einem weiteren Durchgang. Aber ja, cool. Ich wünsche euch allen noch einen wunderbaren, grandiosen und von, keine Ahnung, den letzten geilen Stunden gefüllten Freitagabend. Macht was Geiles oder chillt einfach, nehmt ein Bad, macht noch was Sport, haut euch irgendwas Geiles rein, kippt ein paar Bierchen weg, guckt einen coolen Film, schaut zum 10. Mal die gleiche Sitcom. Einfach nur das, was euch heute Abend noch irgendwie Freude bereitet und euch gefällt. Oder guckt einen anderen Stream rein, whatever. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Freitagabend jetzt noch. Ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes, erholsames Wochenende. Oder vielleicht auch ein aufregendes, je nachdem, was ihr vorhabt. Und dann hoffe ich, dass wir uns am Dienstag um 20 Uhr dann in Tony Hawk's Pro Skater 3 wiedersehen. Und nicht vergessen, am Montag ist auf dem Kanal, kommt dann mittags, nachmittags so, auch ein neues Video. Oh, surprise. Alles klar, bis dann. Bye, bye.